Einen wunderschönen guten Tag, liebe Herr Tanerinnen und Herr Taner. Es ist das zweite Nachholspiel nach der Quarantäne. 14 Tage war Pause, da war gar nichts mit Fußball bei Hertha BSC. Und jetzt ist es am Donnerstag wieder losgegangen. Ihr seht's hier, wir haben hier diesen Tischkalender. 6 Spiele innerhalb von 20 Tagen. Noch krasser sind eigentlich die 5 innerhalb von 15 Tagen. Nach dem letzten ist ja sogar eine Woche Pause. Aber die hier. Und das erste gegen Mainz, das haben wir schon gespielt. Da können wir einen Haken dran machen. Aber ich würde nicht nur einen Haken dran machen. Ups. Ich würde auch eine fette 1 dahin schreiben, denn wir haben einen Punkt geholt und heute geht es direkt weiter, 3 Tage später, gegen den Sportclub aus Freiburg. Und es gibt so viel zu besprechen und das wollen wir tun mit DJ, dem Master of Musik bei uns im Studio, Master der Turntable, DJ Ferry, sehr schön. Und Lena, das Herz der Sendung, würde ich mal sagen, auf dem Lena-Spezialsofa. Und wir wollen natürlich mit euch und mit allen anderen über das Spiel gegen Mainz reden, aber vor allen Dingen natürlich auch über das Spiel, was ansteht gegen den Sportclub Freiburg. Und ich kann euch sagen, wir sind alle ziemlich angespannt. Das muss man wohl sagen, denn es geht um so vieles. Und heute ein Dreier, Lena, gegen den Sportclub Freiburg, der könnte schon ganz, ganz viel Luft in der Brust bringen. Du sagst es, also ein Sieg heute, das wäre ein großer, großer Befreiungsschlag. Wenn wir nachher mal auf die Tabelle gucken, sehen wir nämlich, mit 3 Punkten wären wir auf Platz 14. Und dann wären wir am Sonntag im Spiel gegen Bielefeld nicht mehr, dann wären wir nicht mehr der Jäger, sondern wir wären der Gejagte. Und das wäre natürlich rein psychisch für uns ein sehr großer Vorteil. Der Monstermonat Mai, unsere nächsten Spiele stehen alle unter dem Motto gemeinsam Hertha. Ja? Und wir sehen es hier auf unserem Bildschirm. Mai, der Monat Mai, der wird hart, aber für mich hat Montag schon sehr gut angefangen und sehr viel Hoffnung gemacht, weil man wusste ja nicht so richtig, die eigene Leistungsfähigkeit konnte man ganz schwer abschätzen. Das war ein Vorteil, weil die anderen Mannschaften können uns auch nicht einschätzen, aber wir konnten uns auch nicht so wirklich einschätzen. Und ich finde, jetzt können wir auf jeden Fall festhalten, der Teamgeist hat gestimmt, Fabi. Ja, gemeinsam haben sie den Punkt geholt und das verdient, ich gebe zu, nach der ersten Viertelstunde dachte ich, um Himmels Willen, wie soll das nur werden? Aber dann hat sich die Mannschaft, man hat gemerkt, dass sie diese Viertelstunde brauchte und dann haben sie sich relativ schnell gefangen und das war tatsächlich ein gemeinschaftlicher Erfolg von Schwolo bis ganz nach vorne. Alle zusammen haben diesen Punkt geholt und der war schon ziemlich wichtig, auch für den Kopf. Und Ferry, ich habe gleich eine schöne Challenge für dich vorbereitet. Wir haben aus den letzten 6 Spielen 9 Punkte geholt. Wenn es so bliebe, wie viel holen wir in den verbleibenden 5? Ich habe gesagt, dass wir die letzten 6 Spiele, jetzt ist ja schon eins vergangen gegen Mainz und da haben wir auch einen Punkt geholt, dass wir die restlichen auch definitiv nicht verlieren werden, sprich entweder einen Punkt holen, ich hoffe nicht nur Punkte, hoffe auch, dass Dreier dabei sind, also von daher werden wir kein Spiel verlieren, das ist meine Theorie und hoffe, dass da noch ein paar Siege jetzt dazukommen. Aber ist dir auch aufgefallen, ne? Er ist der Rechenaufgabe eiskalt aus dem Weg gegangen, ist aber auch nicht so schlimm, 7,5 Punkte wäre es gewesen. Mich brauchst du bei sowas auch erst recht fragen. Ich glaube, unser kleiner Rechenexperte ist ja Udo Knierin, der immer alle seine kleinen Fingerchen parat hat und sowieso immer Rechenaufgaben hat. Also bitte gleich, wenn wir die Schalte zu ihm machen, frag ihn das auch nochmal. Er hat ja immer so zahlreiche Rechenbeispiele in seinen Anmoderationen. Wir sehen ihn ja hier schon, er hat schon den Taschenrechner rausgeholt, das zählt gar nicht. Erstmal will ich aber noch auf dein Outfit eingehen. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Eigentlich finde ich es total super. Das ist ein Teil aus der Hertha 030-Kollektion, der Hoodie für Damen. Ich finde den echt super, aber ob er uns Glück bringt, weil dein Tierprint hat uns ja bis jetzt Punkte gebracht. Du hast recht, also mich haben schon zahlreiche Nachrichten erreicht, warum ich denn nicht meinen Animal Print trage. Ich sag euch was, den habe ich Montag auch nicht getragen und es ist ja dann doch ganz gut für uns ausgegangen. Normalerweise ist DJ Ferry Fährmann die wandelnde Litfaßsäule. Heute habe ich mich auch mal dazu bewegt und ich kann euch sagen, das ist auch ein bisschen Überraschungspaket, denn man sieht hier das kleine Corner-Logo, 1892, aber jetzt stehe ich mal auf, guck mal, was hier hinten ist. So, Rückenprint ist total in, sieht super aus und der Hoodie ist tatsächlich auch sehr gemütlich. Den gibt es ab sofort im Hertha-Shop. Ja, und Fabi hat es angesprochen, es gibt den Damenhoodie, es gibt auch Herrenhoodie, es gibt eine Tasche, es gibt eine Hose. Schaut da auf jeden Fall mal rein, die neue 030-Kollektion lohnt sich.
Ja, ist auch sehr jugendlich. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich nicht in dem Hertha 030-Hulli da sitze, weil ich einfach nicht mehr jugendlich genug dafür bin. Außerdem kann man den natürlich auch nur tragen, wenn man so ein breites Kreuz hat wie Lena, damit das ganze Logo auch sauber abgebildet wird. Also sehr, sehr schön. Sehr schön ist auch die Sendung, ein toller Übergang, die wir vorbereitet haben. Lena, um dich mal zu zitieren, picke, packe, voll. Ja, das ist sie. Und aber auch wieder mit ein paar gewohnten Sachen. Wir machen natürlich eine Analyse mit Thomas Reckermann. Dann haben wir uns gedacht, wir haben noch drei Shows, was machen wir denn da? Lukas Vogelsang war schon in der Derby-Show da, hat uns so überzeugt, hat so Spaß gemacht, dass er jetzt die letzten verbliebenen drei Hertha 030-Shows einen Gastkommentar abgeben wird. Und damit fangen wir heute an. Er macht eine blau-weiße Bestandsaufnahme, da können wir uns schon sehr drauf freuen, denn es wird lyrisch. Dann schauen wir nochmal auf Gemeinsam Hertha für Berlin. Die Aktion haben wir euch ja schon letzte Show vorgestellt. Da wurden jetzt die 5 sozialen Einrichtungen per Abstimmung ausgewählt. 5 Sieger gibt's und da gibt's heute auch einen kleinen Clip zu von einem der Gewinner. Die Litfaßsäule, wir haben ein Interview mit Kai und Mauri. Mauri ist der Besitzer des OWES und die haben sich in diesem Lockdown, in diesem nicht enden wollenden Lockdown, der für alle Gastronomen echt schwer ist, sind sie kreativ geworden und haben ein Likör auf den Markt gebracht, das zumindest 2 in diesem Studio schon getrunken haben und hellauf begeistert sind. Mit denen werden wir natürlich auch über Hertha BSC sprechen. Und zur Halbzeit haben wir Ex-Herthaner und aktuellen Turbine Potsdam-Trainer Sofian Çahed zu Gast. Das ist unsere Sendung und darauf freue ich mich. Und wir haben Udo Knierim am Osttor. Udo, wie sieht's aus? Es ist so wunderbar heute hier draußen. Es ist eigentlich der Stand, dass ich kurz davor bin, mir die Klamotten vom Leibe zu reißen. Und ich möchte auch diese Gelegenheit nutzen, um mal von diesen ganzen Zahlenspielen abzulenken und ein bisschen die Poesie ins Leben zu rufen und ein altbekanntes, euch sicherlich sehr im Kopf verankertes Gedicht zu rezitieren. Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte. Wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll das Land. Ihr wisst, von wem es ist? Na klar, sagen wir aber nicht. Ja. Eduard Mörike, ja, der hat auch mal hier gespielt bei Hertha auf der 10 zwischen 1875 und 92. Nein, das ist natürlich Scherz. Auf jeden Fall ist es wirklich frühlingshaft, es ist perfektes Wetter, es ist schön. Ich höre sehr viele Stimmen auf meinem Kopf, das ist noch sehr viel schöner. Da weiß ich, ich bin nicht alleine, denn die ganzen Fans, die sind heute auch hier bei mir im Stadion und wir werden hier gleich ins Stadion gehen und werden versuchen, natürlich irgendwie zusammenzustehen mit der Mannschaft auf dem Platz und dann natürlich ebenfalls hier die Mannschaft zu pushen, dass es heute was wird mit dem nächsten Heimsieg. Ja, das wäre sehr schön. Vielen Dank erstmal an dich, Udo. Wir sprechen uns ja gleich noch ein paar Mal wieder. Jetzt lass uns erstmal gemeinsam auf die doch sehr spannende Tabelle schauen, denn das wird immer enger da unten. Und wie man rechnet und wendet, wenn wir nicht alle Spiele gewinnen, wird es einfach eine knappe Sache am Ende des Tages. Hier haben wir die erste Hälfte, die hat für uns jetzt eigentlich gar keine Relevanz mehr. Wir sehen unser heutiger Gast, der Sportclub aus Freiburg, auf dem 9. Tabellenplatz. Und hinten ist es super eng. Man könnte auf den ersten Blick sagen, das sieht ja gar nicht gut aus für uns, aber wir haben 2 Spiele weniger als die anderen. Und wenn wir heute gewinnen sollten, würden wir die Abstiegszone schon verlassen und würden alle anderen erst mal hinter uns lassen und hätten dann schon am Sonntag mit einem Heimsieg gegen Arminia Bielefeld eigentlich die Chance, ja, einen ganz, ganz großen Schritt zu machen. Aber davor steht eben erstmal das Spiel heute und noch sind die 3 Punkte gar nicht eingefahren. Nein, aber Pal Dardai hat es ausgerechnet, wenn wir in dieser Woche 4 Punkte schaffen, dann ist er schon sehr, sehr guter Dinge. Denn nächste Woche haben wir auch immerhin noch ein Nachholspiel gegen Schalke am Mittwoch. Und ich glaube, wenn heute oder Sonntag 3 Punkte folgen auf den einen Punkt in Mainz, dann können wir sehr, sehr, sehr zufrieden damit sein. Immerhin Mainz, 5. der Rückrunde, hat die Bayern geschlagen und das war schon eine sehr, sehr erwachsene und souveräne Leistung. Jetzt gibt es ein bisschen Werbung und dann sind wir auch schon wieder da und treffen uns wieder zum Interview mit Kai und Mauri. Egal, wo es hingeht. Wir müssen jetzt wieder einen Gang zurückschalten. Aber wir sind weiterhin für euch da. Im McDrive komplett kontaktlos, sicher bestellen und genießen. Thank you.
Hallöchen, hier ist Alex von Hertha Base und ich grüße aus dem wunderschönen Treptow-Köpenick, wo ich die blau-weiße Fahne hochhalte. Ja, und erstmal wünsche ich euch viel Gesundheit. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn ihr umgekehrt was für meine Gesundheit tun wollt, dann bleibt doch bitte in der Liga. Das wäre das, was mich am glücklichsten machen würde. Ich weiß, das ist gerade echt eine beschissene Situation. Das ist es für uns alle. Gerade als Fan tut das enorm weh, dass wir euch in dieser schwierigen Phase nicht unterstützen können und nicht im Stadion sein können und euch zum Sieg brüllen, wie wir es sonst machen. Aber gerade deswegen habe ich da großen Respekt vor, wie ihr das aktuell meistert, wie ihr in jedes Spiel reingeht und kämpft. Und das sehen wir, dass ihr wollt, dass ihr nicht aufgebt. Und gerade deswegen bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das zusammen schaffen, die Klasse zu halten. Und deswegen sage ich, haltet noch die letzten Monate ohne uns durch, bleibt in der Liga und dann feiern wir in ein paar Monaten, wenn die ganze Scheiße vorbei ist, eine richtig fette Party. HOE, Hertha BSC. Hi, hier ist Chris von Hertha Base und der Axel Kruse Jugend. Ja, von mir auch natürlich alles gut in dieser verdammt harten Zeit, die ihr gerade durchmacht. Das ist eine riesen Herausforderung für euch individuell und als Mannschaft. Aber ihr könnt es packen, ihr könnt es als Mannschaft jetzt erst recht schaffen, da durch diese Wochen zu kommen und am Ende dann genug Punkte zu sammeln, dass ihr in der Liga bleibt. Wir glauben daran, wir stehen voll hinter euch und werden euch bis zum Ende, bis zum Schluss unterstützen, so wie wir können. Natürlich nicht im Stadion, aber jeder für sich. Und genau, wir glauben daran, wir stehen euch zur Seite und ihr kriegt es hin. Und von mir persönlich noch eine kurze Botschaft an unseren Frankophonen. Les gars, c'est vraiment pas une année facile, mais vous allez y arriver. On croit en vous, on est à fond derrière vous et on est fiers de vous. Faites-le ensemble et rendez-nous fiers. C'est parti. Und ja, in dem Sinne, ha ho he, Hertha BSC. Liebe Herthanerinnen und Herthaner, wir kommen zur Hertha 030 Litfaßsäule und wir sind jetzt seit über einem Jahr in der Pandemie. Das hat für alle unglaubliche Auswirkungen. Das hätte auch im letzten März niemand gedacht, dass das tatsächlich so kommt. Und jeder, der jetzt zuschaut, wird für sich zu Hause sagen können, ja, da gibt es mannigfaltige Dinge, die ich zu erzählen habe. Meine Kinder sind zu Hause, gehen nicht mehr zur Schule. Ich bin im Homeoffice. Wir können nicht mehr rausgehen. Es gibt kein Kino mehr. Es gibt kein Theater mehr. Es gibt kein Restaurant mehr. All das. Aber es trifft eben auch einige Leute besonders hart und das sind die Gastronomen. Weil die haben jetzt fast seit über einem Jahr zu, hatten zwischendurch mal ein bisschen draußen offen. Aber wirklich rechnen tut sich das natürlich nicht. Und ein Gastronom, der ist uns ganz besonders ans Herz gewachsen. Das ist nämlich ein Herthaner durch und durch. Dem gehört das Ovest. Ich glaube, es ist die Knesebeckstraße. Mauri wird es uns gleich sagen. Und der, nämlich der Besitzer vom Ovest, Mauri, hat sich zusammen mit einem anderen Urherthaner, Kai Bernstein, zusammengetan und haben mal ihre Köpfe rauchen lassen. Was könnte man denn Kreatives in dieser Pandemiezeit machen, um so ein bisschen zumindest diese Durststrecke zu überwinden? Und bei Durststrecke ist es ihnen, glaube ich, gekommen. Da haben sie nämlich gesagt, ey, wir haben doch diesen fantastischen Karamell-Wodka. Und Ferry und ich haben uns schon einige Male damit wirklich ins Nirvana geschossen. Das schmeckt einfach super geil, das Zeug. Und es hat auch noch eine ganz ordentliche Wirkung. Und das haben sie jetzt zusammen an den Start gebracht. Und genau damit wollen wir mit diesen beiden Urherthanern reden. Hier sind Mauri und Kai. Hallo. 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 Mauri, wo bist du? Hallo. Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Wo bist du? Ich bin in Neapel, um den Karamell etwas zu promoten. Und natürlich von Neapel unterstütze ich die blau-weiße Hertha. Ich habe hier das blaue Meer und einen blauen Himmel und eine blaue Hertha-Fähre, Hertha-Dampfer. Und ja, drücke unser Hertha die Daumen. Ja, solange das alles nicht so gut, nur das alles blau ist, ist es ja ganz okay. Kai, du sitzt in der Caramelino-Lounge, sehe ich. Das stimmt, ich sitze in der Caramelino-Lounge. Mauri hat natürlich nicht ganz recht, wenn er sagt, er ist den Caramelino-Promoten. In Wahrheit kümmert er sich um seinen kranken Vater und ist auf Krankenhausbesuch und kümmert sich um seinen Papa. Was doof wäre, wenn er das nicht machen würde. Also hat er ganz normal Ausgang. Sehr, sehr schön. Das ist auch tatsächlich ein Grund und eine Entschuldigung, heute nicht in Berlin zu sein. Jetzt erzählt mal, wie seid ihr auf die Idee gekommen und vor allen Dingen, wie ist es angelaufen? Denn das Produkt gibt es ja schon. Ihr habt sogar eine 1892 Edition. Die ist richtig schick. Wie ist es angelaufen? Kai, bitte. Bitte. Fang du an, Kai.
Dann fange ich an. Also es ist so gut angelaufen, dass wir jetzt schon leider sagen müssen, dass die 1892 Edition schon ausverkauft ist. Die wird es erst wieder geben, wenn wir die große Charge neu produzieren. Da sind wir noch ein ganzes Stück weg. Ich glaube aber schon, dass wir in diesem Jahr nachlegen werden. Wir sind ein bisschen überwältigt von dem Zuspruch und von dem, was die Leute bei uns im Shop gekauft haben. Nicht nur die Editions, sondern auch die Geschenkpakete waren zwischenzeitlich ausverkauft. Die konnten wir gestern Nachmittag wieder online stellen, sodass die ersten jetzt schon wieder für Muttertag oder für den Vatertag die ersten Bestellungen wieder eingetrudelt sind, sodass wir zwar damit gehofft bzw. gerechnet haben, aber dass es dann doch tatsächlich so überwältigend war an Resonanz, an Feedback, an dem, wie sehr die Leute ihn dann auch probiert haben, weil das Kaufen ist das eine, aber dass sie dann wirklich sagen, das schmeckt so, wie wir versprochen haben, das hat uns sehr, sehr, sehr überwältigt. Wir hätten ja gerne jetzt auf euch mit Caramellino angestoßen, aber haben keinen. Ja, ich liebe Wodka und ich liebe Karamell und ich habe tatsächlich noch nie ein Caramellino getrunken. Aber ich hörte davon, dass es einfach wahnsinnig gut schmeckt. Und ich habe eure Website besucht, caramellino-ovest.com. Und die Flaschen sehen ja auch noch ziemlich geil aus. Ich weiß nicht, Kai, du sitzt da in dieser schönen Lounge. Bestimmt hast du auch eine Flasche zum Zeigen da. Oder Mauri hatte gerade eben auch eine, ne? Also Mauri hat eine dabei. Wir haben das bewusst gemacht, dass wir euch keine Flasche zur Verköstigung geschickt haben, weil wir nach Rücksprache mit Arne und Zecke auch noch gesagt haben, okay, wenn ihr 1-2 köstet, dann seid ihr so angefixt, dass ihr die Moderation nicht mehr sauber zu Ende führen könnt. Von daher seid ihr herzlich eingeladen, dass wir das im Nachhinein nochmal machen, ihr aber jetzt euren Job ordentlich zu Ende bringt und wir uns nicht sagen lassen müssen, dass ihr zu sehr an dem Caramellino genippt habt. Das ist ja eine bodenlose Unterstellung. Auch mit 1,5 Flaschen Caramellino können Lena und ich und Ferry auch wunderbar noch moderieren. Lasst uns mal wegkommen zu dem. Die Wette nehmen wir an. Das machen wir dann am Ende der Saison, wenn der Klassenerhalt gesichert ist. Dann probieren wir das aus. Jetzt erstmal lasst uns mal auf die sportliche Situation gucken. Insgesamt ist es ja alle nicht das, was wir erwartet haben, so wie wir jetzt stehen. Und wir stehen schon ganz schön mit dem Rücken an der Wand. Was macht euch Hoffnung? Was macht uns Hoffnung? Ich habe es leider akustisch nicht gehört. Ja, was macht euch Hoffnung, dass es doch gut wird am Ende? Am Ende wird alles gut. Hertha wird gewinnen und wir werden in der ersten Liga bleiben. Okay, und Kai, was denkst du, warum sagt Mauri das so? Weil er Zecke kennt und Zecke seinen Übungsleiter scheint, soweit wie ich es heute mitbekommen habe. Von daher, Zecke, an der Stelle alles, alles, alles Gute. Du wirst deinen Weg gehen. Zecke als Übungsleiter mit Paul zusammen werden die Mannschaft sozusagen über das rettende Ufer hinaus begleiten, sodass ich mir sicher bin, dass die beiden es schaffen werden, den Jungs jetzt, wo es wichtig ist, auf die Tugenden in den letzten Spielen wirklich kämpfen, beißen, zurückrennen, ackern, vorne mal auch einen reinmachen, dass Pahl und Zecke das den Jungs schon vermittelt kriegen. Und von daher sind wir zuversichtlich, dass wir die Klasse halten. Und ich hoffe, wir kommen um eine Relegation gegen Düsseldorf oder Hamburg drumherum. Ja, komm, da will ich auch gar nicht drüber nachdenken. Kai, ich weiß, dass du eine mega geile Mitgliedsnummer hast. Das stimmt. Meine Mitgliedsnummer ist 189200. Du bist also Mitglied. Mauri, hast du auch so eine coole Mitgliedsnummer? Ich leider nicht, nein. Aber ihr seid Mitglieder und alle, die es noch werden wollen, haben jetzt besonders Grund, es zu werden. A, gemeinsam härter, jetzt Stellung beziehen, jetzt ganz deutlich zeigen, auf welcher Seite man steht. Aber es gibt auch noch weitere Angebote, Lena. Ja, zum Beispiel mit der Neumitgliedschaft. Ja, jeder, der bis zum Saisonende ein Mitglied wird, der spendet in unseren Moneypool gemeinsam Hertha für Berlin. Und da werden soziale Einrichtungen unterstützt, die es wie die Gastronomen nicht leicht haben. Ja, es ist eine herausfordernde Zeit, nicht nur sportlich, sondern auch gesellschaftlich. Und alle Herthaner und Herthanerinnen müssen jetzt einfach zusammenrücken. Das ist das Gebot der Stunde. Und ich sage danke an Kai und Mauri. Und ich möchte noch... Kann ich meine 2,5 Wochen alte Tochter da anmelden? Geht das auch? Ja, natürlich. Klar. Natürlich, sofort. Ich habe meine Kinder auch angemeldet. Dafür würden wir sogar einen Mitgliedsantrag vorbeibringen, Kai. Wenn du deine 2,5 Wochen alte Tochter anmelden müsst. Wir wollen uns bedanken dafür, dass ihr Zeit gefunden habt. Wünschen euch ganz viel Erfolg mit dem Caramellino. Hoffen auf die Kisten, die dann hier bald angeliefert werden. Und wollen euch aber nicht entlassen, ohne dass ihr uns sagt, wie das Spiel ausgeht. Mauri fängt an. 2:0 heute. Für unsere Hertha. Eiskalt.
Und Kai? Mein Tipp ist 2-1. Kann ich mit beidem sehr gut leben. Hauptsache am Ende 3 Punkte. Vielen Dank euch beiden. Viel Spaß beim Spiel. Danke. Und für euch alle da draußen nochmal. Herr Tana, probiert's mal aus mit dem Caramellino. Schmeckt sehr, sehr gut, aber natürlich erst ab 18 Jahren. Genau, so ist es. Wir kommen zum Social Media Weekly und ein Caramellino hätte Lukatusa sicherlich auch gerne an seinem Geburtstag getrunken, denn er hatte seinen 2. Geburtstag im Lockdown und in der Quarantäne schon das 2. Mal und man sieht seinen Gesichtsausdruck, so ganz begeistert war er davon nicht. Ein Caramellino hätte ihm sicherlich gut getan, aber Lukatusa hat sich immerhin selbst beschenkt, nämlich am Montag mit seinem ersten Bundesligator hat er sein französisches Köpfchen richtig hingehalten. Und das kam zustande durch eine sagenhaft gute Flanke von Marton Dardai. Der hat seinen ersten Assist gegeben und wir werden dann nachher noch mal bei unserem Hingesehen-Blog drauf schauen. Das war wirklich ein Freistoß der allerersten Güteklasse, ein wunderbarer Schnitt. Und da musste Lukatusa gar nicht mehr so viel machen. Und wir wissen ja, die Dardais kommen selten allein, denn es sind 3 Brüder und einer der Brüder, nämlich der kleine Benze, schauen wir noch mal drauf, der hat diesen Post kommentiert mit einem Herzchen und war wahrscheinlich stolz wie Oscar auf seinen großen Bruder. Und Kai hat es angesprochen. Zecke Neuendorf hat gestern seinen Fußballlehrer bestanden, der DFB-Akademie. Und er ist ja für die Standards zuständig und hatte dann wahrscheinlich ganz schön viel Übungseinheiten mit Marton Dardai, dass der die Flanken jetzt so schlagen kann. Mal sehen, was das denn heute gibt, ob wir jetzt zu Standardspezialisten werden. Glückwunsch auf jeden Fall an Zecke Neuendorf. Er war unter anderem mit Miro Klose, Kim Kulig in der DFB-Akademie. Und auch da muss man mal ganz kurz sagen, Leute, was das in der Pandemie geheißen hat. Der musste ja regelmäßig nach Frankfurt persönlich anwesend sein. Und das Ganze unter Pandemiebedingungen. Also da hat Zecke wirklich einen Riesenjob gemacht. Und von uns alles Gute. Wir freuen uns riesig für dich, Zecke. Auch wenn du es jetzt wahrscheinlich gerade gar nicht siehst. Na, vielleicht im Nachgang. Ich habe gehört, dass er unsere Show ja dann doch verfolgt. Cristiano Ronaldo wird unsere Show vermutlich nicht verfolgen, aber er steht trotzdem hinter uns, wie wir sehen. Ihr schafft das. Im Juventus-Turin-Trikot steht das drauf. Gemeinsam Hertha. Ja, also wenn wir sogar von dem göttlichen CR7 Unterstützung bekommen, dann kann ja gar nichts schiefgehen. Hast du eine Ahnung, wie das gekommen ist? Fairerweise müssen wir dazu sagen, dass sich wohl die Seite Hertha-Updates einen kleinen Spaß erlaubt hat. Aber so viel Kreativität soll belohnt werden und deshalb hat es zu Recht einen Platz hier in unserem Social Media Weekly. Und kreativ ist auch Frank Zander geworden. Er hat nämlich dazu aufgerufen, Motivationsvideos, wo man die Hymne von ihm nur nach Hause singt, an ihn zu schicken. Gestern war Einsendeschluss und er möchte daraus ein Motivationsvideo für die Mannschaft zusammenschneiden, was vor dem Bielefeld-Spiel dann der Mannschaft gezeigt wird. Und da haben sich die Hertanerinnen und Hertaner auch nicht lumpen lassen und der Kreativität freien Lauf gelassen. Und wir gucken mal rein, Sebastian Stargardt, also, er singt voller Inbrunst nur nach Hause und da hinten, da wundert es mich jetzt. Fabi, was machst du denn da? Warst du beim Sebastian? Du meinst der da, der T-Rex. Warst du da zu Gast? Hast du mal vorbeigeschaut? Du siehst doch, dass ich das gar nicht bin. Ich habe viel längere Arme. Bist du da sicher? Also, ich meine, dich da zu erkennen. Also, Fabi hat mitgemacht, ich habe da tatsächlich auch mitgemacht. Ja, du bist vorne und singst, sieht man doch. Du bist der Musiker, ich bin der Tänzer, wissen wir doch. Eine ganz tolle Aktion von Frank Zander, die gestern dann zu Ende gelaufen ist und hoffentlich dann am Sonntag vielleicht ja auch einen Platz hier in dieser Show wiederfindet und wir können euch das fertige Video zeigen. Wenn wir über die sozialen Medien sprechen, dann haben wir auch eine Fanfrage natürlich wieder an euch gestellt, auf unserem Twitter-Account. Und die lautet wie folgt: Ein Punkt und eine geschlossene Mannschaftsleistung in Mainz. Welche Gründe stimmen euch heute hoffnungsvoll, dass es gegen Freiburg mit einem Heimsieg klappt? Ja, und da haben wir hier von Moppilein, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, der schreibt, viele Aspekte, die vor der Quarantäne nicht funktioniert haben, funktionierten diesmal. Standards waren gefährlich, das habe ich gerade eben auch angesprochen. Es wurden spielerische Lösungen gesucht, man verbesserte sich im Laufe der Partie. Ja, das stimmt, das waren 2 unterschiedliche Halbzeiten. Moppi et Moppilein, hat er recht? Ja, Moppi hat Ahnung. Und wir wollen noch auf den 2. Kommentar schauen, der wurde ein bisschen konkreter. Paul schreibt, Schwolli lässt heute nichts an sich vorbei. Cordoba macht das 1:0 und dann wird unser Mr. Pistolero das 2:0 als Joker nachlegen. Er hatte ja gegen Mainz eine richtig, richtig große Chance. Und da kommen wir direkt zur Aufstellung. Und die haben wir schon gesehen. Und Leute, ich kann nur sagen, schnallt euch an. Okay, und das ja, ist kein definitiv. Spruch, denn damit
hat wirklich keiner gerechnet. Hier sind die 11, die heute gegen Freiburg antreten. Guckt hin, Schwolo im Tor, keine Veränderung. Und dann alles anders, bis auf Matteo Guendouzi. Alle anderen sind neu im Team. Wir spielen mit einer 4-3-3. Turunariga, Aldarete, Boyata, Pekarik hinten. Davor Askasiba, Guendouzi. Dann Dilrosun, Darida, Radonjic und Piontek vorne drin. Krass. Paul hat es angesprochen, also dass er rotieren wollen würde aufgrund der Belastungssteuerung, das war ja irgendwie klar. Aber dass das dann so aussieht, damit hätte wirklich niemand gerechnet. Ziemlich mutig, also ich finde es sehr mutig. Er hat aber auch gesagt, heute gibt es nur Top oder Flop. Ich werde hier nicht irgendwie auf taktische Rumschieberei setzen. Ich will heute gewinnen, ich will den Dreier haben und ich setze alles auf die Offensive und ich möchte, dass all meine Spieler in etwa die gleiche Belastung haben. Und wenn du am Montag gespielt hast und dann am Donnerstag wieder spielst und wieder am Sonntag, also im Drei-Tage-Rhythmus, dann musst du durchrotieren. Trotzdem ist es natürlich ein ziemlich krasser Move von Pal Dardai, einfach mal die komplette Elf auszutauschen. Sherry, hast du sowas schon mal gesehen in deiner Karriere? Na, ja, bei der Weltmeisterschaft vielleicht, aber nicht in der Bundesliga. Ja, aber auch nur, wenn die schon durch waren. Genau. Ja, letzte Gruppenspiel, schon qualifiziert, Tabellenführer, dann hast du mal so rotiert. Aber das ist ungewöhnlich. Auf der anderen Seite, wir müssen auch damit rechnen, dass es muskuläre Verletzungen gibt. Nach der Pause, nach der Quarantäne, bei dieser Belastung. Und dann müssen die auch alle rein. Ich persönlich finde es gut. Und ganz ehrlich, wenn ich drauf gucke, ist doch eine gute Aufstellung. Ja, also wir haben einen tiefen Kader, wir haben einen breiten Kader, der nicht irgendwie qualitativ abfällt. Das ist natürlich in so einer Situation Gold wert. Und man muss dazu sagen, die Elf hat natürlich so noch nicht zusammengespielt. Naja, aber vielleicht ist es ja genau diese Zutat, die ist dann auch in so einem Turniermodus. Du meinst, bei einer WM habe ich es schon mal so gesehen. Das ist unsere kleine Weltmeisterschaft hier für den Klassenerhalt. Und das sind frische Köpfe. Die meisten haben sehr, sehr wenig bisher gespielt, waren lange raus, wie Dedrick Boyata, haben gar nicht gespielt wie Jaf Dilrosun. Vielleicht kommen sie mit einem frischen Kopf heute auf den Platz und haben einfach Bock zu spielen. Und eins muss man auch wissen, liebe Hertanerinnen und Hertaner, abgerechnet wird ganz am Ende, nicht nach diesem Spieltag. Natürlich wünschen wir uns alle, dass es schnellstmöglich für uns entschieden ist. Aber selbst wenn das heute nicht geht, haben wir 11 ausgeruhte Spieler, die am Sonntag beim 6-Punkte-Spiel gegen Bielefeld zur Verfügung stehen. Also ich kann dem erstmal vorher, ja, kann man viel sagen, erstmal sehe ich das total positiv. Würde mich interessieren, wie ihr das seht. Könnt ihr ja mal über Facebook Kommentare ablassen. Ich finde das auf jeden Fall eine absolute Bombe, die Aufstellung. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich auch nicht. Und jetzt gibt es eine kleine Werbung. Und dann haben wir heute Mittag ein Interview mit Hermann Dörner aufgezeichnet, den Teammanager von Hertha BSC. Und der hat auch schon ein bisschen angeteasert, dass die Jungs einfach verdammt heiß sind. Das hören wir gleich. Dieser Moment verdient ein Jubi. Das wird ein Schützenfest. Klares 4:0. 4:0. 4:0. 4:0. 4:0. 4:0. Ich brauche keine Meinung. Ich bin doch Mr. Instinct. 4:0. 4 Tore. Ihr wisst, was zu tun ist. Deine Gehirnzellen haben alle Fakten und Statistiken. Wir helfen dir, dich zu entscheiden. Ich glaube, ich höre lieber auf meinen Instinkt. Vertraue deinem Instinkt. Mit Betway.
Lena hat es gerade schon mal angekündigt. Wir haben einen neuen Teammanager. Also noch ist er nicht der Teammanager, sondern wächst da gerade hinein. Ist auch die rechte Hand von Arne Friedrich im Moment extrem eingebunden. Und den wollten wir euch vorstellen. Und Lena hat ihn heute Vormittag im Teamhotel erwischt. Und was er gesagt hat, das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Ja, hallo Hermann. Grüße dich. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Hi Lena, danke dir für die Einladung. Also ich kenne dich ja, wir laufen uns ja das eine oder andere Mal auf der Geschäftsstelle über den Weg. Für all die Leute, die dich noch nicht kennen, du bist ja erst seit Anfang der Saison bei Hertha BSC. Vielleicht erzählst du mal kurz, was du jetzt bei Hertha eigentlich machst, wie du zu Hertha gekommen bist und was du vorher gemacht hast, damit die Leute dich mal kennenlernen. Ja, cool. Also ich bin Anfang Oktober 2020 zu Hertha gestoßen. Arne Friedrich hat mich damals eingestellt. Ich bin einer der zwei Teammanager. Unterstütze Nello Di Martino in seiner täglichen Arbeit und ja, bin quasi seitdem dabei. Habe jetzt auch quasi in den letzten Monaten auch viel Arne Friedrich als Sportdirektor zugearbeitet, ihn ein bisschen in der doch schwierigen Phase unterstützt, die er sehr gut gemeistert hat. Und ja, davor war ich beim DFB 1,5 Jahre, habe da sowohl in der sportlichen Leitung Nationalmannschaften als auch im Teammanagement der Nationalmannschaft gearbeitet und bin dann, wie gesagt, seit Oktober hier dabei. Ja, man kann mit Verlaub sagen, dass du jetzt mittlerweile so ein bisschen die rechte Hand von Arne geworden bist. Also man sieht euch zwei nur noch im Doppelpack, sorgt auch für den einen oder anderen Spaß hier auf der Geschäftsstelle. Also das ist steht das aber, so, ja. Ja, das ist so, das kann ich mit Verlaub sagen. Nichtsdestotrotz, du bist einer der zwei Teammanager, näher dran am Team als du, geht kaum, du bist immer mit dabei. Wie fasst du jetzt die letzten 2 Wochen aus teaminterner Sicht zusammen? Also ich glaube, es war schon relativ schwer am Anfang, auch gerade als dann die Gewissheit kam, okay, wir müssen in Quarantäne. Ich glaube, da war gerade bei den Spielern auch natürlich keine Begeisterung da, dass jetzt 2 Wochen in Anführungszeichen eingesperrt werden. Aber ich glaube, gerade in Hinsicht, also mit der Arbeit des Staffs, mit der gesamten Unterstützung der Geschäftsstelle, haben wir das super hinbekommen. Ich glaube, die Jungs haben super gearbeitet, auch unter schwereren Bedingungen natürlich. Wir haben Laufbänder und Fahrräder und Trainingsmaterialien an die Wohnungen und Häuser gebracht. Und wie gesagt, mit Unterstützung der Orga-Abteilung, also das war echt super, super, super. Da kann man sich echt nur bedanken. Und ich glaube, dass diese 2 Wochen tatsächlich auch vielleicht der Mannschaft ganz gut getan haben, auch wenn sich es jetzt vielleicht nicht jeder so vorstellen kann, aber das war als Pause, vielleicht so eine Reset-Taste zu drücken, ganz gut. Und ich glaube, dass wir das wirklich das Optimale rausgeholt haben. Die Jungs sind fit. Die Jungs sind echt mit einer super Energie rausgekommen, was man jetzt direkt nach der Quarantäne gemerkt hat. Die haben alle richtig, richtig Lust auf Kicken gehabt. Und ich glaube, das hat man auch im Mainz-Spiel gesehen. Also nach zwei Wochen ohne fußballspezifische Fitness so eine Performance abzuliefern, war top. Hier, der Funkflur hier in der Geschäftsstelle sagt auch, vor dem Mainz-Spiel war eine ganz besondere Stimmung. Das hat man so zuvor noch nicht erlebt. Kannst du das bestätigen? Und von was für einer Stimmung reden wir hier? Ich glaube, dass es schon eine spezielle Stimmung war, weil ich glaube, in so einer Ausnahmesituation waren die wenigsten. Gerade in Hinsicht auf die sportliche Situation. Ne? Das kommt ja dann auch nochmal dazu, dass da ein gewisser Druck und eine gewisse Anspannung da ist. Und deswegen umso bemerkenswerter, wie die Jungs damit umgegangen sind, dass es auch, ja, so eine, wie die Geschäftsleitung auch schon sagt, so eine Jetzt-ist-Recht-Stimmung da war und viele Jungs auch dann aktiv gesagt haben, ey, sie haben ein gutes Gefühl, sie fühlen sich bereit, das jetzt anzugehen, auch nach den 2 Wochen. Und das war schon sehr besonders, was wir, glaube ich, nicht so erwarten hätten können, aber umso besser. Nach dem Spiel gab es ja auch einen Kreis auf dem Feld, ja, das ist auch nicht üblich, Paul hat das auch gesagt, normalerweise geht er direkt in die Kabine, das wurde sich demonstrativ im Kreis auf dem Platz positioniert und sowohl Paul als auch Arne haben eine Ansprache auch an die Mannschaft gehalten, werde es nicht vergessen, wie Arne sich mit der Faust auf die Brust geschlagen hat. Was wurde da gesagt?
Was wurde da gesagt? Ich glaube schon so ähnliche Sachen, wie ich gerade gesagt habe. Also, dass wir als Mannschaft stolz auf uns sein können, wie wir die letzten zwei Wochen gemeistert haben, und dann auch dieses Spiel gegen Mainz, wo wir erst nicht 100% gut reinkommen, aber uns dann wirklich mit der Zeit super gesteigert haben, und dass wir als Mannschaft gut funktioniert haben, stolz auf uns sein können und dass wir genau so in die nächsten Spiele gehen müssen, um unser Minimalziel, den Nichtabstieg, dann zu erreichen, und dass wir darauf aufbauen können und vollstes Vertrauen der sportlichen Leitung und des Trainerteams da ist. Sammy hat nach dem Spiel gesagt, es geht immer nur, wenn eine Familie auf dem Platz steht. Wie würdest du seine Rolle dann einschätzen, wenn wir über Familie sprechen? Ist Sammy dann so ein bisschen der Papa-Bär? Ich würde sagen, wenn wir über Familie sprechen, ist er tatsächlich so ein bisschen der Papa-Bär. Also er hat ja schon eine Menge Erfahrung, brauche ich ja niemandem erzählen. Er hat viel erlebt und ich glaube, dass er gerade mit dieser Erfahrung den jungen Spielern, die wir auch halt viel haben, ne? Wir sind eine relativ junge Truppe, da schon sehr gut weiterhelfen kann. Ich hab schon einmal, ich weiß gar nicht mehr zu wem, gesagt, immer wenn er anfängt zu reden, stehen auf einmal nach zwei Minuten ganz viele Jungs um ihn rum und gucken auf und wollen zuhören. Und ich glaube, dass er schon eine sehr wichtige Rolle einnimmt und uns da echt extrem weiterhilft. Jetzt sitzt du gerade im Mannschaftshotel, in deinem kleinen Hotelzimmer. Was hast du von den Jungs heute schon mitbekommen? Wie schätzt du die Stimmung heute ein? Vielleicht holt uns da mal ein bisschen ab. Also sehr konzentriert, muss ich sagen. Es ging los heute Morgen mit dem Frühstück zwischen 8:30 und 9:30. Ich glaube, da erwischst du immer nur einzeln die Jungs, weil je nachdem, nach ihren Vorlieben, kommen sie dann und dann zum Frühstück. Um 10 Uhr sind wir dann zu unserem Spaziergang gegangen. Der ist ja obligatorisch jedes Spiel. Ich glaube, auch da Fokus war komplett da, aber auch Vorfreude, glaube ich, dass sie wieder spielen dürfen. Und ich glaube, allgemein ist die Stimmung, wie gesagt, echt gut. Was passiert jetzt noch bis zum Spiel? Was steht noch auf der Agenda für die Jungs? Was passiert noch bis zum Spiel? Ganz viel Essen. Ganz viel Essen. Wir haben jetzt gleich in einer halben Stunde Mittagessen. Dann ist nochmal Mittagsruhe. Ich glaube, dass viele Spieler die auch nutzen, dann um nochmal einen kleinen Powernap zu machen. Und dann um 15 Uhr geht es zum Pre-Match-Essen. Also nochmal Kohlenhydrate volltanken und dann voller Fokus aufs Spiel, dann ist Abfahrt zum Stadion und dann ja um 18.30 Uhr Anstoß. Jetzt weiß ich am eigenen Leib, es wurden verschärfte Corona-Maßnahmen, Hygienekonzepte jetzt auch nach der Quarantäne nochmal an die Mannschaft herangetragen. Es wird jeglicher Kontakt runtergefahren. Sag mir noch ganz schnell, wie sieht das konkret aus? Wir machen alles, um die Hygienerichtlinien zu erfüllen bzw. überzuerfüllen. Wir sind da im guten Austausch mit unserem Hygienebeauftragten und der Mannschaft. Ich glaube, sie zeigen viel Verständnis. Da geht es um Sachen wie, die Jungs dürfen vor dem Training nicht in die Kabine. Sie ziehen sich schon zu Hause um, gehen eigentlich nur und holen ihre Schuhe ab und dann zum Training. Duschen auch idealerweise nicht in der Kabine, sondern zu Hause. Und verbringen einfach so wenig Zeit wie möglich in geschlossenen Räumen miteinander. Wir haben auch hier im Hotel nochmal extra Abstandsregeln implementiert. So viel Maske wie möglich, was auch schon vorher der Fall war. Aber einfach, um dieses Risiko zu minimieren, sich anzustecken. Und ich glaube, da zeigen die Jungs auch viel Verständnis. Der Staff arbeitet hart, um das zu garantieren. Und ich glaube, das sind so die Maßnahmen, die wir jetzt auch umsetzen. Dass es nicht schädlich ist, hat das mein Spiel gezeigt. Ich hatte das Gefühl, da war noch mal ein ganz besonderer Teamgeist. Ich hoffe, dass das heute auch der Fall sein wird. Hermann, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche uns allen ein gutes Spiel. Und am Sonntag hören wir dich ja wieder vor dem Bielefeld-Spiel. Ich danke dir, Lena. Ich freue mich auch. Mach's gut. Danke dir, Hermann. Ciao, ciao. Hermann Dörner, schon eine Zeit lang dabei und trotzdem neues Gesicht, weil wir dürfen ja alle nicht ins Stadion. Ich habe ihn noch nie live gesehen, fand ich super. Die Frage ist natürlich, wer ist denn dann jetzt der Papa-Bär, wenn der eigentliche Papa-Bär auf der Bank sitzt? Ja, ich schätze mal, das wird dann als Kapitän Dedrick Boyata sein, vermutlich auf dem Platz. Ja? Der wurde ja von der Mannschaft als Kapitän gewählt. Er war auch in Mainz, als er reinkam, laut, hat Ansagen gemacht. Hoffe, dass er heute
ein bisschen bessere Figur macht als in Mainz. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit bis zum Anstoß. Jetzt gibt es ein bisschen DJ auf die Ohren und dann kommt Thomas Reckermann und dann schauen wir mal auf Mainz und auf das Spiel heute gegen den Sportclub Freiburg. Unsere Blau-Weißen kommen auf den Rasen und das heißt, Udo, the stage is yours. Ja, und sie sind vor allem sehr plötzlich und sehr schnell herausgekommen. Das zeigt, wie heiß unsere Jungs sind, denn sie sind auch vor dem Gegner im Stadion angekommen. Deswegen begrüßen wir ganz lautstark unsere Mannschaft. Hier ist das Team von Hertha BSC.35 Minuten haben wir noch bis zum Anpfiff. Hertha BSC gegen den Sportclub Freiburg. Wir kommen zu Hingesehen und dafür begrüßen wir Thomas Recki Reckermann, den Hertha und Ehrreporter, der im Stadion für euch das Spiel wieder 90 Minuten in voller Länge zusammen mit Manne Sangel übertragen wird. Herzlich willkommen, einen schönen guten Tag, Recki. Wir haben ja zusammen das Spiel Hertha in Mainz kommentiert und wir waren beide ganz zufrieden am Ende. Ja, am Ende waren wir sehr zufrieden. Am Anfang, aber ich glaube, das ist allen so gegangen, haben wir gedacht, boah, das kann ja hier was werden. Also wenn die Mainzer ihre ersten Möglichkeiten wirklich alle genutzt hätten, hätte sich ja keiner wundern müssen, wenn wir nach 15 Minuten 2-0 hinten gelegen hätten. Man hat wirklich gemerkt, dass die Mannschaft völlig aus dem Tritt war. Und dann hat sie Minute um Minute um Minute wurde sie sicherer. Und deswegen waren wir am Ende ganz zufrieden. Arne Friedrich hatte das ja auch im Vorlauf prophezeit. Die erste Viertelstunde wird ein bisschen holprig. Und ich glaube, das ist noch ganz schön milde ausgesagt. Wir gucken mal auf ein paar Szenen. Ich habe drei rausgesucht. Und die erste Szene, die ist nur exemplarisch für eine Vielzahl von Mainzer Chancen. Aber ich glaube, das war definitiv die dickste. Und da kann man sagen, das war eine sehr, sehr gute Parade von Alex Schwolo. Also hier Give and Go von Adam Scholloy mit Barreiro. Und dann, ja, dann hat er seine Pranke draußen. Wir sehen es jetzt nochmal in der Slow-Mo. Sehr schön gespielt von den Mainzern. Und dann, zack, geht die Hand raus. Wenn wir uns die Szene aber nochmal angucken, dann fällt mir da eine Sache auf. Ja? Matteo Guendouzi stört Adam Scholloy nicht. Und Nick Stark kommt dafür aus der Kette. Wir sehen hinter den Raum bei ihnen, der ist dann frei. Also entweder Lukas Klünter und Marton Dardai müssen einrücken, damit sie den Raum schließen. Das tun sie nicht. Und deshalb kann Adam Scholloy genau hier durchgehen. Das ist die Lücke, die Niklas Stark gerissen hat, weil Matteo Guendouzi Adam Scholloy nicht gestört hat. Das darf natürlich nicht passieren. Und dann kam es zu dieser sehr, sehr guten Chance, die Alex Schwolo sehr, sehr gut gehalten hat. Dann haben wir ein bisschen Glück gehabt. Wir haben uns gefangen, wir haben den Faden wiedergefunden und haben dann durch dieses wunderschöne Freistoß, ein Standard, ja, man kann es ja kaum glauben, aber wir sehen, den hat Dardai einfach richtig schön getroffen. Wir sehen, was der für einen Schnitt hat. Den musste Lucas Tussa einfach nur zack abtropfen lassen. Da Costa kommt ein bisschen zu spät. Dann kam ja noch vor der Halbzeit postwendend das Unentschieden, ein Vene, ein klasse Schuss. Da konnte Alex Schwolo gar nichts machen. Ja, und dann hatten wir in Halbzeit 2 eine ganz, ganz dicke Chance auf den Führungstreffer. Hier Radonjic auf Vladi Darida und Piontek. Mein lieber Gott, das war ganz, ganz knapp. Ja, ein bisschen unglücklich, Fabi, oder was sagst du? Ja, ein bisschen unglücklich, ein bisschen, ja, in Rücken kann man gar nicht sagen. Er spielt ihm den Ball voll aufs Standbein. Wenn er Glück hat, hat er bessere Körperkontrolle und lässt ihn einfach ins Tor tropfen. Sieht immer unglücklich aus, aber einfach war es nicht. Und vor allen Dingen, die Viertelstunde, die wir am Anfang nicht gut waren, die musste natürlich den Einwechselspielern auch zugestehen. Wir gucken noch mal drauf, weil das war nämlich eine Co-Produktion von Einwechselspielern. Wir haben hier Nemanja Radonjic neu reingekommen. Wir haben hier Vladi Darida neu reingekommen. Und da haben wir Christoph Piontek. Und man sieht in der Slow-Mo, er will seinen linken Fuß nicht benutzen. Also er versucht den da mit rechts zu machen. Links wäre besser gewesen, aber das ist nicht sein starker Fuß. Links ins lange Eck tropfen lassen, dann hängt er. Aber mein Gott, auch die haben 3 Wochen nicht gekickt vorher. Natürlich. Ich weiß, ich habe mich in der Situation mega geärgert. Recki hat sich auch geärgert. Wir haben uns gar nicht mehr eingekriegt. Aber wie gesagt, wir haben den Punkt geholt, Recki. Und ich finde, dass Schwolo in dem Spiel tatsächlich auch den Punkt festgehalten hat. Und das war ja das, was man ihm so ein bisschen vorgeworfen hat vorher, dass er das, was zu halten ist, hält, aber eben wirklich Punkte nicht gesammelt hat für uns. Ja, das war definitiv eines seiner besten Spiele, die er für die Blau-Weißen gemacht hat. Und insofern ärgert es mich eigentlich, dass er dann so einen Sonntagsschuss kassiert in den Winkel, den einfach kein Torwart der Welt hält. Das ist richtig bitter, denn eigentlich
eigentlich hätte er für die Partie, die er gespielt hat, wirklich eine zu Null verdient gehabt. Also eine ganz saubere Weste. Aber er hat gezeigt, was er kann. Und ich hoffe, er kann das mitnehmen. Heute gegen seinen ehemaligen Club, gegen den SC Freiburg, nochmal so eine starke Partie abliefern. Allerdings am besten kommen die Freiburger gar nicht so viel vors Tor. Stark ist das richtige Stichwort, lieber Ricky, denn ein anderer, sage ich mal, der richtig überzeugt hat in diesem Spiel. Ich glaube, der Kicker hat der Turm in der Schlacht, so hat der Kicker ihn beschrieben. Niklas Stark, der ist herangewachsen als neuer Abwehrchef. Er ist derzeit Interimskapitän und wir gucken mal auf die Statistiken. 14 gewonnene Zweikämpfe, das ist der zweitbeste Wert gewesen, komplett auf dem Platz. 60 Ballbesitzphasen, 6 geklärte Bälle vor dem eigenen Tor. Und ich glaube, der Zweitplatzierte hatte 2 geklärte Bälle vor dem Tor. Also der hat uns da in einigen Situationen echt richtig geholfen. Oder wie hast du das gesehen, Ricky? Ja, hundertprozentig. Ich mag Niklas Stark sehr auf dieser Position, die er da gerade spielt. Also in der Mitte dieser Dreierkette, die hält er super zusammen. Zuvor auf der Position, er hat ja unglaublich viel Kritik einstecken müssen, auch im Social-Media-Bereich, wo viele gesagt haben, was will der Stark da eigentlich? Ich kann es nicht verstehen. Ich finde, er spielt eine super Rolle in dieser Saison, gerade in der Innenverteidigung. Und dieses Spiel in Mainz war ein weiterer Beleg dafür, wie wichtig ist. Abgesehen von der Kopfballchance, die er nach 10 Minuten hatte oder so, komplett, weil ja, richtig. Den muss er aufs Tor kriegen. Da war er so blank, wenn er da ein bisschen besseres Timing hat, ist das eigentlich das 1-0 schon. Das Timing hatte der dann im Defensivverhalten, ne? Hat zahlreiche Kopfbälle gewonnen und ist eine absolute Führungspersönlichkeit. Und wenn wir über Führungspersönlichkeiten sprechen, dann ist Sami Khedira nicht weit. Wir haben es von Hermann Dörner angesprochen. Wenn der das Wort ergreift, dann sind plötzlich alle ganz mucksmäuschenstill. Und Pal Dardai hat ihn als seinen verlängerten Arm, ja, das war jetzt irgendwie so die Wortwendung, die er im Mainz-Spiel des Öfteren verwendet hat, 17 Titel gewonnen in 3 verschiedenen Ligen, bereits 6 Turniere bestritten und das Wichtigste gewonnen. Wir wissen es alle, Weltmeister 2014. Er ist das Sprachrohr zwischen Mannschaft und Trainerteam. Und er hat einen ganz fantastischen Satz gesagt nach dem Mainz-Spiel. Er hat gesagt, es geht immer nur, wenn eine Familie auf dem Platz ist. Ricky, hast du diese Familie am Montag gesehen? Ja, hundertprozentig. Also sie haben, und das ist ja etwas, was wir seit einigen Wochen schon bei der Hertha erleben, dieses Gemeinsam, dieser Zusammenhalt, dass nur über das gemeinsame Spiel es am Ende erfolgreich sein kann, das hat er unglaublich vorgelebt und das hat man gesehen im Spiel gegen Mainz, dass da nicht 11 Ich-AGs auf dem Platz standen, ist ja auch bei vielen Mannschaften schon drüber geredet worden. Nein, sie haben alle füreinander, miteinander gerungen, um diesen Punkt ins Ziel zu bringen, vielleicht sogar 3 draus zu machen. Und Krzysztof Piontek, wir haben es eben gesehen, war sehr nah dran an dieser Geschichte. Also die Mannschaft hält zusammen und das ist ganz, ganz wichtig in der Situation, in der sie gerade ist. Lass uns mal nach vorne schauen, Ricky, und einen Blick auf diese doch überraschende Aufstellung werfen. Was ist denn deine Meinung dazu? Wir sind eigentlich, sagen wir, das ist eine tolle Aufstellung. Die Gründe, warum er das macht, sind auch klar. Und trotzdem ist es natürlich echt ein Risiko. Wenn du heute keinen Punkt holen solltest, könnte dir am Ende fehlen. Und dann könnten Leute aus den Löchern kriechen und sagen, na ja, das war ja die komplette zweite Mannschaft. Ich würde es ein bisschen anders anordnen, als es da ist. Ich würde Boyata in die Mitte stellen an der Dreierkette. Torunariga und Alderete nach außen. Und Pekarik und Askar und De Rossone ein bisschen höher, also wieder mit einer Dreierkette spielen. Das wäre meine Idee. Vielleicht sehen wir das ja auch nachher, aber so, wie da angeordnet ist. Du wirst feststellen, dass wenn du die gleiche Startelf gebracht hättest, wie sie in Mainz gespielt hat, dann kann ich mir vorstellen, alle Spieler, das hat Pal Dardai ja in der Pressekonferenz gesagt, haben geklagt über Rückenschmerzen, über Muskelkater und Ähnliches. Wenn du sie heute wieder hätte spielen lassen, dann wären die am Sonntag, wo es unglaublich wichtig ist gegen Bielefeld, wären die platt gewesen. Das heißt, du musst Wechsel vornehmen und dann offensichtlich Ass oder 10. Also er hat es komplett getan und wenn wir auf die Aufstellung gucken, es ist ja keine schlechte Aufstellung, ne, die wir da stehen haben. Und deswegen, alle können was. Ich hoffe drauf, dass sie es heute zeigen. Vor allen Dingen die beiden Außen, Dilrosun, Radonjic, kann ich mir viel von versprechen. Lena, wir haben ja die Frage gestellt, was die Hertanerinnen und Hertaner dazu sagen. Gab es da Antworten? Ja, da gab es rege Antworten. Alle sind so ein bisschen aus dem Häuschen von dieser
krassen Rotation. Und wir haben mal in die sozialen Medien geschaut und da hat Lutz geschrieben, diese Aufstellung überrascht mich total. Gerne lasse ich mich positiv überraschen, aber ich will ehrlich sein, meines Erachtens nach ist zu viel rotiert worden. Es wird sehr, sehr schwer. Haore, noch ein motivierendes hinterher. Und dann kommen wir zu Siebdrache. Er schreibt, man merkt, dass das Bielefeld-Spiel wichtiger ist, wenn man heute keinen Punkt holt. Rotation ist ja gut und schön, aber die komplette Verteidigung auseinanderreißen, naja, mal schauen. Ja, und Thomas Wenzel schreibt, ich finde es gut, Dardai bringt seine frischeste Elf, somit kann sich der Großteil der Spieler von Montag weiter regenerieren und am Sonntag zählt es. Volle Power für den Heimsieg gegen Bielefeld. Wenn wir heute noch einen Dreier einfahren, perfekt. Und ich muss sagen, ich bin bei Recki. Ich glaube auch eher, dass es ein 3-4-3 wird, weil, ganz ehrlich, jetzt plötzlich auch noch ein anderes System spielen mit einer Viererkette, das wäre sehr, sehr mutig. Ich will es nicht beschreien, dass es nicht so ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dann lieber in einem gewohnten System, eventuell wird das auch im Training so trainiert, dann hast du zumindest eine taktische Anordnung, die die Spieler kennen. Aber wenn du jetzt das komplette Personal austauschst und plötzlich auch wieder mit einer Viererkette spielst, wobei du seit Pal Dardai mit einer Dreierkette spielst, fände ich total mutig, aber ganz ehrlich, mit so einer Aufstellung habe ich auch nicht gerechnet und von daher kann es auch eine Viererkette sein. Wir werden es sehen. Recki, heute diese Mannschaft, die Elf haben wir jetzt gesehen, die Überraschung haben wir kundgetan. Was macht den Sportclub aus in dieser Saison? Den Sportclub macht aus, dass sie jedes Jahr wieder als, ach, dieses Jahr reicht es nicht, gehandelt werden. Und jedes Jahr zeigen sie es, dass es doch reicht und dass es doch geht. Sie sind schwer in die Saison reingekommen und haben dann einen unglaublichen Lauf gehabt. Auch im Hinspiel, das wir in Freiburg deutlich mit 4-1 verloren haben. Zu Recht, damals auch, muss man fast sagen. Da waren sie richtig, richtig gut. Allerdings, und das muss man über die Freiburger jetzt auch sagen, in den letzten Wochen waren sie das nicht mehr. Die letzten 3 Auswärtsspiele haben sie alle verloren. Sie sind auf Platz 9, da geht nach oben nicht mehr viel, nach unten sowieso nicht. Man hat so ein bisschen den Eindruck, sie lassen die Saison austrudeln. Und ich hoffe, das tun sie heute auch. Mal schauen. Lena, du hast was rausgefunden über die Freiburger, was gar nicht so schwer rauszufinden war, weil es einem eigentlich ins Gesicht springt. Ja, die linke Seite, die springt auf jeden Fall ins Gesicht. Lass uns mal draufschauen. Da war Vincenzo Grifo, italienischer Nationalspieler, hat jetzt schon 8 Tore die Saison geschossen und 6 Vorlagen. Das persönliche Saisonrekord kam im letzten Spiel gegen Hoffenheim rein, hat sich direkt den Elfmeter geschnappt und noch den Punkt gesichert. Ist heute, glaube ich, nicht in der Startelf, hatte er aber auch die Corona-Infektion, vielleicht kommt er von der Bank. Und ja, Christian Günther, der Kapitän, 100 Flanken aus dem Spiel schon geschlagen, auf Platz 3 in der Liga, hatte seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga geschnürt gegen Schalke und stand in allen Spielen in der Startelf, spielt schon irre lange bei den Freiburgern und das ist, glaube ich, auch das Stichwort. Die Freiburger sind enorm eingespielt. Sie haben Chico Höfler in der Mitte, sie haben links Christian Günther, sie haben einen richtig guten Torhüter, Florian Müller, der echt überragend hält. Und eigentlich war ja Marc Flecken für die Position angedacht. Jetzt spielt aber Florian Müller, ist sehr, sehr stark. Und Recki, für die Freiburger geht es tatsächlich auch noch um ein bisschen was, weil es sind 5 Punkte auf den 7. Platz und wir wissen alle, wer im DFB-Pokalfinale steht, nämlich Dortmund und Leipzig. Und das heißt, der Platz 7 würde für die Playoffs, für die Europa League reichen. Also es ist noch nicht komplett abgeschrieben, dafür müssten sie aber heute gewinnen. Lass uns mal gucken, mit welcher Aufstellung sie das probieren, heute im Berliner Olympiastadion. Die Zeit rennt ein bisschen, Recki, in 22 Minuten ist Anpfiff. Lass uns schnell über die Aufstellung der Gäste noch gucken. Müssen wir kaum was sagen. Also Vincenzo Grifo sitzt wieder draußen, kommt dann rein. Nur Gulde und Santa Maria sind neu in der Startelf. Die haben unfassbar viel Erfahrung. Müller mit 23 ist der Jüngste im ganzen Team. Das zeigt schon eine ganze Menge. Mit dieser Erfahrung will er es heute wieder richten. Vielen Dank, Thomas Reckermann. Gib uns noch einen Tipp, wenn du 2-1 magst. Gewinnen wir heute. 2-1 auch mit dieser Aufstellung. Ich weiß, das werden viele mich für verrückt halten. Ich glaube es trotzdem. Nein, ich glaube es ja auch. Wir kommen später zu unseren Tipps. Erstmal vielen Dank, Thomas Reckermann. Gleich 90 Minuten bei Hertha und er für euch zusammen mit Manne Sange kommentierte das Spiel kostenlos in voller Länge. Und jetzt, ich höre gerade, Udo. Dann gebe ich doch zu Udo. Udo, du bist ja so viel näher dran. Bitte erzähl uns was. Hallo ihr Lieben im Studio. Hier drinnen im Olympiastadion ist es so herrlich, die Sonne scheint. Es ist ein frühlingshafter Frühabend. Das Einzige, was fehlt, seid ihr, sind die Fans. Und ich bin mal eben hier so durch die reingegangen.
man sieht auch mittlerweile, dass hier lange, lange, lange keine Fans im Stadion waren. Das ist ganz schön schmutzig. Jeder Schalsitz hat schon echt eine dicke Staubschicht. Ja, das ist echt unheimlich richtig. Und es wird einfach wieder Zeit, hoffentlich bald in der neuen Saison, dann hoffentlich wieder mit Fans hier im Berliner Olympiastadion. Unsere Mannschaft ist draußen, die machen sich ordentlich warm. Ihr habt es ja alle auch schon thematisiert, die ganzen Wechsel. Und mir ist aufgefallen, dass natürlich Mateusz Kunja sehr auffällt durch seine neue Haarpracht. Aber er hat die Frisur geklaut. Und guck mal, von wem? Na, fällt euch da was auf? Von Christian Streich. Von Nello Di Martino. Nello Di Martino ist nämlich... Das ist doch grau. Das ist, Entschuldigung, das ist ein 1:1 gedoubelt. Ja? Also, vielleicht sind da familiäre Verhältnisse. Das müssten wir vielleicht mal nachforschen. Ja? Ich glaube, Nello Di Martino hat auf jeden Fall einen sehr großen Impact auf Mateusz Kunja. Vielleicht ja auch heute von der Seitenlinie, dass er ein Tor schießt. Lieber Udo, am Sonntag ist ja schon das nächste Spiel im Olympiastadion. Vielleicht kommst du einfach 45 Minuten früher und machst die 80.000 Sitze sauber. Natürlich, darauf war ich eingestellt. Dann werde ich dich ja treffen, weil du wirst schon 2 Stunden vorher da sein. Mach mal. Danke, Udo. Jetzt gibt's eine kleine Werbung und dann kommt der Gastkommentar von Lukas Vogelsang. Also auf jeden Fall dranbleiben. Wollte Jan-Henrik ganz entspannt auf den Verkauf seines Hauses anstoßen. Doch jetzt hat ihm ein Freund von Homeday erzählt. Das sind Makler hier vor Ort. Die haben Ahnung, kümmern sich um alles und du sparst tausende Euro an Provision. Und dein Käufer übrigens auch. Oh, Provisionsschmerz. Sparen Sie sich das mit Homeday. Nur 1,95% Provision für vollen Maklerservice vor Ort. Homeday. Ja, bevor wir zum Gastkommentar von Lukas Vogelsang kommen, sind wir euch noch was schuldig. Denn es wurden die 5 Initiativen von unserer Aktion Gemeinsam Hertha für Berlin ausgewählt. Ihr habt abgestimmt und es sind mittlerweile über 70.000 Euro in diesem Moneypool. Wahnsinn. Und diese 5 Gewinninitiativen sind Mitternachtssport, Help for People, Aktion Hertha-Kneipe, die hatten wir ja auch schon öfters in der Show, Kinderschutzengel und Kindeswohl Berlin. Ja, die dürfen sich auf finanzielle Unterstützung in dieser ganz, ganz schwierigen Zeit freuen. Und wir werden die nächsten 3 Shows, also die heute und dann haben wir noch 2, ein paar Initiativen vorstellen. Und heute wollen wir beginnen mit Help for People e.V. Und da haben wir einen kleinen Clip vorbereitet. Schaut mal rein. Zusammen mit meiner Frau haben wir vor mittlerweile 6 Jahren einen Verein gegründet. Die Mission, die hat uns gefunden sozusagen. Wir haben da eine große Gruppe Menschen kennengelernt, die hier mitten in Berlin unter uns leben, Hunger haben, keine Unterkunft haben und keine Perspektive für die Zukunft. Und da leisten wir humanitäre Hilfe. Im Grunde genommen ist es so, dass man Freunde gefunden hat, die in einer Notsituation stecken. Und ja, was macht man? Man hilft Freunden. Es sind ja im Großen und Ganzen 35 bis ca. 70 Leute, um die wir uns kümmern. Und da ist immer irgendwas, wo Geld gebraucht wird. Also zum Beispiel teuer sind immer Monatskarten. Die Leute müssen ja von A nach B kommen. Unterlagen für die Schule, für einen Deutschkurs, Kleidung, Medikamente.
freuen uns riesig, dass das mit Hertha geklappt hat. Denn ich bin Hertha-Fan, ich bin seit 20 Jahren Mitglied. Und dass mein Verein quasi jetzt uns hier unterstützt, das ist natürlich, da freut mich doppelt und dreifach. Liebe Leute, ja, der Moneypool ist noch offen bis zum Saisonende und da kann noch Geld reinfließen. Unter anderem, wenn unsere Jungs Punkte sammeln, am Montag waren es ja schon wieder einer, 2000 Euro pro Punkt. Aber auch der Jahresbetrag eines jeden Neumitglieds bis zum Saisonende, das sind bis zu 84 Euro, können bis zum 22. Mai in diesen Moneypool fließen. Also lasst uns zusammenrücken, ja? Lasst unsere blau-weiße Familie vergrößern. Und wenn ihr Mitglieder werdet, dann tut ihr auch noch was Gutes und helft solchen tollen Initiativen wie Help for People. In dieser schweren Zeit geht es auch darum, solidarisch zu sein. Geht es darum, etwas zu tun, auch für andere und ja, auch sportlich. Ihr seht es, wir stecken mitten im Abstiegskampf. Wir brauchen jeden Herthaner und jede Herthanerin. Also werdet Mitglied auf mitglied-hertha.de. Da alles zur Mitgliedschaft und ihr könnt dann eben auch noch was Gutes tun. Und wie ihr gesehen habt, waren die Jungs und Mädels von Help for People ziemlich, ziemlich happy. Ja, dass Lukas Vogelsang Mitglied ist, da bin ich mir relativ sicher. Ja, also er kann mit den Worten in etwa so jonglieren wie Marcelinho damals mit den Bällen. Und um ein bisschen Marcelinho soll es auch in den kommenden 1:30 gehen. Es ist nämlich eine blau-weiße Bestandsaufnahme und Fabi von Wachsmann guckt mich an. Ja, ihr müsst jetzt 90 Sekunden wirklich mal konzentriert zuhören. Denn schöner als Lukas Vogelsang kann man den Bericht über die Situation in der Mannschaft gar nicht formulieren. Aber dazu muss man konzentriert zuhören. Ich bitte euch darum. Bestandsaufnahme. Wir kamen aus der Einsamkeit. Isoliert am Laufband, allein auf dem Fahrrad. Nur Spieler, keine Mannschaft. Jeder für sich, null Kontaktsport. Wir wussten also nicht, wo wir stehen. Aber das kannten wir schon aus den Zweikämpfen, den schlimmen Szenen im Strafraum. Und wollten all das nun endlich hinter uns lassen, damit dieser nächste und nun wirklich letzte Neustart gelingt. Dann also Mainz, unentschieden zur Orientierung. Nun wissen wir mehr, wissen, was wir haben, wissen, was wir noch brauchen. Wir haben einen Franzosen, der den Kopf hinhält und eine Abwehr, die den Namen nun wieder verdient. Einen Torwart auch, der fliegt, ohne Fliegen zu fangen. Und eine Bank, mit der man zur Not auch den Schalter umlegen kann. Eine Mannschaft also, die wieder Mannschaft sein möchte und einen Trainer, der Kreise bildet, damit sie die Form nicht verliert. Was wir noch brauchen? Mehr Dardai-Söhne vielleicht. Aber dafür fehlt auch ihm gerade die Zeit. Dann mehr Glaube, mehr Ruhe am Ball und die alten Tugenden ganz ohne Witz. Denn lachen können wir hinterher wieder. Erstmal Gras fressen, bis zum Umfallen rennen, auch die letzten Meter noch gehen. Und am Ende könnten wir auch ein bisschen Hoffnung gebrauchen. Hilfe von oben. Deshalb schauen wir an dieser Stelle noch einmal zurück. Hertha gegen Freiburg, Marcelinho an der Mittellinie, Richard Goltz zu weit vor dem Tor, Samba in der Ostkurve. 48 Meter waren es damals. Und wir gewannen das Spiel. Heute, wieder gegen Freiburg, würden auch 4,80 Meter genügen. Ein Stolpertor im Fünfer, eine Grätsche über die Linie. Egal. Hauptsache Tor für die Hauptstadt. Und 3 Punkte gegen die Einsamkeit. 3 Punkte gegen die Einsamkeit, 3 Punkte für ein bisschen Hoffnung und 3 Punkte für den Klassenerhalt. Und Fabi, einen blonden Brasilianer mit der Nummer 10, ja genau den haben wir auch derzeit in Berlin. Und ich würde sagen, für ein bisschen, jetzt haben wir so viel über Brasilien gesprochen und Samba in der Ostkurve. Lass uns doch ein bisschen Samba im Hertha 030 Studio haben und dann geht's hier auch gleich schon los gegen den SC Freiburg. DJ Ferry, bitteschön. In 8 Minuten wird das Spiel 500 Meter entfernt von hier angepfiffen. Hertha BSC gegen den Sportclub Freiburg. DJ Ferry, dein Tipp? Mein Tipp, Schwolo, Spiel zu Null. Und wir gewinnen. 1-0. 1-0. Ich glaube, das wird ein ziemlich wilder Ritt heute. Aber ich halte es mit, alles glänzt, so schön neu. 2-1 gewinnen wir.
Dann sage ich, ich hätte eigentlich auch 1-0 gesagt, aber jetzt mit der Aufstellung sage ich 3-2. Also wir bleiben alle mit einem Tor Differenz, werden wir dieses Spiel gewinnen. Das wäre ja so schön. Ansonsten, Herr Tanerin, Herr Taner, jetzt geht's gleich los. Jetzt kommt gleich die Aufstellung, jetzt kommt gleich die Hymne. Jetzt richtig heiß sein, denn es geht nur gemeinsam härter. Und das müssen wir heute wieder gegen den Sportclub Freiburg zeigen. Jetzt kommt Thomas Reckermann mit 90 Minuten Live-Reportage zusammen mit Manne Sangel. Viel Spaß! Fußballteam Nummer 1. Macht euch bereit für den nächsten Ritt im Abstiegskampf. Macht euch bereit für Hertha BSC. Hier kommt unser Team. Hier ist die Aufstellung, präsentiert von Homeday. Im Tor die Nummer 1, Alexander Schwolo. Die 2, Peter Pekarik. Die 6, Wladimir Darida. Die 8, Matteo Guendouzi. Die 9, Krzysztof Piątek. Die 14, Omar Alderete. Unsere Nummer 16, endlich wieder auf dem Platz, Javairo Dilrosun. Die 18, Santiago Ascasiba. Die 20, der Kapitän Dedrick Boyata. Die 24, Nemanja Radonjic. Und die 25, Jordan Torunariga. Für Hertha BSC zunächst auf der Bank. Fürs Tor die 12, Nils Körber. Die 5, Niklas Stark. Die 10, Mateusz Kunja. Die 15, John Cordoba. Die 17, Maximilian Mittelstädt. Die 28, Sammy Khedira. Die 29, Luka Toussaint. Die 31, Marton Dardai. Und die 42, Deweiso Sefuik. Trainiert wird die Mannschaft, unser Team, von unserem Trainer, dem Coach Paul Dardai. So, jetzt sind wir dran. Also, Manne hat gerade noch voll und lauthals mitgesungen. Gott sei Dank ist das vorbei. Also, herzlich willkommen. Wir haben einen ungewöhnlichen Tag, Donnerstag, eine ungewöhnliche Uhrzeit, 18.30 Uhr. Aber trotzdem, heute ist Bundesliga, gerade ist Platzwahl in Blau und Weiß. Dedrick Boyata, unser Mannschaftskapitän, steht da zusammen mit Christian Günther. Die Hertha wird von rechts nach links spielen, also Alex Schwolo zum ersten Mal hinter sich die Ostkurve, die Mannschaft im Kreis zusammen. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie rauskamen. Die Freiburger waren schon länger da, heute ganz in Schwarz, und haben sich ein, zwei Bälle hin und her gespielt. Und erst dann kam die Mannschaft auf das Feld, ja, die so in der Form, wette ich, keiner erwartet hat. Ich bin auch mal gespannt, ob sie mit einer Dreier- oder Viererkette spielen. Ich glaube eigentlich eher an eine Dreierkette, aber das werden wir gleich sehen. Und, es sieht auch so aus, ne? Ja, so wie sie sich anordnen, aber wir beobachten das mal. Also
Ihr habt es in der Vorberichterstattung mit Sicherheit gehört. 9 Wechsel hat Pal Dardai vorgenommen. Nur Alex Schwolo und Matteo Guendouzi sind die beiden, die in der Partie sind und bleiben. Und alle anderen sind neu dabei. Und jetzt ist das Spiel losgegangen. Manne, deine Erwartungen an die heutige Partie? Also wie immer, wenn es um unseren Verein geht, bin ich zu Spielbeginn und auch davor sehr optimistisch. Es wird ein für das Auge sehr schwieriges Spiel. Wir werden vermutlich nicht allzu viel Tore sehen. Und wenn dann ein Tor auf unserer Seite und wenn es dann am Ende auch noch ein Tor der Freiburger geben sollte, kann ich zur Not auch mit leben. Und ich habe mir für dieses Spiel ein 1:1 ausgedacht. So okay. Zurechtgemalt. Okay, ist in Ordnung. Und weil ich habe vorhin 2:1 gesagt, also insofern schauen wir mal. Liegen wir da ganz gut. Und der Rasen liegt auch gut und die Fahnen auf der Gegengrade liegen auch ganz gut, während jetzt Boyata gerade den Ball zurück zu Schwolo gegeben hat. Den sehr merkwürdigen Spieltag am Donnerstag hat Recki schon angesprochen. Seit Beginn der Fußball-Bundesliga haben wir von Hertha BSC in der ersten Fußball-Bundesliga insgesamt 8-mal an einem Donnerstag gespielt, inklusive diesem unsäglichen Relegationsspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Und das erste Mal tatsächlich im April 69 gegen Eintracht Braunschweig und gleich im selben Jahr 69 im Oktober haben wir einen legendären Sieg beim FC Bayern errungen mit 2:1. Legendär natürlich deswegen, weil wir kaum da gewonnen haben. Jetzt aber die Freiburger mit einem ersten Eckball. Denn Jordan konnte einen Ball ablocken und somit gibt es den ersten Eckball und mein Stift ist gerade weg. Noch weg ist er. Soller war es, der von der rechten Seite geflankt hat. Aber da war sehr gut der Rücken dazwischen. Und deswegen erster Eckschuss. Jetzt also aufpassen, Obacht vor diesen Standardsituationen. Wir haben genug große Sprungkraft dabei. Aber die Freiburger können auch Standards. Der Ball ist noch nicht freigegeben. Jetzt kommt er mit 2 Schritten Anlauf an den zweiten Pfosten mit beiden Fäusten. Schwolo da. Das hat er gut gemacht. Auf Javairo, der Außenstürmer steht und dann den Rückpass macht zu seinem Keeper und der hoch in Richtung Mittellinie spielt. Die Freiburger mit dem Ballbesitz, das hat Christoph Pionte gut gesehen, dass da Jonathan Schmid zurückspielen würde, aber der Ball war so scharf zurückgespielt zu seinem Keeper Florian Müller, dass der Pode da nicht mehr rangekommen ist. Der hat mit Sicherheit eine schlaflose Nacht gehabt nach dem Mainz-Spiel, denn die Chance, das ist so als Stürmer, die geht dir immer wieder durch den Kopf, dass du überlegst, den hätte ich doch eigentlich reinmachen müssen. Und was hat Paul so schön gesagt? Den nächsten, den macht er. Mir war wichtig, dass er da ist, dass es die Chance überhaupt gegeben hat. Von Radonjic zu Darida zu Piontek, den nächsten macht er. Drücken wir ihm die Daumen, dass das heute ist. Weil du gerade Radonjic gesagt hast, beim Aufwärmprogramm für den Torhüter hat Radonjic einen Ball in den Winkel reingezirkelt. Das würden wir gerne so um die 34., 35. Minute heute nochmal auf dem Spielfeld jetzt hier sehen. Beim Spiel unserer Hertha gegen den FC Freiburg. Ich wusste, dass ich heute mal an den FC plötzlich denke. Haben wir auch mal in grauer Vorzeit gespielt. Und da waren Zuschauer. Und verdammt, es sind immer noch keine da. Und es wäre so schön, wir wiederholen uns da nicht gerne, aber wir sprechen es halt an, dass das so unsagbar fehlt, die Unterstützung der Zuschauer und unserer Anhänger. Und jetzt, ich kann so einen Blödsinn daher erzählen, weil die Freiburger einen Positionswechsel, einen Flankenwechsel vorgenommen haben, der Ball dann aber ins Tor ausgekullert ist und somit hat Schwolo wieder die Gelegenheit, per Fuß dann aus dem 5-Meter-Raum abzuschlagen und dann nutze ich gleich mal die Gelegenheit, wollen wir mal Zecke Neundorf gratulieren zum Erwerb der Fußballlehrerlizenz. Sie hat dann nämlich heute die Urkunde bekommen
Also auch da wächst ein Trainertalent heran und unser aktueller Trainer hat wirklich für eine Überraschung gesorgt mit dieser Rotationsmaschine heute. Ja, du musst aber sehen, dass 7 Freiburger in unserer Hälfte stehen. Der Ball ist an unserem Strafraum, der Rückpass jetzt von Alderete auf Schwolo. Das ist gar nicht so einfach, sich da durchzuspielen. Jetzt aber ein schneller Pass auf Askasibar und Boyata, dann rechts raus zu Pekarik. Der muss aufpassen, übrigens heute vor Gelb, genauso wie Piontek. Das sind die beiden, die nämlich 4 Gelbe haben und beim 5. Mal draußen säßen. Guendouzi auf Radonjic. Ja, und der hat den Ball nicht richtig stoppen können. Direkt 1 Meter von seinem Trainer entfernt. Da rutscht er ihm weg, geht ins Aus und deswegen gibt es Einwurf für die Freiburger von der rechten Seite. Der Franzose Jonathan Schmid macht das und dann eine gute Bewegung von Jordan Turunariga. Der klärt zum Einwurf. Überraschende Aufstellung, aber es hat Pardadei vor der Partie auch noch mal zu den Kollegen von der Zone gesagt, ja, es nutzt mir ja nichts, wenn nach diesem schweren Spiel in Mainz die Mannschaft plötzlich nicht fit ist, sich jemand verletzt und deswegen heute hat jeder ein Spiel und dann ab Sonntag sind wir 10 Tage im Training, dann hat jeder auch ein Spiel gemacht, dann sind alle fit und dann kann ich aus dem Vollen schöpfen, aber heute war es wichtig, dass ich ganz viele, ganz frische Spieler dabei habe. Und genau deshalb hat das so aufgestellt. Omar Alderete, kurz gespielt auf Guendouzi. Der hat nicht aufgepasst, dass hinter ihm einer kommt. Dafür passt aber Jordan Turunariga auf. Muss aber ein Foul spielen, und zwar gegen Roland Scholloy. Und deswegen gibt es Freistoß so 30, 35 Meter vom Tor entfernt, von der rechten Seite. Eine Standardsituation, auf die man natürlich aufpassen muss, weil Christian Günther das sehr gut kann, weil Jonathan Schmid das sehr gut kann. Beide stehen jetzt auch am Ball und der Schiedsrichter, das ist heute übrigens Benjamin Kortus, sieht eine 2-Mann-Mauer, die da steht, Radonjic und Guendouzi. Jetzt ist der Ball freigegeben und noch macht aber Günther keine Anstalten. Jetzt kommt der Ball, kurz gespielt. Das war nicht gut gemacht, da haben sie nicht gut aufgepasst. Und dann rutscht aber einer in den Schwolo rein. Das war Lukas Höhler. Und der trifft seinen ehemaligen Mannschaftskollegen. Und der bleibt erstmal am Boden liegen. Das haben sie gut gemacht, diesen Freistoß. Und dann rutscht Höhler da in den Keeper rein. Ich hoffe mal, dass Schwolo sich dabei nichts getan hat. Aber immer noch Platz auf dem Bauch. Jetzt kommt er langsam rappelt hoch. Sich auf. Rappelt sich hoch. Hat scheinbar auch angezeigt, dass keiner kommen muss. Es wird Abstoß geben. Aber das war gefährlich gemacht, weil sehr scharf verzögert, dann scharf vor das Tor gespielt. Und im richtigen Moment ist Höhler losgelaufen. Stand auch blank, aber hat dann am Ball am Tor vorbeigeschossen. Schwolo hat da wunderbar den Winkel verkürzt. Ist auch extrem lange stehen geblieben. Hat damit dem Freiburger das Schussfeld deutlich verkleinert und demzufolge ging dann tatsächlich der Ball am Tor vorbei. Kritische Situation in der 8. Spielminute, die aber Schwolo zum Glück auch gesund überstanden hat. Es war ein Reinrutschen, kein Foulspiel. Das passiert tatsächlich schon mal und der steht ja auch wieder. Und jetzt haben wir einen Einwurf in Höhe unserer Trainerbank. Das übernimmt Jordan Turunariga und der sucht jetzt, wo kann er den Ball hinwerfen und sieht Piontek, der wird vom Rücken aus geschoben, fällt hin, Freistoß durch den Schiri, der übrigens im Oktober 2018 beim 1:1 gegen den SC Freiburg hier bei uns im Olympiastadion gepfiffen hat. Also gutes Omen. Mit dem Ergebnis könnten wir leben, natürlich, gar keine Frage. Ich bin der Überzeugung, dass das Spiel Sonntag 3 Punkte noch etwas wichtiger ist. Aber lass es uns spielen. Wir haben nur bis dann nach vorne noch nichts gesehen. Jetzt gibt es Einwurf für die Freiburger. Das hätte ich anders gesehen eigentlich. Aber müssen wir uns nicht lange darüber diskutieren. Also nach vorne haben wir bisher von unserer Elf noch nichts gesehen, die sich auf dem Feld natürlich auch noch mal ein bisschen finden muss wahrscheinlich. Denn so zusammen haben sie in der Startelf auch noch nicht gestanden. Und bei allem Training, das ist natürlich unter Wettkampfbedingungen noch mal ein bisschen anders. Jonathan Schmid wieder mit dem Einwurf. Den findet er, aber die Hertha ist dazwischen. Foulspiel, aber Vorteil laufen lassen. Guendouzi und jetzt dazwischen Dilrosun hat er sehr, sehr gut zurückgeholt. Ja. Da ist Javairo Dilrosun auf der rechten Seite. Und
zweimal. Und Mendoussi steht auch wieder. Zweimal hat er aber gegen sich, deswegen ist das gar nicht so einfach. Jetzt zieht er ab. Dribbelt vorbei. Ah. Dann kommt er fast vorbei und dann wird er... Man könnte sagen, er hat noch einen mitbekommen, ne? Das ist das Berliner Olympiastadion. 10 Minuten sind rum und es steht 0:0 bislang zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg. Und die größte Überraschung, die gab es vor dem Spiel. Denn Pal Dardai hat tatsächlich 9 neue Leute gebracht. Nur Schwolo und Guendouzi haben am Montag gegen Mainz gespielt. Alle anderen, Pekarik, Darida und Alderete und Boyata, Radonjic, Torunariga, alle neu. Und das ist natürlich eine irre Rotation. Die sollen gesund bleiben alle, denn in den nächsten 3 Tagen steht das nächste Spiel schon wieder an. Und jetzt aufgepasst, die Freiburger über die rechte Seite. Flankenversuch, aber sehr gut reingerutscht von Santiago Ascacibar. Es wird den 2. Eckstoß für die Freiburger geben. Die haben die letzten 3 Auswärtsspiele verloren und kommen also nicht mit großer, breiter Brust ins Berliner Olympiastadion, wollen aber trotzdem was mitnehmen, denn auf Platz 7 könnte man noch in die Europa League reinrutschen. Und das ist so weit nicht entfernt. Deswegen haben die durchaus hier Ziele. Die Hertha, wie gesagt, noch vorne, noch gar nichts gezeigt. Aber das kann ja alles noch kommen. Das war in Mainz ja ganz ähnlich. Und deswegen den Eckstoß nehmen wir noch. Kommt von der rechten Seite, Kopfballverlängerung am Tor vorbei. Es gibt Abstoß. Es steht zwischen Hertha und Freiburg 0:0. Und jetzt wird es auch Abstoß geben wieder von Alex Schwolo. Auf der rechten Seite. Ich würde sogar sagen, das links, Jordan Torunariga. Ja. Jetzt in der Mitte. Ich meinte mein rechts. So. Nein, okay. Ich habe nicht hingeguckt, habe was anderes gemacht und habe auf die rechte Seite geguckt, weil ich da deinen Lautsprecher an der Stelle mal etwas lauter machen musste. Und deswegen habe ich auch rechts gesagt. Also. Aber das zeigt ja auch, dass im Prinzip auf dem Spielfeld nicht allzu viel passiert, dass man sich hier mit anderen Dingen beschäftigen kann. Ja, ja. Tatsächlich wieder ein mittlerweile ja Angriffsversuch, relativ schnell wieder verpufft. Beste Aktion war eigentlich die von Javairo Dilrosun auf der rechten Seite, wo ich das schon das Gefühl hatte aus der Entfernung, dass er vielleicht noch ein bisschen was mitbekommen hat. Aber der Linienrichter auf der Seite, der hat das nicht bemängelt und es gab ja da den Abstoß. Jetzt ein bisschen Vorchecking von unseren Jungs, die aufrücken und Piontek läuft den Torhüter der Freiburger an. Jetzt sind wir mal wirklich nur noch mit 3 Mann in der eigenen Hälfte und müssen mit Boyata klärt per Kopf. Und somit ist der Gegenangriff der Freiburger mal verpufft. Und Kapitän Boyata, der schon so 2 Klöpse hatte in Mainz, die zum Glück gut gegangen sind. Und grundsätzlich halte ich den für einen eminent wichtigen Spieler bei uns in der Abwehr. Die Hertha kommt. Sie steht übrigens tatsächlich, wenn man das beobachtet, mit einer Viererkette. Also Pal Dardai hat mit den neuen Spielern auch das System geändert. Jetzt tolle Ballbewegung. Dann auf Jordan Torunariga, 20 Meter vor dem Tor. Schon. Jordan, der zieht Schieß, ab und dann mit der Hand geklärt. Komm. Und dann ist Piontek da. Tor! Piontek, Tor! Da ist das Tor! Da ist das 1:0 für die Hertha. 13. Spielminute. Das ist Piontek und der macht heute das Tor. Die Energie, die Jordan Torunariga da mitgenommen hat, um hier diesen Schuss zu wagen, der hat überhaupt zum Tor geführt. Hat den Ball angenommen, ist noch ein paar Meter gegangen. Und dann hat er abgezogen und Florian Müller hat sich lang gemacht in der linken Ecke, hat den Ball so gerade eben noch abwehren können, aber direkt auf den Fuß von Christoph Piontek. Die Position war nicht ideal, also ist er noch mal 2 Meter gegangen und dann hat er von rechts in die linke äußere Ecke gezielt und macht das 1:0. Erster Angriff nach vorne, zum ersten Mal wird es überhaupt gefährlich und schwupp steht es 1:0. Also Jordan Torunariga, der das super einleitet mit einem tollen Schuss aus 20 Metern. Den kann Müller nur abwehren und wir sehen es gerade noch mal. Und dann ist Piontek eiskalt, wie er den nimmt, wie er sofort mit einer Berührung dann abzieht. Und dann steht es 1:0 von dieser
Viele werden sagen B11, die da auf dem Platz steht, weil am Montag die A11 gespielt hat. Naja, aber die B11, wenn wir in dem Wort bleiben, die führt mit 1-0. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass bei dem Schuss von Piontek auch der, wie heißt er doch gleich, der Christian Günther ganz nah an ihm dran war und ihm auch das schwer gemacht hat. Und aus dem Winkel zu treffen, das war richtig, richtig toll. Und mein Gott, wir führen 1-0. Ein schönes Gefühl, so kann es weitergehen. Und wir müssen natürlich aufpassen, jetzt die Freiburger im Begriff, es gibt einen Freistoß für unsere Hertha. Das hat der Schiri gut gesehen, denn es war ein Zweikampf, ein unfairer Zweikampf. Und ja, Rasenheizung funktioniert. Guck mal da, die Blitztabelle. Hertha auf Platz 14. Ich mag die nicht. Doch, ich mag die gerade. Also das wäre tatsächlich so. Mit einem Sieg wäre man denn dann tatsächlich von diesem blöden vorletzten Platz weg. Allerdings, es ist noch ganz viel Zeit zu spielen. Nämlich 75 Minuten plus die Nachspielzeiten, die es jeweils gibt. Also hier schon irgendwie zu sagen, wow, wir haben 3 Punkte, ist viel zu früh. Fall. Aber es sieht schon mal und gut es aus. Macht richtig Spaß. Pass auf Piontek an der Mittellinie. Den hat er sich sehr leicht wegschubsen lassen von Günther. Dann rechts raus. Soloi will flanken, macht das auch. Trifft aber nur das Außennetz. Das war nämlich ein Schussversuch, der als Flanke sich getarnt hatte. Aber der Ball landet nur am Außennetz. Schwolo muss da nicht ran. Also, sie spielen mit einer Viererkette. Jordan Tugunariga als Linksverteidiger. Pekarik als deutlicher Rechtsverteidiger und in der Innenverteidigung mit Boyata und Alderete, weil wir am Anfang so ein bisschen überlegt haben, ob es vielleicht eine Dreierkette ist. Er hat also tatsächlich das System auch umgestellt. Jetzt der lange Abschlag von Schwolo auf Piontek, der bekommt den Kopfball nicht, dafür aber Jordan. Schöner Ball von Jordan. Kluger Pass auf Darida. Der spielt rechts raus auf Pekarik. Pekarik schnell auf Dilrusun. Der ist an der Strafraumgrenze. Jetzt zählt er noch ein bisschen Luft und zieht noch einen kleinen Kreis. Er den Ball noch und jetzt spielt er zurück an die Mittellinie zu Omar Alderete, weil er keinen Passweg gefunden hat. Boyata auf Darida. Vladimir Darida, der an dessen Tor 1-0 gegen Freiburg ich mich immer gerne erinnere, als er mal eine Fackel rausgeholt hat. Das war echt ein geiles Ding. Ah, schade. Alderete, der spielt schön, aber zwischen Guendouzi und Tuchunariga und keiner von beiden ist gelaufen. Da war es dann für Müller nicht mehr Ich glaube, das war auch ein Ball für Guendouzi gedacht, weil auch Guendouzi gleich darauf reagiert hat. Und da hat er vielleicht einen Ticken zu spät geschaltet. Und ich muss noch mal auf diese Rotation zurückkommen. Da hat der Pahl aber dem Freiburger Trainer einen ganz schönen Streich gespielt. Ja. Ne? Also natürlich, weil du natürlich, wenn du die Aufstellung siehst, gar nicht weißt, womit du rechnen kannst, was da heute kommt und was da passiert. Ja, der Ball war aus. Ja? Da hat nämlich Jonathan Schmid den Ball ein bisschen zu weit laufen lassen. Und deswegen an der Mittellinie Einwurf für die Hertha. Jordan liegt am Boden, aber der holt den Ball und holt sogar einen Einwurf raus. Also ist fast ein guter Sitzfußballer. Hat gefightet und hat sich den Ball geholt. Es fehlt immer mal wieder die Abstimmung. Das merkst du bei manchen Pässen. Der Einwurf war sehr riskant, aber hat alles funktioniert. Auf Alderete, Alderete auf Darida, der schnibbelt ihn an die Seitenlinie zu Radonjic. Der hat den Ball auch am Schön Fuß schnell auf Piontek. Dann Askasibar. Und jetzt haben sie Platz gewonnen. Komm, rechts raus zu Guendouzi. Dann ganz rechts außen zu Pekarik. In der Mitte warten schon 4 Mann. Pekarik kurz auf Darida, Doppelpass. Nochmal Pekarik, der ist an der Strafraumgrenze. Der passt nach außen, noch den Dilrusun. Oh, jetzt hat er abgepfiffen, schade. Jetzt hat er abgepfiffen, weil er, meine ich, ein Foulspiel gesehen hat von Pekarik. Denn das war schön freigespielt. Rechts außen war dann gerade Javairo Dilrusun frei, der über die rechte Seite kommt. Nemanja Radonjic über links. Das haben sie gut gemacht. Und auch hier wieder, sie fighten gemeinsam und stehen sehr dicht gemeinsam zusammen. Also die Verteidigung und die Stürmer vorne. Da ist nicht viel Platz zwischen für die Freiburger. Jetzt Alderete, gut den Ball geklärt. Ja.
Gut. Der verliert den Ball, holt ihn aber gleich wieder zurück. Und das war enorm wichtig, weil er sonst eine große Lücke da gewesen wäre. Guendouzi muss, hat den Ball wieder zu Boyata. Der ist jetzt durch den Strafraum zu Alderete. Wir versuchen also von hinten aufzubauen über Jordan. Ein Kopfball, den hätte er sich mal lieber klemmen sollen. Jetzt die Freiburger. Freistoß. Ja, Foul. Und jetzt kriegt Alderete eine gelbe Karte. Ja. Für dieses Foulspiel. Auf der rechten Außenseite gegen Roland Scholloy. Also für Gelb weiß ich nicht. Das wirkte mir ein bisschen viel in diesem Moment. Aber ist egal, weil es ist so gepfiffen. Ja, von hinten in die Hacken. Aber nichts Grobes, nichts Schlimmes. Der Freiburger steht ja auch schon längst wieder. Und das ist so ziemlich das wirklich erste nennenswerte Foul, dafür gleich Gelb zu geben. Okay. Aber wieder aufpassen, denn es ist Standardsituation. Das haben die vorhin gut gemacht, die Freiburger. Da haben wir Glück gehabt. Diesmal wird Jonathan Schmid mit rechts den Ball nach vorne geben. 2-3 Freiburger im Abseits. Aber jetzt kommt die Hertha dazu. Dann kommt der Ball, Kopfball Alderete. Der hat das gut geklärt. Nochmal nach vorne in den Strafraum rein. Aber da kommt keiner ran, was Christian Günther da gespielt hat. Es wird Abstoß geben vom Kasten von Alex Schwolo. Auch das ist wichtig, dass du in der 13. das Tor machst und jetzt dieses 1-0 erstmal für dich hältst und nicht wie in Mainz, wo wir das so schnell wieder hergegeben haben. Piontek. Normaler Zweikampf. Einwurf in Höhe der Mittellinie. Christian Streich ist behilflich und schiebt den Ball Jordan Torunariga zu, damit der jetzt den Einwurf ausführen kann. Und wer jetzt ein bisschen später eingeschaltet hat, weil er vielleicht tatsächlich von Arbeit gekommen ist und sagt, Mensch, Hertha spielt ja, wir führen 1-0 und sind im Angriff und den Ball behauptet jetzt links. Jetzt links in den Strafraum rein, tritt drauf, der ist super. Noch heiß, dann kommt der Ball. Da! Kopfball Tor! Das ist das 2-0! Das ist war das super gemacht von dem Mann, Jara. Wie er den Ball auf der rechten Seite bis zur Auslinie quasi treibt, dann drauf tritt, der Freiburger Verteidiger, der mitgelaufen war, der rutscht am Ball vorbei dadurch und dann hat er die Zeit drauf zu treten, dann hat er die Zeit zu gucken, ihn zu chippen und dann kommt ein Kopfball und der ist drin und das ist Peter, ich glaub's ja gar nicht, Pekarik, der macht sein Tor und es ist sein zweites Saisontor. Absolut irre. Also die Hertha führt mit 2-0 in der 22. Spielminute. Und das ist ganz im Ernst, Leute, zu Hause auf dem Sofa oder wo immer ihr sitzt. Große Klasse nochmal. Das hätte keiner geglaubt, oder? Ja. Also die Vorbereitung von Radonjic, die war ganz, ganz, ganz stark. Und das Vollenden, der Kopfball des dann einlaufenden Peter Pekarik am 5-Meter-Raum in die lange, in die von ihm aus gesehen rechte Ecke. Boah, wie geil ist das denn? Die Hertha führt 2-0. Das war eigentlich eine klassische Situation, dass der Freiburger unseren faulen muss und es einen Elfmeter gibt. Dazu ist er gar nicht gekommen. Eckball, der dritte für die Freiburger von der rechten Seite wird jetzt in diesem Augenblick etwas später jetzt ausgeführt. Jetzt kommt er. Läuft kurz an, dann kommt der Ball am 5-Meter-Raum. Boyata mit dem Kopfball. Klärt. Gut gemacht. Santa Maria mit dem Kopfball. Nochmal rechts jetzt raus. Nochmal. Mit Günther der nächste Pass. Aber Jordan Torunariga ist dran. Und Matteo Guendouzi kann den Ball sogar klären. Und dann will ihn eigentlich Jordan klären. Aber von hinten wird er nochmal geblockt. Dann ist der Ball im Strafraum. Schön, und Jordan. Nochmal geht Jordan dazwischen. Das ist Kampf, das ist Leidenschaft, das ist gut. Und es ist Abseits. Und deswegen gibt es noch nicht mal diese Ecke. Also, okay, dann und muss ich. Es gibt einen Freistoß für die Hertha. Also 2-0 für die Hertha mit dieser Rotationsmaschine, die Pal Dardai angeworfen hat. Der Trainer kann sich jetzt auch hinstellen und sagen, Leute, was wollt ihr? Ich habe alles, und zwar wirklich alles richtig gemacht.
halt, wir sind in der 24. Spielminute. Es ist noch ganz viel zu spielen, aber es macht mir gerade wirklich Spaß. Jetzt aufgepasst, Darida verliert den Ball in der Freiburger Hälfte, aber die können nicht schnell umschalten. Und wir setzen wieder nach. Weil nämlich alle nachsetzen. Und zwar Piontek, Dilrosun und Radonjic, der jetzt gerade anläuft, genauso wie Tuchunariga, der sehr offensiv seine Verteidigerposition da annimmt. Und Alderete mit dem Kopfball an der Seitenlinie, das war auch stark gemacht. Abseits, aber weggerutscht. Stolpert. Und deswegen hat, das war Demirovic, da muss Alderete gar nicht ran. Pekarik ist dann dazwischen und hat es geklärt. Alderete, der Pass war nicht gut. Den kann Schmid sehr einfach aufnehmen. Aber der Rückpass läuft über Philipp Lienhardt, über Gulde, der da steht. Nein, Schlotterbeck ist das, der innen steht. Und dann ist er aber links außen. Und sie versuchen, über Demirovic an den Strafraum ranzukommen. 20 Meter Torentfernung, Demirovic. Oh, und das ist eine tolle Parade von Alexander Schwolo. Da muss er richtig ran, gerade bei diesem geschlänzten Ball. Das ist ein dankbarer für einen Torwart. Aber das musste auch dann genau, erst musst mal du erstmal haben. Und jetzt ist das Spiel unterbrochen, weil nämlich Matteo Guendouzi direkt an der Strafraumkante sitzen bleibt und sich versuchsweise den rechten Fuß hält. Ich glaube, am Ende des Schusses hat er was abbekommen und deswegen ist Doc Schleicher gerade mit seinem Assistenten auf dem Rasen, um ihn da zu untersuchen. Und, satter Rechtsschuss. Und es gab schon Bälle, die auf unser Tor gekommen sind, die so extrem geflattert haben, dass das für einen Torwart eher unglückliche Bälle waren. Diesmal konnte Alex den Ball mit beiden Fäusten ins Nirvana sozusagen boxen. Wie Recki schon gesagt hat, ein dankbarer Ball für einen Torhüter. Aber auch das hilft ihm natürlich, aber auch der Mannschaft, dass so ein Ball einfach auch mal im Spiel bleibt und nicht ins Tor geht. Und ich denke mal, die Freiburger haben immer noch so ein bisschen mit sich selbst zu tun und sind auch überrascht, so wie wir von der Aufstellung unseres Teams. Und Ball ist im Spiel auf der rechten Seite, auf der linken Abwehrseite von uns. Jetzt ein Ball tief in den Strafraum rein, wollte ich eigentlich sagen, aber der ist dann doch seitlich am Tor vorbeigegangen und somit hat Alex Schwolo wieder die Gelegenheit. Mal, ob Matteo wieder kommen darf. Er darf wieder kommen, ob er auch weitermacht. Ja, es sieht gut aus. Ja, denn Toussaint und Khedira hatten sich gerade warm gemacht, aber setzen sich jetzt auch gleich wieder hin. Es scheint, als könne der junge Franzose vom FC Arsenal ja ausgeliehen, dass er weitermachen kann. Abschlag von Schwolo. 27. Spielminute, toll, auf Radonjic. Radonjic, 25 Meter von dem Tor. Radonjic, der schießt, ja, der kann das. Ja. Der hat einen riesen Wumms, der hat vorhin, wir haben es erzählt, beim Aufwärmen hat er ein tolles Tor gemacht aus der Entfernung. Und da hat er richtig mal einen ausgepackt. Ja, wenn du 2-0 führst, dann hast du auch vielleicht mal so den Eindruck, warum Boyata eigentlich nicht? Boyata, ganz toll, gerade einen Ball geklärt. Er kriegt gerade wieder richtig Sicherheit, das merkt man. Und dann ist er natürlich eigentlich für die Mannschaft unverzichtbar. Und an der Mittellinie Tuchunariga, Radonjic, Piontek, alle drei fighten und holen den Einwurf raus. Und das ist dann das gemeinsame Hertha, das da richtig groß für uns lesbar auf der anderen Seite, auf der Gegentribüne mit einer Fahne gezeigt wird. Richtig gut. Piontek, tolle Ballsicherung, toll auf rechts rausgespielt. Dann Boyata auf Dilrosun. Javairo läuft in Richtung Strafraum. Javairo ist vorbei. Jetzt muss die Flanke kommen. Die kommt auch, aber die ist zu lang. Aber außen kommt Jordan schon wieder. Ja, Jordan ist heute überall zu finden. Links außen, 5 Meter von der Grundlinie entfernt. Zwei Mann bei ihm. Schöner Doppelpass eigentlich mit Radonjic. Aber der war zu scharf für Jordan. Beide klatschen sich ab, weil die Idee war toll. Aber es hat am Ende dann doch einen Meter gefehlt. Also bisher macht diese Hertha echt viel Spaß. Und sie ist unvorstellbar effizient. Zweimal aufs Tor geschossen
und zweimal getroffen. Piontek in der 13. und Pekarik in der 22. Und ich weiß noch genau, was wir vorher gesagt haben, nach vorne passiert bei uns gar nichts. Ist ja auch nicht. Ja? Und dann hauen wir einfach mal so ein Ding da raus. Kann man ja mal machen. Also innerhalb von gut 10 Minuten 2 Tore für unsere Hertha im leeren Olympiastadion vor, keine Ahnung, 128,5 Zuschauern oder so oder Besuchern und Verantwortlichen. Und wir haben hier kurz im Bild gesehen unseren Geschäftsführer Finanzen, Ingo Schiller, mit einer Hertha-Fahne wedeln. Ja, sehr schön. Schade. Das Schlotterbeck hatte einen Fehler gemacht, wollte den Ball so lässig vorbeigeben an Darida. Der hatte das geahnt und hat geklärt. Oh, jetzt aber aufgepasst. Aber wieder ist Jordan zurück und hat gut den Ball zurück zu Schwolo gespielt. Das macht er ganz souverän. Die Hertha spielt hier einen richtig guten Ball, auch wenn Radonjic gerade diesen zuletzt ins Aus spielt. Es gibt Einwurf in der Mitte unserer Hälfte. Da hat Scholloy mir ein bisschen zu viel Platz. Radonjic ist hinter ihm. Dann rechts rausgelegt zu Schmid. Flanke, aber in den Kopf von Jordan. Und deswegen wird es Einwurf geben. Es brummt, weil offenbar ein Hubschrauber quasi direkt über dem Berliner Olympiastadion ist. Ich hoffe, er versucht nicht zu landen. Jetzt wird es Einwurf geben. Schmid hat den Ball. Dann in den Strafraum rein. Askasibar mit einem langen Bein klärt. Und jetzt gibt es die 4. Ecke für den SC. Und die Badener mit 4 Ecken. Wir haben noch kein einzige, aber wir haben 2 Tore gemacht. Du, von mir aus können die noch 8 Ecken haben, dann gewinnen wir 4-0. Soll mir auch recht sein, aber so großkotzig wollen wir hier gar nicht sein. Wir sind sehr froh über das, was wir hier gerade sehen. Nehmen das erstmal gerne mit. Es ist eine Momentaufnahme in diesem Spiel. Und der Eckball, der wird jetzt. Sie lassen sich immer wieder unfassbar viel Zeit damit. Ja. Jetzt ist er erst gespielt, dann kommt die Flanke. Kommt der Ball. Und dann mit 2 Mann, aber Alderete geht höher. Und Bujata hinter ihm hätte auch noch geklärt, Jordan auch. Und dann Direktabnahme aus über 20 Metern, aber weit übers Tor. Und Schwolo muss nicht eingreifen. Die Hertha aber, 2 Mann laufen sich warm. Semi Khedira da außen läuft sich alleine weiter. Warm, weil sie vielleicht nicht ganz sicher sind, ob das bei Matteo alles gut hält und sie ihn vielleicht doch rausnehmen müssen. Jetzt Alderete ist dazwischen. Aber genau. Der Schiedsrichter sagt, das war kein Foulspiel, das sehe ich genauso. Jetzt hat er gepfiffen, weil ein Freiburger, und das ist in diesem Falle Ermedin Demirovic, am Boden bleibt. Aber jetzt steht da auch schon wieder der Bosnier. Und es wird für die Hertha einen Freistoß geben nach einem Foulspiel. Und zwar in der eigenen Hälfte, so 25 Meter vor dem Tor auf der linken Außenbahn. Alderete spielt zurück zum Strafraum und da steht ganz in Gelb der Ex-Freiburger Alexander Schwolo. Guter Ball auf Darida, der nimmt den schön mit der Brust. Ja. Auf Dilrosun, der muss abspielen, macht er auch auf Pekarik. Pekarik, sondern sein 3. Tor in dieser Saison, 2 davon in der Liga. Unglaublich, was der für einen Lauf hat. Und vorher hat er gar nicht getroffen. Jordan, schade. Wollte ablegen steil spielen. So ein Nemanja, leider misslungen. Hat leider nicht funktioniert. Nochmal die Freiburger jetzt über Schlotterbeck, langer Ball. Der ist aber so lange in der Luft, dass Omar Alderete rankommt. Jonathan Schmid auf Scholloy und da müssen sie aber zurückspielen, weil die Hertha die Räume sehr, sehr gut zugelaufen hat. Und diese Viererkette zusammen mit Guendouzi und mit Askasibar sehr, sehr gut verschiebt. Und auch die Außen, also Dilrosun und Radonjic, passen gut auf, denn Darida spielt sehr offensiv zusammen mit Piontek. Schön. Sehr schön auf der Außenbahn. Darida auf Piontek und ein Foulspiel. Da lässt nämlich der Außenverteidiger, der Freiburger, ihn einfach mal über den Fuß springen. Und deswegen gibt es Freistoß für unser Team. Aber zurückgespielt von Guendouzi auf Boyata und Alderete. Links geht's raus zu Jordan und der spielt nochmal zurück zu Omar Alderete. Der tritt auf den Ball und macht das richtig gut. Aber wenn es schief geht, bist du so ein bisschen der Trottel. Aber das war der Joe Simonic-Step. Ne? Ja. Der hat ja auch auf dem Bierdeckel 3 Mann ausgespielt. So ungefähr. Wieder Schwolo, ja, wieder auf die Brust von Darida. Und der nimmt den runter und das macht er klasse. Und das ist Askasiba. Der ist an der Straße
an der Mittellinie. Schön dann auf, da ist es, Piontek. Ja? Der Hauptmann auf 25 Metern Volley drauf, hat sich den Ball selber vorgelegt. Ja, so einen hat er beim Warmmachen auch versucht. Und das sah auch gut aus. Und diesmal erneuter Versuch. Also außen immer noch die Trainingsbemühungen. Übrigens heute als einziger nicht im Kader, der in Mainz dabei war, ist Lukas Klünter. Warum? Keine Ahnung. Vielleicht zwickt was. Vielleicht aber auch sagt sich Pardadei, der soll sich mal ganz gut und richtig erholen. Und das können wir auch so auffangen. Die Freiburger mit gefühlt ein bisschen mehr Ballbesitz, aber ja, ohne wirklich dabei was zustande zu bringen. Jetzt wieder rücken unsere Jungs vorsichtig raus, machen doch jetzt den Halt an der Mittellinie, lassen also die Freiburger spielen, mehr Ballbesitz. Uns kann es recht sein, ein taktisch probates Mittel, dem Gegner das Spielfeld zu überlassen, wenn man dann so wahnsinnig effektiv ist wie heute, dann geht das ja gut. Jetzt aber auf der linken Seite eine Flanke in unseren Strafraum, geht aber zum Glück an allen Freiburgern vorbei, wieder ein Foul. Und jetzt muss es gelb geben. Ja, war nämlich das zweite Foul von ihm. Ja. Jawohl, und das gibt gelb für Nicolas Höfler. Der hatte eben schon gefoult und jetzt das Foulspiel gegen Wladimir Darida, der nämlich in einer guten Position war und davonziehen wollte. Der hätte auch so ein bisschen das Feld vor sich gehabt, ja, ja, hätte Meter machen können, die macht er sowieso. Aber ja, taktisches Foul wird mit Gelb bestraft, so ist es nun mal. Und da hat der Schiedsrichter völlig zu Recht den Karton gezogen und Alderete geht jetzt wieder nach rückwärts, wobei jetzt Guendouzi den Ball hat. Der geht aber dann direkt auf Alex Schwolo, der dann zu Boyata. Und jetzt schieben wir uns die Kugel so ein bisschen hinten hin und her. Und Alderete hat gerade schon wieder angesetzt, einen Freiburger ausspielen zu wollen. Hat er zum Glück sein lassen. Ja, jetzt weiß Alex Schwolo gerade nicht so richtig, wohin damit. Jetzt wieder langer Ball und den holt Piontek gut, aber der ist aus dem Abseits gekommen. Und deswegen gibt es Freistoß für die Freiburger. Und weil der Ball nicht gelegen hat, dauert es noch einen kleinen Augenblick. Und deswegen geht es jetzt erst weiter. Benjamin Kortos macht eine gute Partie bisher, überhaupt keine Probleme. Rückpass. 37 Minuten sind gespielt im Berliner Olympiastadion und die beste Nachricht, die Hertha führt 2:0 gegen den SC Freiburg. Mit einer rund erneuerten Mannschaft hat Pardadei es gemacht. 9 Spieler hat er ausgewechselt im Vergleich zum Mainz-Spiel und Piontek war es in der 13. Minute. Jordan Torunariga mit einem Schuss aus 20 Metern, den kann der Torhüter der Freiburger Florian Müller nur zur Seite ablenken und da außen steht Piontek, der Winkel war echt spitz, aber er macht ihn trotzdem zum 1:0 in die lange Ecke. 9 Minuten später ist es Radonjic, der auf der linken Seite angespielt wird, bis zur Grundlinie läuft und den Ball super bedient und in die Mitte spielt. Und da ist Pekarik da, der macht das 2:0. Jetzt Guendouzi, der Ball ist im Strafraum, aber Piontek kann ihn nicht unter Kontrolle bringen. Also Piontek, Pekarik, beide machen einen Treffer und die Hertha daher, obwohl die Freiburger mehr Ballbesitz haben, 4 Ecken haben, die Hertha hat kein einzige. Na, da muss trotzdem, das läuft das richtig gut. Jetzt läuft sich schon seit einiger Zeit Sami Khedira warm. Der muss jetzt kommen, eben war angeschlagen. Das war Matteo Guendouzi. Könnte sein, dass der raus muss. Die Hertha führt 2:0. Wenn jetzt Schluss wäre, wären sie Tabellen-14., wären nicht mehr auf dem Abstiegsplatz. Und das vor den wichtigen Spielen. Sonntag gegen Bielefeld, Mittwoch gegen Gelsenkirchen und nächsten Samstag gegen den 1. FC Köln. Und für einen schlechten, verzögerten Einwurf kriegt Matteo Guendouzi jetzt eine gelbe Karte und jetzt lässt er sich auswechseln. Also Hertha 2, Freiburg 0, 7 Minuten noch, so kann es weitergehen. Ja, ja, er bleibt am Boden sitzen. Ja. Die gelbe Karte hat er sich trotzdem noch abgeholt, gerade eben für diesen Einwurf. Da hat er einmal gezögert, zweimal, dreimal. Das war mir ein bisschen zu schnell von Benjamin Kortos, dass er da eine Karte gezogen hat. Also jetzt aber muss Sami Khedira reinkommen. Früher wahrscheinlich, als Pardada sich das gedacht hatte. Aber so extrem verzögert, finde ich, hat er den Einwurf jetzt noch nicht. Auch nicht. Aber gut.
vielleicht hat sich der Schiri auch bemüßigt gefühlt, weil es gab eine kribbelige Situation, wo ein Freiburger eigentlich einen Freistoß gefordert hat. Sei es drum, jetzt der Ball in den Strafraum, aber die Freiburger können sich jetzt befreien mit einem langen Ball, aber der wird wieder abgefangen von Alderete, der im Moment wirklich ähnlich wie Boyata und auch Jordan, wie der Fels in der Brandung stehen. Und das bringt mich aufs Wetter mal kurz zu sprechen zu kommen. Gegenüber gestern und vorgestern ist es heute jetzt hier im Olympiastadion trocken und offensichtlich auch nicht besonders windig, außer dass der Hertha-Wind die Freiburger bisher so ein bisschen aus dem Ruder gebracht hat. Aber das soll uns natürlich recht sein. Und währenddessen die Freiburger in der eigenen Hälfte den Ball gerade in Zeiten aus verloren haben, vertändelt haben, genau. Und Jordan steht praktisch fast im Blickwinkel von dem Freiburger Trainer Streich, wird jetzt den Einwurf ausführen auf Askasibar, genau. Der Hacke Radonjic, Askasibar, jetzt war er im Aus. Der Schiedsrichter sagt ja und deswegen wird es Einwurf geben für die Freiburger. Das war eine knappe Geschichte, denn Santi war sehr, sehr gut dann durch, war schon wieder an der Grundlinie. Also jetzt an der anderen Seite, an der Eckfahne, hinten auf der Gegentribüne, da sitzt Matteo Guendouzi und wird von den Herthanern, den Medizinern behandelt. Das sieht nicht so gut aus und ja, wir brauchen doch für diese anstrengenden Spiele, die noch kommen, brauchen wir doch eigentlich jeden. Schwolo, langer Ball, aber Schlotterbeck gewinnt das Kopfballduell. Dann landet der Ball links, Lienhardt, dann ist er nach vorn auf Demirovic. Sehr fair gemacht von Alderete. Der Schiedsrichter hat sehr, sehr gut gestanden, hat es auch sofort angezeigt. Obwohl die Nummer 11 der Freiburger am Boden war und eigentlich hoffte, dass er einen Freistoß kriegen würde. Und jetzt kriegt er aber gelb, weil er nämlich einfach mal auf Santiago Ascacibar losgestürmt ist. Der hat sich, glaube ich, tierisch geärgert, dass er eben keinen Freistoß bekommen hat. Ja. Und deswegen ist er auf Santi drauf und hat dem Argentinier von hinten mal kurz in die Hacken getreten. Und da macht Cortos das einzig Richtige. Er zeigt auch da eine gelbe Karte. Freistoß für die Hertha, Sammy Khedira. Jetzt Kräfte sparen, haushalten, mit dem 2-0 in die Pause gehen und dann schauen wir mal. Übrigens führen wir gegen Mönchengladbach. Gegen Mönchengladbach 2-0. Also ich habe schon eine neue Brille, dachte mir, okay, guckst du mal auf die Anzeigentafel. Das Vorsicht, Audi Freiburger. Aufgepasst jetzt. Demirovic an der Strafraumgrenze schießt und schießt am Tor vorbei. Links weil am Tor sich Boyata und Alderete sehr, sehr gut da reingeworfen haben in diesen Ball. Aber das ging auf einmal blitzschnell, dass die Freiburger da gefährlich vor dem Tor waren, aber am Kasten vorbei. Ja, das gehört ja auch übrigens zu der Geschichte. Ich würde Alex Schwolo so ein zu Null Spiel richtig gönnen. Oh ja, hätte ich ihm in Mainz auch gegönnt. Und dieser Sonntagsschuss von Mweme, der hat dafür gesorgt. Der hat alles andere gehalten, aber so in Winkel, das ging halt nicht. Langer Ball, da kommt Piontek nicht dran, Dilrosun auch nicht. Dann versuchen sie es gemeinsam nochmal. Foulspiel von Piontek. Und deswegen Freistoß für den SC Freiburg in der eigenen Hälfte. Jetzt übrigens, warum wir eben gelacht haben, erzähl's, was war? Auf unserer Anzeigentafel auf der Gegenseite stand kurzfristig 2-0. Na klar, das wird auch noch länger Bestand halten. Aber Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Da war also die Raute der Gladbacher zu sehen. Und da wird jetzt gestützt von zwei Mann Matteo Guendouzi in Richtung Kabine gebracht. Das sieht gar nicht gut aus, weil der eben nicht alleine laufen kann. Und das sieht so aus, als hätte er sich schwerer verletzt als gedacht. Das war vorhin bei einem Schuss eines Freiburgers. Ich glaube, im Ende des Schusses hat er ihn getroffen. Und daher rührt die Verletzung. Mit dem rechten Fuß, da ist nämlich kein Schuh. Ja. Und das ist dick getaped.
Ja, jetzt wird er gleich in die Kabine schon mal gebracht. Freistoß für die Hertha. Wir gucken mal auf die Zweikämpfe. 55% haben wir gewonnen. 51% haben wir Ballbesitz. Das finde ich gar nicht so schlecht. 5:3 Torschüsse, aber wir führen mit 2:0. Javairo Dilrosun, der kann jetzt mal aufnehmen. Und der geht die Linie. Und der geht die Linie. Der kommt vorbei. Und der geht der Junge, der kommt in den Strafraum. Macht er. Dilrosun, jetzt versucht das. Und dann läuft mit dem Ball. Dann so einen kleinen Rempler. Und der reicht nicht für einen Elfmeter, der reicht aber, um ihn nach diesem Sprint rauszubringen. Und trotzdem, das ist genau das Richtige, dieser Sprint, dieses 1-gegen-1 auf der Außenbahn, lang gehen und dann die Möglichkeit suchen. Und immer, toll gemacht. Und immer mit dem Ball am Fuß, immer den Strafraum im Auge, hat einen kleinen Bogen gemacht in Richtung Strafraum, wirklich alles richtig gemacht. Schade, dass er dann natürlich in dem Zweikampf nicht mehr ganz so die Kräfte hatte. Und somit gab es dann den Abschlag für die Freiburger. Was den Ballbesitz betrifft, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil nach meinem Gefühl her waren die Freiburger deutlich mehr im Ballbesitz. Aber ist mir auch völlig Latte. Wobei das, glaube ich, jetzt so die letzten 10, 15 Minuten doch anders war. Aber wir haben ja beide das Gefühl gehabt, dass wir ein bisschen mehr am Ball waren. Boyata souverän abgelaufen, den Ball zum Torhüter Alex Schwolo zurückgegeben, der lang jetzt. Das ist eine gelbe Karte mit voller Absicht in den Spieler reingesprungen. Also jetzt gibt es 2 Minuten obendrauf, zeigt uns der 4. Offizielle Patrick Ittrich an. Und Davairo steht wieder, aber es gab nur einen einzigen Plan in diesem Duell gerade eben. Ihn umzurennen. Von Manuel Gulde, dass der den umhauen wollte. Und das hat er tatsächlich auch getan. Aber den Freistoß haben wir ausgeführt. Und jetzt lässt Schwolo sich Zeit, um den Ball in Richtung Mittellinie zu bringen. Der landet aber auch nur auf dem Kopf von Gulde. Dafür geht Darida dazwischen. Das hat er gut gemacht. Aber die Freiburger bleiben zunächst mal im Ballbesitz mit der Kopfballrückgabe. Torschützen übrigens für alle, die später zugeschaltet haben. Christoph Piontek, 13. Spielminute, 1:0 nach einem schönen Schuss von Jordan Turunariga. Und dann war es Radonjic, der geflankt hat, und Pekarik mit dem Kopf in der 22. auf 2:0. Und das hat Bestand und das ist richtig gut. Und bisher wirken die Freiburger nicht so, als könnten sie uns hier richtig, richtig wehtun. Foulspiel eigentlich an Piontek, hätte ich gedacht. Der Schiedsrichter lässt aber laufen und dann geht der Ball nach ganz außen. Und da außen klärt Mr. Zuverlässig, nämlich Peter Pekarik. Das ist er einfach. Wenn du ihn bringst, dann bringt der immer seine 100%. Und das ist wirklich richtig bemerkenswert. Wir sind schon 1:20 drüber. Viel mehr Zeit wird es eigentlich nicht geben für Benjamin Kortus. Pal Dardai hat seinen Gegenüber überrascht und alle anderen auch. Und die Überraschung waren, nämlich die Mannschaft, die hat überrascht alle Fans, indem sie nämlich gut gespielt haben, indem sie hier 2:0 führen und jetzt noch einmal aufpassen müssen. Schlotterbeck auf die rechte Seite raus. Jonathan Schmid zieht eine Flanke an, geht dann nach innen. Kortius darf gerne abpfeifen jetzt. Der Ball ist noch mal vor dem Tor und dann ist die Hertha dazwischen. Wieder auf den Fuß gehalten. Und jetzt gibt es Halbzeit und die Hertha führt mit 2:0. Verdient, muss ich sagen. Ich freue mich auf die zweiten 45 Minuten. Und ganz im Ernst, das wären heute 3 Punkte, die ich insgeheim vor der Quarantäne gar nicht auf meiner Uhr hatte. Richtig geil. Hertha 2, Freiburg 0. Und ab zu Lena, zu Fabi, zu JJ Ferry. Egal, wo es hingeht, wir müssen jetzt wieder einen Gang zurückschalten. Aber wir sind weiterhin für euch da. Im McDrive komplett kontaktlos, sicher bestellen und genießen.
ist das schön. Nach 45 Minuten führt Hertha BSC gegen den Sportclub aus Freiburg mit 2:0. Und das mit einer Aufstellung, die uns alle überrascht hat, die uns verwundert hat, wo wir auch ein bisschen Sorge hatten, wenn das mal schief geht oder wenn das mal gut geht. Und jetzt führen wir 2:0, Ferry. Geil. Super. Also schönes Polster bis zur Halbzeit, auch die Null stehen lassen. Super. Also nicht nur wir waren überrascht über die Aufstellung, sondern auch der Trainer anscheinend von Freiburg. Ja, naja, die werden in der Spieltagsbesprechung mit der Mannschaft nicht geahnt haben, nein, dass das da auf sie zukommt. Na, also zwischen den Zeilen, ich habe das gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Wenn man sowohl die Medienrunden in der Quarantänezeit mit Paul gehört hat, als auch die Pressekonferenz, zwischen den Zeilen hat er die ganze Zeit so ein bisschen gesagt, so ja, vielleicht machen wir auch einfach zwei Mannschaften. Das eine Spiel macht die eine Mannschaft, das andere Spiel macht die andere Mannschaft. Er hat das schon so ein bisschen angeteasert. Aber das hat niemand geglaubt. Na, natürlich nicht. Vor allen Dingen nicht in dieser Konsequenz. Also bis auf zwei Positionen alles zu verändern und auch noch das System zu verändern. Und das ist wahnsinnig mutig und es geht bis jetzt ganz wunderbar auf. Und wir wollen über diese erste Halbzeit mit einem Ur-Herthaner reden. Er ist bei den Bubis ausgebildet worden, hat dann bis 2009 in der Bundesliga gespielt, war von 2016 bis 2020 Nachwuchstrainer bei Hertha BSC und hat in der vergangenen oder in dieser Saison eins der Traditionsteams in Deutschland übernommen. Die Rede ist von Turbine Potsdam, derzeitig Vierter in der Tabelle, 5 Punkte Rückstand auf den Dritten, also richtig gut im Rennen. Und wir freuen uns auf Sofyan Chahed. Sofyan, hallo. Hallo Lena, hallo Fabian. Sofyan, warst du auch so überrascht über die Aufstellung? Nein, wenn ich ehrlich bin, nicht, weil Paul hat es ja vorher schon gesagt, dass er teilweise zwei Mannschaften an den Start gehen lässt. Und insofern, wenn man alle 3 Tage spielt, das nach 2 Wochen Quarantäne ohne Training, ist es eigentlich nur eine logische Konsequenz, eine mutige logische Konsequenz. Mutig in der Tat und für den Mut ist er zumindest nach 45 Minuten belohnt worden. Bist du denn überrascht von der Art und Weise, wie diese Mannschaft spielt und wie es zur Pause steht? Nein, da bin ich auch nicht überrascht. Also sie steht kompakt, was ja die Grundausrichtung sein muss. Und ich freue mich, dass man endlich mal effektiv war und seine Chancen genutzt hat. Und insofern ist es eine verdiente 2:0-Führung. Man hat hinten wenig zugelassen und vorne hat man die Chancen aber eiskalt ausgenutzt. Und genau so muss man quasi auch im Abstiegskampf agieren. Wir haben jetzt besonders Wladimir Darida als Zielspieler immer wieder ausgemacht. Der bewegt sich ja heute eher auf der Zehnerposition. Da gefällt er mir persönlich am besten. Das hat er schon gegen Schalke auch mal gespielt. Da hat er, glaube ich, 2 Assists gegeben. Ja, wie gefällt er dir oder wen würdest du so als absoluten Zielspieler bei unseren Blau-Weißen ausmachen heute? Ja, ich glaube, viel läuft über Darida und dann natürlich über die schnellen Außen, über Radonjic und auf der anderen Seite Dilrosun. Und da hat man gesehen, dass wenn die mal am Ball sind, auch ins 1-gegen-1 gehen können. Und wenn die Flanke dann kommt, ist der Strafraum auch gut besetzt. Also ich glaube, es ist eine mannschaftlich sehr, sehr gute Leistung von allen und besonders auch von der Defensive. Aber da ziehe ich die Stürmer mit ein. Also die arbeiten ja auch alle komplett mit zurück. Und wie gesagt, da muss man erstmal zurück zu den Basics. Die Basics werden gemacht, wobei eine 2:0-Führung auch gefährlich ist. Also man darf nicht denken, das Spiel ist schon gegessen. Freiburg ist gefährlich, die haben die Qualität, nochmal aufzudrehen. Und sobald da nochmal ein Tor fällt, dann kann es nochmal so ein bisschen wackeln. Also man muss genau dort weitermachen, wo man jetzt gerade aufgehört hat. Und ja, und trotzdem muss man darüber nachdenken, was macht man jetzt? Wir spielen am Sonntag schon wieder. Heißt das jetzt Kräfte schonen und sich eher ein bisschen zurückziehen und irgendwie diese 2:0-Führung über die Zeit bringen? Oder meinst du, das ist der komplett falsche Ansatz und man versucht weiter mit dem Ball Lösungen zu finden, um da auch gar nicht in diese defensive Haltung zu kommen? Und Freiburg hat ja definitiv die Qualitäten, da auch einen Nadelstich zu setzen. Was denkst du? Denkst du, es wird auch nochmal gewechselt? Genau, einmal musste ja schon gewechselt werden. Verletzungsbedingt, aber ich glaube, dass es der falsche Ansatz ist, wenn man jetzt Kräfte spart, sondern wir haben ja 2 Mannschaften jetzt, 9 frische Spieler auf dem Feld, sage ich mal. Mit Khedira jetzt quasi haben wir 3, die letzte Woche gespielt haben und insofern muss man da Vollgas geben. Ohne Vollgas geht es nicht und wenn man dann 20 Minuten vor Schluss 2 oder sogar vielleicht 3:0 führt, wenn man noch ein bisschen Glück hat, dann kann man mal auf Kräfte sparen gehen. Aber wenn man so in die zweite Halbzeit geht, dann wird man zu tief in die Defensive gedrängt und dann kann Freiburg gefährlich werden. Was wäre denn deine Prognose für die zweite Halbzeit, Sofyan? Wie geht's weiter? Genauso. Es soll genauso weitergehen. Man soll genauso effektiv sein. Man soll genauso kompakt sein in der Defensive. Alle müssen komplett mitmachen. Und dann freue ich mich noch über das ein oder andere Hertha-Tor hoffentlich. Sofyan, was macht das mit einer Mannschaft, wenn du jetzt 3 Punkte tatsächlich in so einem wichtigen Spiel holst? Du rückst von dem Abstiegsplatz auf Platz 14. Du bist plötzlich nicht mehr der Jäger, sondern der Gejagte, weil
Bielefeld wird das Ergebnis heute dann auch sehen. Und was macht das mit den Spielern? Genau, na, erstmal ist ja Halbzeit, ist ja noch kein Endergebnis. Ein Spiel hat immer 90 Minuten, nicht nur 45. Ich glaube aber, wenn es dabei bleibt, dass es erstmal psychologisch sehr, sehr gut ist, wenn man da 2 bzw. 3 Plätze wieder gut macht. Und ja, der Gejagte ruht sich dann so ein bisschen aus. Das ist, glaube ich, nicht der Fall, wenn man im Endspurt ist, sage ich mal, in den letzten Spielen, muss man jedes Spiel Gas geben. Und ich glaube, dass es dann rein von der Sportpsychologie her besser ist, wenn man jetzt 1-2 Plätze gut macht. Lass uns noch kurz über euch quatschen. Ihr habt ja auch ein ganz wichtiges Spiel am Sonntag vor der Brust gegen die Eintracht. Die hat ja gestern auch gespielt. Ist euch ein bisschen auf den Fersen. Was erwartet euch da? Genau, na, da erwartet uns ein Spiel auf Augenhöhe. Da wird viel über die zweiten Bälle im Mittelfeld gehen, über Zweikämpfe. Ist ja quasi ein Traditionsduell. FFC Frankfurt oder jetzt erst zur Eintracht. Und insofern nehmen wir die Tradition aber gerne mit. Im Hinspiel konnten wir 1-0 gewinnen in Frankfurt, und das wollen wir natürlich mindestens wieder genauso gut machen und die 3 Punkte hier in Potsdam bei uns lassen. Was ist denn noch drin mit den 5 Punkten auf den dritten? Geht da noch was? Genau, rein rechnerisch ja, aber wir wollen auf jeden Fall den Tabellenplatz halten, den wir jetzt gerade haben. Also es ist der 4. Tabellenplatz. Hoffenheim hat 5 Punkte vor uns bei verbleibenden 3 Spielen. Wird schwer daran zu kommen, aus eigener Kraft schaffen wir das nicht mehr, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben machen, müssen gegen die Eintracht jetzt am Wochenende gewinnen, haben dann noch 2 Spiele gegen Bremen und gegen Essen. Und da wollen wir quasi 9 Punkte holen, und dann werden wir sehen, wo wir am Ende stehen. Wir drücken euch die Daumen, dass es klappt gegen Eintracht Frankfurt. Wollen dich daran erinnern, dass wir deine Spielerin schon zum Lattenschießen eingeladen haben. Ist bis jetzt noch nicht passiert. Und wenn die dann kommen, können die auch gleich noch Mitglied werden. Am besten noch vor Stichtag. 22. Mai, denn da fließt der Jahresbeitrag unserer Mitglieder in unseren Moneypool für die sozialen Einrichtungen. Und Sofian, bist du Mitglied bei uns? Selbstverständlich. Na klar, nur Herr Tana. So, dann kannst du deinen ganzen Kader der Mädels jetzt auch noch mal hier bei uns anmelden. Dann wird nämlich ordentlich Geld noch mal in den Moneypool fließen. Und ich will unbedingt, dass deine Mädels mir beim Lattenschießen helfen, denn ich liege mit 11-5, glaube ich, zurück, und ich brauche da einfach professionelle Unterstützung. Und mich fragt sie nie. Dabei bin ich ein exzellenter Lattenschütze. Das will ich hier noch mal festgestellt haben. Ich weiß, was die Mädels können. Ich vertraue denen mehr, sorry. So. Ja, wahrscheinlich sind die besser als ich. Sofian, wie geht's aus? Die 0 bleibt hinten stehen und wir machen mindestens noch 1. Ich sage 3-0. Ach, das wäre ja so schön. Vielen Dank fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Liebe Grüße und viel Erfolg am Sonntag gegen die Frankfurterinnen. Sofian Chart, jetzt haben wir gar nicht mehr so lange, dann geht es schon weiter. Hinein in die zweite Halbzeit. Wir sind 2-0 vorne. Das wird ein Schützenfest. Klares 4-0. Ich brauche keine Meinung. Ich bin doch Mr. Instinct. 4-0. 4 Tore. Ihr wisst, was zu tun ist. Deine Gehirnzellen haben alle Fakten und Statistiken. Wir helfen dir, dich zu entscheiden. Ich glaube, ich höre lieber auf meinen Instinkt. Vertraue deinem Instinkt. Mit Betway.
Ich wollte Jan-Henrik ganz entspannt auf den Verkauf seines Hauses anstoßen. Doch jetzt hat ihm ein Freund von Homeday erzählt. Das sind Makler hier vor Ort. Die haben Ahnung, kümmern sich um alles und du sparst tausende Euro an Provision. Und dein Käufer übrigens auch. Provisionsschmerz. Sparen Sie sich das mit Homeday. Nur 1,95% Provision für vollen Maklerservice vor Ort. Homeday. Zurück, wir könnten anfangen. Auch das Schiedsrichtergespann ist wieder da. Manne ist dabei. Jetzt sind die Freiburger. Jetzt sind die Freiburger sauer. Also vorhin war das andersrum. Da waren die Freiburger zuerst da. Nein, es ist ja so, dass beide Mannschaften ja nicht mehr zusammen auf den Platz kommen dürfen in der Corona-Zeit. Aber so ein Stück Normalität gerade hat doch gut getan, oder? Ja, und deswegen soll das ja ganz bewusst so sein. Ich habe mich gerade sehr gewundert, denn ich habe gesehen, dass Niklas Stark sehr hart gearbeitet hat. In der Pause hat sich warm gemacht. Ich dachte schon, Pal Dardai würde sofort wechseln. Aber Alderete ist dabei, Boyata, Torunariga, Askar Siba. Also kein eigentlicher Bedarf an der Stelle. Bin mal gespannt, ob er sie so alle drauf lässt. 2:0, das hört sich richtig gut an, aber Sofian Scheidt hat es vorhin gerade in der Halbzeit gesagt, wenn ihr zugehört habt, das ist gefährlich, so ein 2:0. Der Hinterkopf sagt dir, wir haben ein gutes Spiel gemacht, wir führen 2:0, was soll denn uns da noch passieren? Ja, da kann noch eine ganze Menge passieren. Und deswegen unbedingt aufgepasst. Jetzt kommt nämlich zum Beispiel Vincenzo Grifo in die Partie und Yannick Keitel bringt er auch. Also Doppelwechsel beim SC Freiburg. Wer für die beiden draußen geblieben ist, das kann ich noch gar nicht sagen. Aber ich habe nur die beiden an der Seite gesehen. Deswegen habe ich sie erwähnt. Pal Dardai lässt noch alles beim Alten. Da musste ja Matteo Guendouzi in der ersten Halbzeit schon verletzungsbedingt raus. Khedira ist für ihn dabei. Und da gibt es leider den Verdacht eines Mittelfußbruches bei Matteo Guendouzi. Das heißt, ja, für ihn ist die Saison beendet. Alles andere wäre jetzt überraschend. Und überraschend ist jetzt nicht der nächste Eckball der Freiburger. Ja. 18 Sekunden haben sie dafür gebraucht in der zweiten Halbzeit von der rechten Seite. Sie waren sehr aufmerksam bisher, unsere Verteidiger. Die ganze Mannschaft hoffentlich jetzt auch. Der Ball kommt am ersten Pfosten runter. Kopfball von Nicolas Höfler. Aber der geht am Tor vorbei und deswegen bleibt es hier. Höhler war das übrigens. Und ich würde meinen Lieblingssatz des heutigen Spiels gerade wieder anbringen. Alexander Schwolo kann den Ball zum Abschlag nehmen. Ja, das können wir gerne auch öfter so machen. Und der lange Ball, der landet auf dem Kopf. Aber Kevin Schlotterbeck ist übrigens rausgegangen, kann ich euch sagen, weil ich das gerade eben vom vierten Offiziellen von Patrick Ittrich angezeigt bekommen habe. Also nicht ich persönlich, sondern mit einer leuchtenden Tafel hier im Stadion. Ach doch, finde ich schon. Also er hat das schon ganz bewusst in unsere Richtung gehalten. Und Baptiste Santa Maria ist auch rausgegangen, von dem wir auch in der ersten Halbzeit nicht so viel gesehen haben. Also jetzt auf jeden Fall die ersten 15, 20 Minuten überstehen. Das wird ganz wichtig sein, um den Freiburg hier so ein bisschen auch den Spaß zu nehmen. Wie gesagt, die letzten drei Auswärtsspiele haben sie verloren. Sie dürfen gerne noch ein viertes oben drauflegen. Langer Pass auf die rechte Außenbahn. Omar Alderete aber mit einem Foulspiel. Da war er mit dem Ellbogen dran. Muss aufpassen, dass er hier nicht eine Karte kassiert. Das wäre für ihn ja eine doppelt bittere an dieser Stelle. Außen rechts, so in Höhe des Elfmeterpunktes, wird es jetzt einen Freistoß geben für den SC Freiburg. Und das wird mit Sicherheit gefährlich, denn die sind immer gefährlich, wenn sie da von außen kommen. Alderete hatte ja schon gelb gesehen in der 20. Spielminute, deswegen habe ich das vorhin so gesagt. Er muss aufpassen, wir wollen ja hier mit 11 gegen 11 zu Ende spielen. Jetzt übrigens alle Ersatzspieler, die sich hinter das Tor von Schwolo begeben, zum Warmlaufen. Jetzt kommt der Freistoß, er ist im Pfosten und da ist Schwolo da und das macht er wieder super. Der Ball war klasse, reingespielt, zweite Pfosten, Vorsicht, der Ball ist weg, aber Nicolas Höfler mit einer riesen Gelegenheit, mit einem Kopfball in dieser 48. Minute. Und Alex Schwolo ist wieder da. Super und Reflex. Macht das ganz, ganz toll.
Denn wenn du dann nicht rechtzeitig da bist, dann kassierst du hier das 2-1. Und das ist so kurz nach dem Wechsel, wäre das natürlich ein absolutes Desaster. Langer Ball, Dilrosun kriegt den aber nicht auf den Fuß. Und der Rückpass, der landet bei Florian Müller. Auf den läuft jetzt Christoph Piontek auf. Deswegen muss er schnell spielen. Und die Hertha hält sehr, sehr gut und schnell dagegen. Pekarik klärt. Es wird einen Einwurf geben auf der linken Seite. Vincenzo Grifo hatte ihn gerade am Fuß. Der Grifo hat übrigens heute sein 100. Spiel für den SC. Ja. Unter Trainer Joachim Streich. Christian Streich, Joachim Streich, war der, ja, war ja. Der war bei Magdeburg, ne? Ja, Joachim Streich, oh, das ist schon sehr lange her. Aber wir haben gerade noch mal den tollen Reflex von Schwolo hier auf unserem kleinen Bildschirm gesehen, eine Fußabwehr. Also anders und besser kannst du es gar nicht machen. Und somit hält er nicht nur für sich, sondern für uns natürlich auch die Null. Denn es steht immer noch 2-0 für unsere Hertha, das kann man eigentlich gar nicht oft genug sagen und hoffen wir, dass es noch möglichst lange so bleibt. Falls wir es gar nicht gesagt haben heute, wir spielen in Blau-Weiß gestreift unser Heimspiel. Die Freiburger, das sieht irgendwie aus wie dunkelbraun irgendwie. Ja, ich glaube, es soll eher schwarz sein. Ja. Oder so schwarz ins dunkle Grau gehend. Ja. So ungefähr. Die haben auch den Ball über Gulde, der in die Mitte spielt zu Philipp Lienhardt. Und die beiden bauen das Spiel von hinten auf. Christian Streich will hier nicht verlieren. So viel ist schon mal klar. Schön. Aber die Hertha hat sehr gut dazwischen gearbeitet. Und Pekarik mit der Hacke weitergeleitet. Das war ganz große Fußballkunst. Sehr schön in Richtung Mittellinie. Da kommt Piontek nicht ran mit dem Kopfball, der zurückgeht zu Müller. Hat er auch nichts zu tun, auch wenn er da weiter aufläuft. Also der Pole bewegt sich sehr, sehr gut, wie ich finde. Der hat wieder sein Tor gemacht. Also manch einer hat schon gesagt, das ist doch ein Fehleinkauf. Und nee, ist es nicht. Und die aufmunternden Worte von Paul, denken wir noch mal an das Main-Spiel, die Riesenchance, wo viele gesagt haben, ah Mensch, den muss er machen und haben eigentlich schon das Knie über ihn gebrochen und Paul hatte recht, ihm Mut zu machen und der hat gesagt, dann machst du halt beim nächsten Spiel ein Tor. Hat er gemacht. Hat er gemacht. Und zwar richtig gut zu einem unglaublich wichtigen Zeitpunkt. Ja. Jetzt der lange Abschlag von Alex Schwolo. Piontek kommt nicht dran. Dafür Radonjic. Nein, auch nicht. Die Freiburger können diesen langen Ball klären. Immer gefährlich war es, wenn die Hertha den Ball über die Flügel gebracht hat. So ist dann auch das 2-0 entstanden von Radonjic. Toll vorbereitet für Pekarik. Kopfball von Torunariga. Schön abgelegt. Jetzt ist Darida, Foulspiel vor den Augen des Schiedsrichters. Und dann bleibt der Ex-Freiburger erstmal am Boden liegen. Aber ich hoffe mal, dass der auch schnell wieder auf die Beine kommt. Und dann auch gleich weitermachen kann. Der wird doch heute auch erstaunlich oft gefoult. Er hat aber auch ganz viel Spielanteile nach vorne gerade und bewegt sich in den gefährlichen Zonen. Deswegen Boyata chippt den Ball, aber findet Darida nicht. Gulde mit der Brust auf Philipp Lienhardt. Lienhardt läuft in Richtung Mittellinie, aber Pekarik ist ganz dicht dran an Lukas Höhler. Und deswegen gibt es nur einen Einwurf für die Freiburger. Die ersten 7 Minuten sind schon wieder rum. Hinterm Tor von Schwolo auf der rechten Seite 2, 4, 6, 7 Leute, die Liegestützen machen. Florian Müller mit dem Pass, da ist Torunariga, kommt nicht dran, aber Sami Khedira auch nicht. Das war schade, weil Müller hat den Ball nicht gut nach vorne gespielt. Und Jordan aber hat ihn leider verpasst. Jetzt die Freiburger über die linke Seite. Vorsicht, Grifo, links läuft Lienhardt mit. Der kriegt den Ball auch aus dem Strafraum. Lienhardt mit dem Rückpass. Und dann kommt der Schuss. Und der kommt sogar gut in die Mitte auf Lukas Höhler. Aber der verpasst ihn. Der trifft ihn nicht richtig. Das war eine der dicksten Möglichkeiten. Ja. Eine zweite in der zweiten Halbzeit schon. Ja, da ist ihm der Ball zum Glück über den rechten Schlappen sozusagen gerutscht, sodass der Ball tatsächlich 5-6 Meter an unserem rechten Torpfosten vorbeigegangen ist. Eine wirklich gefährliche Angriffssituation der Freiburger. Und
Jetzt haben wir, das der war kurz gespielt von Jordan. Ja, von Jordan, Entschuldigung, Boyata ist ja in der Mitte. Wir sind auf der linken Seite, die Freiburger sind wieder im Ballbesitz, aber das gefällt mir eben an Santiago Ascacibar sehr, sehr gut. Der grätscht da alles weg und der ist unglaublich bissig und macht das aber fast immer sehr, sehr fair. Auch gerade eben wieder, es gibt nur Einwurf für die Freiburger auf der Gegentribünenseite. Aber weil alles zugestellt ist, gibt es keine Möglichkeit, irgendwo hinzukommen. Jetzt ist der Ball gespielt und Alex Schwolo ist schneller da und hat Alderete auch klar gemacht. Torwart! Und hat den Ball abgenommen. Dann findet er Semih Khedira. Khedira auf rechts zu Boyata. Boyata in Richtung Mittellinie. Der war zu kurz, aber der kommt trotzdem noch an bei Darida. Dann ist Dirusunda, der wechselt schöner die Seite mit einem langen Ball auf Radonjic. Nimmt den Ball Nemanja gut ein. Nimmt den mit und jetzt läuft er in Richtung Strafraum. Ein kleines Tackling. Und dann haben sie sogar Glück, die Freiburger. Ja. Denn der Ball flipperte von einem Fuß weg in Richtung Christoph Piontek, aber kam da leider nicht an, weil Florian Müller dann doch ein bisschen schneller war. Wenn Radonjic jetzt in der Situation vielleicht die Außenbahn gewählt hätte, wäre es vielleicht ein Ticken besser gewesen. Aber jetzt die Freiburger im Angriff in Höhe der Mittellinie. Und da können sie von mir erst noch eine Weile bleiben. Jetzt wieder in ihrer eigenen Hälfte, weil wir uns wieder hinten gut positioniert haben mit unserer Viererkette und dem massiven Mittelfeld. Und genau da stehen wir jetzt. Jetzt versuchen die Freiburger tief in unsere Hälfte zu kommen, über außen, aber scharf ins Seitenaus. Und somit Einwurf. Und den führt Peter Pekarik aus. Genau. Zumindest hat er den Ball in der Hand. Und dann wird er ihn auch ausführen, da bin ich mir ganz sicher. Khedira. Semih Khedira spielt in Richtung Mittellinie. Piontek und dann ist Dirusunda. Dann wechselt er wieder die Seite mit einem langen Ball. Das macht er eigentlich gut. Aber im letzten Augenblick ist Jonathan Schmid da. Also das macht Javairo schon klasse. Jetzt zweimal dieser Seitenwechsel. Der heißt beide Male sah sehr gut aus. Beim zweiten Mal allerdings ist diesmal Jonathan Schmid da dran, weil da außen natürlich Nemanja Radonjic mit seiner unglaublichen Schnelligkeit immer da ist. Und jetzt wieder ein Bock von Gulde, der den Ball ins Seitenaus spielt wie Boyata in Mainz, wenn ihr euch erinnert. Also ohne Not eigentlich. Und das diesmal auf ganz kurze Distanz muss gar nicht sein. Aber zum Guten für uns gibt es einen Einwurf. Den haben wir aber gleich verloren von Darida. Und dann geht es ab in die andere Richtung. Das ist Demirovic. Schön, und Darida super. Hat ganz ihn zurückgeholt. Klasse. Der hat sich wahrscheinlich geärgert darüber, dass er ihn überhaupt verloren hat. Und jetzt Piontek, toll gemacht auf Jordan Torunariga. Der findet außen Nemanja Radonjic. In der Mitte wartet schon wieder Piontek. Radonjic zieht in die Mitte. Doppelpass mit Piontek, aber der kommt nicht ran. Trotzdem bleibt die Hertha im Ballbesitz. Darida mit dem Schuss. Der ist flach, aber am Tor vorbei. Und deswegen wird es Abstoß geben vom Kasten von Florian Müller. Und es sind... Wir sind in der 57. Spielminute. Hertha BSC führt im Nachholspiel gegen den SC Freiburg an diesem ungewöhnlichen Tag, Donnerstag, zu dieser ungewöhnlichen Uhrzeit mit 2:0 durch zwei saubere Tore. 13. Minute Piontek, als Jordan Torunariga mit einem Fernschuss noch an Müller scheiterte, hat er schnell reagiert. Und dann Pekarik nach tollem Zuspiel von Radonjic mit dem Kopfball. Überhaupt hat Paul Dardai alles richtig gemacht. Er hat 9 neue Leute gebracht. Da war das Erstaunen bei den Fans und auch bei allen im Stadion, bei allen Journalisten wirklich riesengroß. Aber die Mannschaft macht das richtig klasse. Fightet gemeinsam und macht das richtig gut. Bitter, da ist Matteo Guendouzi in der ersten Halbzeit schon ausgewechselt worden. Und es heißt, es könnte ein Mittelfußbruch beim jungen Franzosen sein. Aufgepasst jetzt bei den Freiburgern. Griffo, der ist gekommen, spielt nach links raus. Kriegt den Ball auch wieder auf der Außenbahn und dann spielt er in den Strafraum rein. Aber bei den Freiburgern, die hatten schon gute Möglichkeiten. Höfler in der 48. Da hat Schwolo super gehalten und Höhler in der 53. der vorbeigeschossen hat. Sie hatten Möglichkeiten, aber so richtig, 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 richtig gut sind sie nicht im Spiel. Und das liegt auch daran, dass die Hertha das hier richtig gut macht. Jetzt vielleicht mit Semih Khedira sogar mal wieder einen eigenen Angriff einleiten kann. Und der Ball von Radonjic mit der Hacke weitergespielt war. Zu optimistisch und deswegen bleibt es hier beim 2:0 der Hertha gegen den SC Freiburg.
Die Breisgauer bleiben im Ballbesitz. Spielen links raus auf Manuel Gulde. Ganz links außen wartet Christian Günther. Und dann der Rückpass in die mittlere Position zu Philipp Lienhardt. Dann ein Steilpass nach vorne. Da war eigentlich Jordan Tugunariga nicht mit auf der Höhe. Aber der kriegt den Ball, spielt zurück zu Schwolo und der in Richtung Mittellinie. Auf den Kopf versucht das zumindest von Christoph Piontek, aber der kommt nicht ran. Jetzt wirst du natürlich auch erleben, und ich sehe, dass Mateusz Kunja und ich glaube, das ist John Córdoba. Ja, beide bewegen sich in Richtung Mittellinie, werden jetzt kommen. Denn ich habe schon gerade den Eindruck gehabt, dass Christoph Piontek, der viel gelaufen ist, dass der richtig gepumpt hat gerade eben. Ja, ja. Und dass Pahl da wahrscheinlich auch aus diesem Grunde wechselt und Kunja und Córdoba eine Möglichkeit gibt. Jetzt aber, das ist die Russo und der hat Platz. Und der schickt den Piontek, aber den hat er nicht gut geschickt. Der Ball war nicht gut gespielt. Der ging eigentlich mehr von ihm weg. Ne? Ja, ja. Leider. Der ne? ging nicht in die Gasse, der ging in die zweite Gasse und da kam er nicht ran. Jetzt gleich also dann Mateusz Kunja und John Córdoba in der Partie. Die können dann gerne das 3:0 machen. Dann zittern wir nicht mehr so viel. Nicht, weil es so kalt ist, sondern weil es immer noch eng ist. Im Heimspiel, im Nachholspiel gegen die Freiburger, die uns in den letzten Jahren eigentlich das auch immer sehr, sehr schwer gemacht haben, erinnern wir uns an das Hinspiel an der Dreisam. Da haben sie uns 4 Dinger eingeschenkt, bisher 0 und so soll es auch bleiben. Schwolo konnte sein Tor bisher sauber halten und hatte auch 2-3 Mal selber dazu ganz hervorragend beigetragen und offensichtlich hat ihm das Spiel auch in Mainz, das nach unserer Auffassung wirklich mit das Beste war im Hertha-Trikot, Auftrieb gegeben, Selbstvertrauen gegeben und das zeigt er heute hier auf dem grünen Rasen im Olympiastadion, während jetzt die Freiburger flanken und Schwolo. Wieder Schwolo da. Ja, das war so ein Eierding, den der eine oder andere Torhüter schon mal unterschätzt hat und Schwolo konnte den aber nicht nur über, sondern am Tor vorbei lenken sozusagen, musste sich da schon relativ lang machen. Und Freiburger setzen nach wie vor nach. Und wir haben jetzt ein bisschen Schwierigkeit, uns da ein bisschen zu befreien. Ja, wir kriegen keine Entlastung mehr, ne? Ja, mhm. Ja. Erinnert. Also auch deshalb wahrscheinlich der Wechsel mit Kunja und Córdoba, denn die können dann Entlastung bringen. Jetzt guter Ball auf Piontek. Piontek tritt nochmal drauf, macht er gut, spielt Derida an, der nimmt Askasibar mit, nochmal Derida, der Ball auf die Außenbahn, der kommt aber nicht bei Jordan an. Dafür läuft Sami Khedira und dann hat Jordan gefoult und es wird Schade. Freistoß geben, aber Doppelwechsel jetzt. Also Christoph Piontek geht raus. Der ist einfach platt, der hat sein Tor gemacht und das ist richtig gut und dafür allergrößten Respekt, denn er war da, als er gebraucht wurde. Und raus geht auch Javairo Dilrussun. Der auch, also ich denke mal heute jeden zweiten Grashalm im Olympiastadion garantiert irgendwie betreten hat. Ja. Also wenn der ins Tempo kommt, dann ist der wirklich kaum aufzuhalten und wir wechseln. Offensiv. Kunja ist ja nun alles andere als ein Defensivspieler. Ja, ja. Und gut, andererseits holen wir auch Dilrussun raus, offensiv. Wir holen Piontek raus, offensiv. Also das. Aber trotzdem, wir wechseln da gerade vorne sehr, sehr gut durch. Und jetzt aber aufgepasst, die Freiburger nämlich über die linke Seite. Christian Günther an den Strafraumrand ran. Demirovic und der kann sich durchsetzen. Dann ist aber im letzten Augenblick Schwolo da und der hält noch mal. Der Nachschuss der Freiburger und abseits. Aber abseits trotzdem. Alexander Schwolo, macht der das stark auf der Linie. Richtig gut. Auch wenn es abseits war. Aber das den musst als du auch Torwart halten, ne? Hilft dir das. Unglaublich. Ja. Auch so eine Szene dann zu haben. Und deswegen ist das enorm wichtig und von großer Bedeutung, dass er die Freiburger hier gar nicht mehr ins Spiel kommen lässt. Mit dem ersten Ball, den er gehalten hat, dann an die Strafraumgrenze ran. Da kommt ein Schuss und den aber kann er dann klären. Auf den Boden gelegen, schön aber die Ball ist zurückgekämpft. Das ist Khedira, 25 Meter vor
im Tor, legt links raus auf Radonjic. Jetzt schön angenommen. Toll angenommen, Radonjic. Jetzt wieder Tempo in Richtung Strafraum. Ja, toll macht er das. Rein, wieder gechippt. Ah. Und dann ein Freiburger dran. Dann ist Khedira da, legt auf Außen. Pekarik vor dem Tor. Askasiba schnibbelt in Richtung Kunja. Der ist da. Und dann kommt der Ball. Da ist nochmal Kunja. Und dann aber die Freiburger dazwischen. Das war zweimal Großalarm im Freiburger Strafraum. Aber wir konnten es bisher nicht nutzen. Denn eins ist auch klar, wenn das dritte Ding hier fällt, dann ist das Spiel entschieden. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher. Jordan kriegt Gelb. Gelb, ja. Nach einem Foulspiel. Auch das da ist er ein Stückchen zu spät gekommen. Zweite Foul auch innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Da kam man ein bisschen spät, wie Recki gerade gesagt hat. War aber in dem Fall tatsächlich nicht ganz unwichtig, weil der Freiburger wirklich Platz gehabt hätte auf der rechten Außenbahn und hätte da in Richtung unser Tor laufen können. Hat er unterbunden und als Dankeschön hat er die gelbe Karte bekommen. Können wir mit leben. Er sicherlich auch, weil es steht immer noch 2:0 im Heimspiel gegen den SC Freiburg. 64, jetzt 65 Minuten gespielt. Die Hertha an der Mittellinie. Kunja kommt nicht ran, aber sorgt dafür, dass der Ball noch mal wieder zurückgespielt werden muss. Dann der Ball auf die Außenbahn, aber Boyata hat sehr, sehr gut aufgepasst. Khedira findet Darida gut an der Mittellinie. Der tanzt den ersten aus, dann legt er quer auf Jordan Torunariga. Jordan läuft und läuft, das hat er in der ersten Halbzeit auch gemacht, dann hat er abgeschlossen, diesmal aber nimmt er Radonjic außen mit und dann kommt Darida in den Strafraum. Das war gut gemacht, Darida mit einem Fallrückzieher will er den Ball nach hinten geben. Ja, ist leider eine Kerze geworden, ist ins Tor ausgegangen. Sah schön aus. Aber er hat sich nichts am Rücken wehgetan, das ist gut, denn er sprintet gleich schnell wieder zurück. Trotzdem sind die offensiven Momente jetzt wieder seit dem Wechsel Kunja, Córdoba ein bisschen aktiver. So mein Eindruck von außen. Da ist nochmal wieder ein bisschen neuer Schwung gekommen. Und auch etwas, worauf sich die Freiburger Hintermannschaft erstmal wieder wird einstellen müssen. Jetzt fängt vielleicht auch langsam so ab der 70. die kritische Phase, so dachten wir, denke ich mal, auch alle in Mainz. Mhm. Wie geht die Mannschaft nach der Quarantäne im Spiel damit um? Diese Spielzeit, jetzt bewegen wir uns dahin, das Polster haben wir noch und das sollten wir auch behalten. Langer Ball jetzt der Freiburger in Richtung unser Strafraum und da wird jetzt gleich die Flanke von der rechten Seite kommen, die kommt jetzt und wird aber abgefangen von Sami Khedira und gibt zum sechsten Eckball für die Freiburger am heutigen Donnerstagabend. Wobei, so spät ist es ja eigentlich noch gar nicht, denn die Anstoßzeit war ja auch schon kurios am heutigen Tage. Die wird am Sonntag nicht besser. 18 Uhr dann das Heimspiel gegen Bielefeld. Jetzt die Ecke, kommt rein. Ui, da sind sie alle dran vorbeigesprungen, aber der Ball fliegt trotzdem raus aus dem Strafraum. Dann auf der Außenbahn, aufgepasst, Demirovic kommt einmal vorbei. Und es gibt Abstoß, weil auch da Santiago Askasiba schön super gefightet hat. Und dann auch noch gefoult wurde. Und das dann erfolgreich gemacht hat. Und als letztes war dann nämlich ein Freiburger am Ball. Und deswegen gibt es nur Abstoß vom Kasten von Alexander Schwolo, der die Null hält, der bislang überhaupt keinen Fehler in seinem Spiel hatte. Sehr, sehr stark. Der Ball von Khedira war sehr schwer für Boyata. Den hat er auch nur jetzt in Seiten ausprügeln können. Das war nicht gut von dem Weltmeister. Jetzt gibt es Einwurf für die Freiburger, der ist schon ausgeführt. Auf der linken Seite Flankenversuch. Nee, angetäuscht, nochmal zurückgelegt auf Christian Günther. Der Ball ist unterwegs. Griffo köpft, aber außerhalb des Strafraums. Die Freiburger müssen wieder neu aufbauen und müssen wieder einen Weg in unseren Strafraum suchen. Das fällt ihnen nicht leicht. Sie hatten aber Chancen. Demirovic in der ersten Halbzeit und Höfler und Höhler in der zweiten wollen wir gar nicht unerwähnt lassen. Aber entweder haben sie es nicht untergebracht oder eben Alex Schwolo hat komplett gehalten. Abbrechen ihren jetzt Angriff. Sie ganz nach hinten in die eigene Hälfte laufen und sogar zurückpassen zum Torwart, also zu Florian Müller, weil nämlich Kunja und Córdoba gut mitgearbeitet haben und gut mit zurückgelaufen. Spricht für unsere Arbeit im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt hat Jordan einen Ball abgefangen. Der sollte den Rechtsaußen der Freiburger bekommen. Und
Cordoba in der Mitte im Mittelkreis gibt zurück zu Omar Alderete. Omar Alderete. Der findet dann Schwolo. Schwolo auf Khedira. Und der findet links Jordan mit links. Viel Platz Jordan Torunariga. Der nimmt ganz außen Nemanja Radonjic mit. Halb rechts von ihm wartet Kunja, der kriegt den Ball auch. Bricht wieder ab. Und Boyata an der Mittellinie auf Askar Sibar. Der ein bisschen spitzer auf Darida. Der Ball war zu hart und Vladi bekommt gelb für diesen Einsatz gegen Roland Scholloy, den Ungarn. Und da ist er zu spät gekommen und hat ihm in den Fuß gegrätscht. Und diese gelbe Karte ist völlig richtig, die Benjamin Kortus da gibt. Und dafür wird es jetzt Freistoß geben für die Freiburger in der eigenen Hälfte. Die sich was einfallen lassen müssen. Wollen sie denn hier nochmal zurückkommen? Und natürlich sitzt die Konkurrenz auf dem Sofa. Die Bielefelder, die Kölner, die Bremer und gucken, was die Hertha da macht. Heute 3 Punkte, dann haben wir 30. Wir haben gegenüber denen, die da noch unten stehen, das mitbeste Torverhältnis. Das darf man auch nicht vergessen. Und deswegen, ja, die Geheimwaffe. Sieht das gut aus. Jetzt kommt gleich die Heimwaffe. Vorsicht aber, die Freiburger jetzt mit mal Tempo und ein bisschen Platz, aber die Hertha dazwischen. Und Alderete tunnelt einen Freiburger am eigenen Strafraum. Boah, ist das frech, aber es hat funktioniert. Wie abgebrüht und cool. Mit der Hacke Radonjic auf Kunja, dann nochmal Radonjic, Kunja. Kunja treibt den Ball in Richtung Strafraum. Komm, Kunja im Strafraum. Geh rein. Kunja, Kunja, Kunja. Schieß! Und der trifft das Außennetz. Matthäus Kunja geht in den Strafraum. Das war ein doppelter Doppelpass, den er mit Nemanja Radonjic da außen gemacht hat. Das war richtig gute Fußballkunst, die beiden da zelebriert haben. Aber am Ende leider nicht mit dem richtigen Erfolg. Und jetzt kommt die Geheimwaffe, über die Manne eben schon gesprochen hat. Der Pedersen, der ja lange auch bei Energie Cottbus gespielt hat und uns auch immer wieder mal das Leben schwer gemacht hat, aber im Moment machen wir eher den Freiburgern das Leben schwer und so soll es sein. Höhler ist im Übrigen bei den Freiburgern auf die Bank gegangen und darf sich jetzt erholen von den mittlerweile knapp 70 Minuten. Ja, er wartet, der Mann wartete noch auf die Stadionanzeigeuhr. Die zeigten gerade ein anderes Bild und deswegen war er da so ein bisschen, habe ich recht. Guck mal hier, das Fernsehbild hätte es dir auch gezeigt, dass das so die 70. Minute ist, aber du hast ja völlig recht. Ich gucke aus. Und deswegen, die Freiburger suchen einen Weg, jetzt der lange Flankenwechsel, der war richtig stark gemacht, der bleibt da außen, der Ball. Und jetzt Vorsicht, ab in den Strafraum rein, die Freiburger von außen, aber mit vereinten Kräften, das ist Khedira und Jordan und die haben das geklärt und dann kommt ein langer Ball. Aber weil Grifo weiß, dass er im Abseits steht, kann er nicht rangehen an den Ball und den hat nur Alexander Schwolo. 19 Minuten noch zu spielen im Berliner Olympiastadion. Jetzt wollen wir uns langsam mal ein bisschen mit diesen 3 Punkten anfreunden. Diese 3 Punkte wären natürlich enorm wichtig. Der Abschlag ist ihm gar nicht gelungen gerade. Genau in die Füße jetzt des kommt Freiburger. Gleich Niklas Stark übrigens. Der läuft schon an die Außenbahn zu seinem Trainer. Und wird sich jetzt gleich die letzten Infos holen. Bin mal gespannt, wen er da wechselt. Denn Stark kann ja in der Innenverteidigung, kann aber auch natürlich vor der Abwehr spielen. Und die Freiburger suchen eine Lücke. Jetzt der Pass auf die Außenbahn. Immer wieder versuchen sie es über rechts. Flanke in die Mitte. Alderete ist aber schneller und passt auf Kunja. Das haben sie gut gemacht, Kunja. Dann der Pass auf Askar Sibar und Khedira. Außen wartet Jordan Torunariga. Der findet schön. Cordoba. Doppelpass mit Kunja. Cordoba. Cordoba ist schneller als der Freiburger. Und der kommt im letzten Augenblick dran und drängt ihn dadurch sehr weit nach außen. Aber John Cordoba bleibt in Ballbesitz. Dann nimmt er Radonjic mit in der Mitte, zeigt dann Askar Sibar an. Jetzt kommt der Schuss und der Pfosten! Ein Kracher von Matthäus Kunja in dieser 73. Spielminute. Der kriegt den Ball etwa 25 Meter vor dem
Tor. Und dann kloppt er mit rechts da drauf, links an den Pfosten. Und somit wird es jetzt die erste Ecke in diesem Spiel geben für Hertha BSC. Mir wäre es lieber gewesen, der Ball wäre reingegangen. Der Ball kommt, rausgeköpft von Petersen. Jetzt kommt DOC Fuig und es kommt Niklas Stark in die Partie. Da wird sich der Trainer was bei denken. Mal gucken, ob er das auch taktisch dann umstellt. Es wird Einwurf auf jeden Fall geben für Hertha BSC auf der Gegentribünenseite. Und Jordan wartet einen Augenblick, ob der Wechsel jetzt schon vollzogen wird. Nee. Passiert nicht. Nee. Und deswegen wirft er und findet dann John Córdoba. Córdoba auf Jordan. Abgelegt. Jordan will den Ball eigentlich zu Cunha geben. Ja. Da kommt er aber nicht an. Und dann der Rückpass der Freiburger, die jetzt ihrerseits einen Weg nach vorne suchen. Vladi Darida rennt alle Lücken zu, was er kann. Mit viel, viel Power. Das macht Semih Khedira eher mit Erfahrung. Dann kommt der Ball in die Mitte, aufgepasst. Das ist Keitel, aufgepasst. Der kann schießen, macht er aber nicht. Gibt dann auf Demirovic, da ist Petersen. Und der kriegt am 5-Meter-Raum die Möglichkeit. Und boah, so ein Ding hat er schon mal genutzt. Aber diesmal löffelt er ihn übers Tor. Zum Glück. Schwolo wäre da gewesen, ob er vielleicht, ist Spekulation, wir reden jetzt darüber, dass jetzt die Einwechslung sicherlich auch vorgenommen werden, weil Alex Schwolo lässt sich auch entsprechend Zeit, hat jetzt das Signal, glaube ich, auch vom Schiri bekommen, dass es zur Auswechslung kommt. Und Darida geht? Er hat ihn gerade angesprochen, der Regi. Er läuft alle Lücken zu und Boyata geht. Und Boyata geht, der in Mainz das erste Spiel in diesem Jahr überhaupt gemacht hat, eingewechselt wurde. Heute wirklich souverän. Ja, hat er wirklich klasse gemacht. Also er hat wieder gezeigt, was er kann, denn wir wissen ja, was wir an ihm haben. Ja. An einem fitten, an einem auskurierten Dedrick Boyata. Und jetzt ist er gerade bei Arne Friedrich, der ihn nochmal in den Arm nimmt und abklatscht. Und ihm auch zeigt damit, dass der Mannschaftskapitän hier heute richtig ein gutes Spiel gemacht hat. Aber auch bei ihm muss man ja sagen, hat lange ausgesetzt, hat viele gesundheitliche Probleme gehabt. Und deswegen ist es dann richtig, ihn jetzt nach 75 Minuten runterzunehmen, um hier dann Niklas Stark in die Partie zu bringen. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Es wird vielleicht ein, zwei Nachspielminuten geben. Aber die Jordan wunderbar abgegrätscht den Ball ins Seiten aus. Trotzdem noch Ballbesitz der Freiburger, logischerweise durch den Einwurf, die jetzt auf der rechten Seite versuchen werden, in unser Strafraum reinzukommen. Schussversuch, müsste man ja schon beinahe sagen, der am rechten Pfosten von uns vorbeigeht. Und somit kann, und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingssatz heute, Alexander Schwolo den Ball in aller Ruhe sich hinlegen und den Abschlag ausführen. Hätte nie gedacht, dass ich mal so einen Satz so toll finde. Gerade in unserer Situation ist jede Sekunde kostbar. Und in unserer Situation müssen wir natürlich punkten. Und wir sind auf dem besten Wege, drei vielleicht gar nicht mal so unbedingt eingeplante Punkte einzusammeln im Kampf um den Klassenerhalt für unsere Hertha, der so eminent wichtig wäre für unseren Verein. Gemeinsam Hertha, so auch unser Motto und so auch die Aktion von Frank Zander mit nur nach Hause gehen wir nicht, den Videos, den einzelnen anderen Aktionen. Und übrigens haben einige Hertha-Fans an der Olympischen Brücke während des Spiels gestanden und haben sich da versucht, etwas lautstark bemerkbar zu machen. Kommt hier in der Betonschüssel natürlich nicht an. Da haben andere kleinere Stadien, die ein bisschen kuscheliger sind, einen kleinen Vorteil. Aber die Mannschaft weiß, dass die Fans, dass alle hinter ihr stehen. Und sie zahlt es heute mit einem wirklich guten Spiel zurück. Und jetzt war der Ball im Aus der Freiburger. Und es gibt einen Einwurf in Höhe der Mittellinie. Das gibt mir auch noch mal die Zeit, dem ehemaligen Präsidenten Manfred Zimeiter zu seinem heutigen 71. Geburtstag zu gratulieren. Von 94 bis 98 war Zimeiter
Präsident unseres Vereins. Oh, Fehlpass. Und jetzt Cordoba, 25 Meter vor dem Tor. Kriegt den Ball. Die Freiburger waren eigentlich in der Rückwärtsbewegung. Jetzt ist der Ball bei Radonjic. Ah. Der schnibbelt ihn. Und dann rutscht er ihm vom Fuß. Er hätte vielleicht sogar besser auf außen gepasst. Da war nämlich Jordan zu Riga mitgelaufen. Das war aber genau die Position, wo Radonjic im Aufwärmprogramm das Tor gemacht hat. Schade. Das hat er sich wahrscheinlich gemerkt, die Stelle. Hat ein kleines Kreuz hingemacht und gesagt, wie ich da mal komme und der Ball fällt, dann schieße ich, drauf. Und das hat er gemacht, aber es hat nicht leider funktioniert. Drüber. Langsam wird es auch im Berliner Olympiastadion ein bisschen dunkler. 13 Minuten sind noch zu spielen und das wäre natürlich ein absolutes Ding, wenn wir hier zwei dieser drei Nachholspiele, nächste Woche kommt ja noch das gegen Gelsenkirchen, gewinnen das zweite. Wenn wir 4 Punkte da hätten, jetzt ist der Ball bei Askar Sibar, der mir heute auch sehr, sehr gut gefällt. Wie gesagt, die ganze Mannschaft heute macht das richtig stark. Stark hat jetzt sehr, sehr vehement kurz auf Schwolo gespielt. Dessen langer Ball an der Mittellinie, den kann dann Cordoba nicht festmachen. Vorteil lässt der Schiedsrichter laufen. Der hat ja nämlich sonst ein Foulspiel gegeben. Dann Cunha. An der Mittellinie Cunha, Cordoba, sehr gute Balleroberung. Und warum pfeift er denn das ab? Schiedsrichter, Khedira spielt einen sensationell geilen Pass auf Nemanja Radonjic. Der wäre alleine auf der linken Seite durch. Und Benjamin Kortus hat sofort gepfiffen. Ach, Leute. Zu früh, leider. Also warte 2-3 Sekunden und dann kannst du immer noch nachträglich pfeifen. Das war ärgerlich, weil das wäre echt eine schöne Chance gewesen für unser Team, hier auf 3-0 zu stellen und damit unsere Nerven endgültig zu beruhigen. Ich glaube, der Kortus ärgert sich auch, dass er den Vorteil genommen hat. Wenn, faul. Nächstes Foulspiel. Und jetzt zeigt er wieder gelb. Und das muss er an der Stelle auch, weil natürlich nur auf den Fuß von Jordan Tuonariga gegangen worden ist von dem Freiburger. Ich weiß gar nicht, wer es da auf der Außenbahn gerade eben war, der da dieses Foul gespielt hat. Und jetzt kann ich es erst sehen. Aha, das war Roland Scholloy, der hier jetzt die gelbe Karte bekommt. Wir haben kein heißes Spiel, kein Spiel gesehen, bei dem es hier gefährlich werden, bei dem es wirklich brutale Szenen gab. Es gab ein paar gelbe Karten, völlig in Ordnung. Und deswegen hat Benjamin Kortus das hier bisherhin richtig im Griff. Jordan braucht einen kleinen Augenblick, aber jetzt steht da wieder dann Alderete mit dem weiten Flankenwechsel auf den Kopf von DOC Fuig. Der köpft in die Mitte. Und Cunha ist schon wieder dran. Hat den Ball, der da nach vorne bringen sollte, erst einmal abgewehrt. Dann Vincenzo Grifo im eigenen Strafraum. Ins Duell geht er mit dem Cunha. Das ist aber mutig, du. Wenn das daneben geht, dann bist du aber die Nase. Und dann ein Steilpass, kriegt den der Christian Günther. Den kriegt er, aber der Oma Alderete vor unserem Strafraum auch. Und dann ist der Ball quer gespielt. Und dann hätte Cunha im Abseits gestanden und die Fahne kann aber unten bleiben, weil die Freiburger dran sind. 10 Minuten noch zu spielen. Und Paul Dardai zeigt es an der Seite an, ihr steht zu weit auseinander. Oh, ja. Ob das ein Foulspiel war an der Mittellinie von Santiago Askar Sibar gegen Grifo, ich weiß auch nicht. Aber ihr steht zu weit auseinander. Also zwischen dem ersten und dem letzten Mal ist die Distanz zu groß und das müsst ihr verringern und entsprechend rückt die Vierer Kette jetzt auch ein Stückchen weiter raus. Dann der Ball auf die rechte Seite. Aufgepasst jetzt mit der Flanke. Die ist unterwegs auf den Kopf. Und dann Grifo am zweiten Pfosten. Der Ball ist flach im Strafraum drin. Und dann steht der Schiedsrichter richtig schlecht. Und der Freiburger der kann gar nicht richtig zielen. Und trotzdem bleiben die Freiburger im Ballbesitz. Die versuchen alles. Also die wollen hier auf jeden Fall noch einen Punkt mitnehmen. Sind jetzt im Strafraum dran. 3 Hartaner bei ihnen. Außen. Und dann verdaddelt der Scholloy ihn. Und dann hat der Cefo ihn und hat das gut gemacht. Askar Sibar, 3-4. Dann der Ball auf Cunha. Cunha weit schön auf die linke Seite. Toll gemacht. Radonjic, nimm ihn mit, Nemanja. Nimm ihn mit am Strafraumrand. Nemanja, Radonjic, der schießt da. Nein, der Müller hat ihn. Was für eine tolle Gelegenheit. Radonjic in der 82. Minute.
Es sind noch 8 Minuten zu spielen im Berliner Olympiastadion und die Hertha führt mit 2:0 immer noch gegen den SC Freiburg. Piontek in der 13. und Pekarik in der 22. Minute. Die Freiburger hatten ihre Gelegenheiten. Durch Höfler, durch Höhler, durch den eingewechselten Petersen haben sie nicht genutzt. Kunja hatte in der 73. ist eingewechselt worden, eine Gelegenheit. Radonjic gerade eben vor wenigen Augenblicken von der Strafraumgrenze. Toller Schuss, jetzt haben sie den Ball schon wieder erobert. Die Hertha ist drauf und dran, hier 3 Punkte im zweiten Nachholspiel zu holen. Wieder Radonjic in den Strafraum auf Córdoba. Córdoba dreht sich, aber kriegt keinen Wumms hinter den Ball. Und deswegen bleibt er an einem Fuß der Freiburger hängen. Die lassen sich nicht hängen gegen unser Team, aber können den Ball nicht im Tor unterbringen. Und deswegen führt die Mannschaft von Pardardai hier echt verdient mit 2:0 in der Partie, in der es so viel geht. Denn mit diesem Sieg wäre Hertha auf Platz 14, weg vom Abstiegsplatz, weg von der Relegation. Und sie haben es weiter in der Hand. Sonntag dann gegen den 1. FC Köln, nächsten Mittwoch gegen Gelsenkirchen, Sonntag gegen Bielefeld, dann gegen Gelsenkirchen. Und die Hertha macht das ganz souverän bisher, hat jetzt auch viel Platz. Das nehmen wir noch mit über Pekarik, rechts außen der eingewechselte Cefuik. Pekarik auf Cefuik, dem hat er in den Rücken gespielt. Und deswegen jetzt aber Cefuik am Strafraumrand. Hätte fast durchstarten können. Legt nochmal auf Askar Sibar und der verliert den Ball. Es bleibt beim 2:0. Die Hertha macht das richtig, richtig stark gegen die Freiburger, die es versuchen, aber bislang vergeblich. Und auch diese Situation im Strafraum. Jordan Tuchner-Rieger ist dazwischen aufgepasst. Und mit allem, was sie haben, verteidigen sie das. Hertha weiterhin 2:0. Noch 6 Minuten. Das war eine richtig geile Abwehrsituation und Reaktion von Jordan, der das nicht komplett verhindern konnte, den Freiburger. Aber zumindest konnte er verhindern, dass der Freiburger aufs Tor schießen konnte. Und somit ist dieser erneute Angriff der Freiburger so ein bisschen verpufft. Zum Glück. Khedira jetzt auf Radonjic. Jetzt geht er ab auf der linken Seite. Legt den Turbo ein, ab in den Strafraum. Radonjic, der schießt. Was für ein wunderbares Tor! Und jetzt kommen Niklas Stark, Alderete und Askar Sibar und fallen ihn um den Hals. Er kriegt auf der linken Seite mit diesem Konter die Gelegenheit. Und dann geht der ab. Und zwar wie? Rechts läuft auch noch Córdoba mit. Aber die Freiburger kommen nicht hinterher. Dann kreuzen sie den Weg und er verzögert nochmal. Und dann legt er den aus 7, 8, 9 Metern in die Mitte rein. Keine Chance für Müller. 3:0 gegen Freiburg. Hat das vorher irgendjemand gesagt? Nein. Aber es ist tatsächlich, es ist kein Traum. Und 3 Tore, 3 Punkte. Jetzt können wir uns wirklich festlegen. Und das freut mich für ihn, weil das ist wirklich auch verdient. Der hat ein tolles Spiel heute gemacht. Der hat das zweite Tor für Pekarik super klasse aufgelegt. Und diesmal hat er nicht nur seine Schnelligkeit ausgespielt, nein, er hat das auch noch mit einem Tor veredelt. Und ja, geil. Askar Sibar, komm, wir machen noch eins. Denn Kunja und Córdoba wollen ja auch noch mal. Córdoba, wie gesagt, war super mitgelaufen, rechts neben Radonjic. Und dann geht er tief, zieht einen Spieler mit, Radonjic kreuzt den Weg. Jetzt und Kunja jetzt Kunja auf der linken Seite. In Richtung Strafraum, hat eine ganze Menge Platz. In der Mitte wartet. In der Mitte wartete Córdoba, aber da ist ein Freiburger dazwischen. Es wird einen Eckstoß geben. Den zweiten. Leute, wir gewinnen hier gegen den SC Freiburg. Die Freiburger verlieren zum 14. Mal hintereinander auswärts, haben dann mit da oben nichts mehr zu tun. Aber unser Team ist richtig dran und das ist natürlich vor diesen 3 so wichtigen Spielen, Bielefeld, Gelsenkirchen, Köln, ist das natürlich ganz großartig. Denn wenn das alles so läuft wie heute, dann müssen wir vor dem letzten Spieltag, und da habe ich echt keine Lust zu, dass das so eine Zitterpartie in Hoffenheim wird. Das brauche ich nicht. Eckstoß, Kopfball, 2 Mann. Nochmal eine Ecke. Die dritte, beinahe hätte ich gesagt 3 Ecken, Elfer. Aber es ist erst die zweite hintereinander. Und
Ach, ist das schön, lass dir Zeit. Es tut so gut. Es tut der ganzen Seele des Vereins, es tut uns allen so richtig gut. Und wenn es gibt, und es gab bestimmt einige, die vor dem Spiel gesagt haben, Pal Dardai spielt hier Harakiri und er hat alles richtig gemacht. Ecke kommt rein. Radonjic geht an allen vorbei, aber DOC-Volk ist am schnellsten hinterher. Diesmal auf und der anderen Seite. Natürlich ist bei den Freiburgern jetzt jeder Widerstand gebrochen. Ach, Menschiri. Der Schiedsrichter verhindert den schönen Pass auf Mateusz Kunja. Dadurch gibt es einen Freistoß. Kriegen wir einen Schiedsrichterball. Also, du hast es völlig richtig gesagt, Manne. Die Aufstellung kam und viele haben reagiert. Ich habe es bei meinem WhatsApp-Verlauf gesehen. Ach du je, mit dieser Aufstellung. Ja, ja. Und am Ende ist es so, dass alles richtig gemacht worden ist, dass wir gewinnen, dass wir verdient gewinnen. 3:0, auch noch zu 0. Ich will mal hoffen, dass in den letzten Augenblicken hier nichts mehr passiert. Das ist für Alex Schwolo ganz, ganz wichtig, auch für die gesamte Mannschaft. Und das hat sie sich wieder mal gemeinsam erarbeitet. Und lass uns kurz auch noch mal bei Schwolo bleiben, wenn es dann hoffentlich bei dem zu Null bleibt, auch da hat er ganz großen Anteil daran, ja. Hat uns im Spiel gehalten, gerade auch mit Beginn der zweiten Halbzeit und jetzt nochmal alle Räte, meine... War das ein abgezockter Ball, den er da vorbei und der hat immer noch den Ball. Und der ist immer noch dran. Diego Armando Alderete. Ja, den hat er wie Messi vorbeigelegt, aber... Der Wahnsinn. Die Freiburger kommen aber jetzt mit einem langen Ball. Jetzt Vorsicht. Aufgepasst an der Strafraumgrenze. Ja, aber ein schöner Rückpass. Schöner Rückpass auf Schwolo. Und er kann sich jetzt wirklich Zeit lassen, während jetzt gleich die letzte offizielle Spielminute beginnt und anläuft. Und ein schöner Donnerstag heute. Schöner Donnerstag. Jetzt der Ball von Schwolo aus der Hand, aber Córdoba kommt nicht dran. Wir gucken auf die Statistiken, 54% gewinnende Zweikämpfe. Die Gäste hatten mehr Ballbesitz, 58%. 12:10 Torschüsse für uns. Wir haben 3 Tore gemacht, das ist das Wichtigste überhaupt. Der vierte Offizielle, Patrick Ittrich, hat schon die Tafel in der Hand, mit der er uns dann gleich zeigen wird, wie viel Nachspielzeit es gibt. 2 Minuten würde ich mal tippen. Viel mehr braucht es für diese Partie nicht, die entschieden ist, spätestens durch das dritte Tor von Nemanja Radonjic. Boah, ist das schön. Also wer mir das vorher gesagt hätte, dass wir heute 3:0 gewinnen, ich hätte es nicht geglaubt. Córdoba, tolle Balleroberung auf Kunja. Kunja muss links spielen, macht er auch. Jordan. Muss Córdoba aufpassen, der steht im Abseits. Jordan auf der linken Seite, da kommt der Ball. Der ist zu scharf, aber links außen kommt Radonjic. Der hat immer noch Kraft, der hat auch immer noch Pass. Da ist Pekarik, der ist im Strafraum. Pekarik im Strafraum, im letzten Augenblick kommt ein Freiburger. Aber jetzt spielen sie es aus, jetzt spielen sie es auch gut aus. Und lassen die überhaupt nichts mehr anbrennen gegen die Freiburger, die sich bestimmt viel vorgenommen haben, die aber von diesen Vorsätzen kaum was umsetzen konnten. Eckstoß, Radonjic, 3 Minuten gibt es obendrauf. Der ist jetzt unterwegs, er ist in Pfosten, geht aber an allen vorbei. Und trotzdem hinten kommt zum Kopfball stark. Abseits, abseits. Und jetzt abseits von Radonjic, der ja von der Ecke kam und... Pal Dardai applaudiert an seine Spieler, hat immer wieder dirigiert in der zweiten Halbzeit, dass sie dichter zusammenstehen sollen. Sein Co-Trainer, der den Trainerschein, wir haben ihn dafür schon mehrfach gelobt, jetzt geschafft hat, auch jetzt ganz offiziell mit der A-Lizenz ausgestattet, standen beide gerade zusammen und werden sich gleich riesig freuen, wie das gesamte Team, wie die gesamte Mannschaft. Und Leute, das ist dann so ein Moment, wo ich mir wünschen würde, dass die Ostkurve voll ist. Denn der Jubel gleich, der wäre riesig. Torunariga, schön auf Kunja, auf Córdoba, dann wieder Kunja, wird verfolgt. Und dann hat er den Ball, hält ihn auch. Und dann geschnibbelt von Radonjic, gut gemacht. Kunja auf Córdoba, der kommt nicht an. Sie spielen das richtig, richtig gut.
Auch wenn so der letzte kleine Tick da gerade gefehlt hat, aber das sah wirklich gut aus. Wir sind schon 1:30 über die Zeit. Vorsicht, Grifo von der Strafraumgrenze. Drüber. Und der ist drüber. Drüber, deswegen, drüber, drüber. Ja, ja, weil das würde mich jetzt ärgern, ja, wenn hier so ein Treffer in der Nachspielzeit fallen würde. Aber wir sind davon entfernt. Ich würde jetzt mal kurz sagen, fertig machen zum Jubeln, ja, weil das dürfen wir. Die übrig gebliebenen Auswechselspieler vom Team kommen jetzt schon in Richtung Auswechselbank und in Richtung Reservebank. Du hast Kunja gerade noch mal gesprochen, nicht zu vergessen, der hat den Pfosten getroffen. Ja. Also ein richtig, richtig tolles Spiel von unserer Truppe, von der Nummer 1 hinten von Alex Schwolo bis... ja, bis zu wem auch immer, bis zu welcher Nummer, völlig wurscht. Heute hat sich wirklich mal wieder gezeigt, was gemeinsam Hertha bewegen kann, wenn die Mannschaft zusammenhält, zusammenspielt. Und da kommt einfach mal ein 3-0 gegen Freiburg raus. So hoch haben wir gegen die schon lange nicht mehr gewonnen. Ja. Und völlig verdient nehmen wir auch Revanche von der Hinspielniederlage. Ja, da am Ende steht es nämlich 4-4. Ne? Wir haben ja 4-1 da verloren. Und jetzt 4-4. Die letzten Sekunden laufen. Nee, die Freiburger kommen nochmal auf der linken Seite. Jetzt ist Grifo im Strafraum vor sich. Grifo mit der Flanke. Den will er direkt machen. Und dann ist Alex Schwolo nochmal dran. Aber es ist Schluss. Es ist aus. Es ist vorbei. Die Hertha gewinnt 3:0 gegen den SC Freiburg. Ganz im Ernst, ich mag Nachholspiele. Wenn das so ausgeht wie in Mainz. Wenn das so ausgeht wie heute. Wir haben gerade noch Alex Schwolo angesprochen. Der hat natürlich jubelnd beide Arme nach oben gehoben, gehalten, gerissen, wie auch immer. Danke, Jungs, danke an die Mannschaft. Das war ein wunderschöner Donnerstag. Das können wir gerne am kommenden Sonntag wiederholen. Im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld, 18 Uhr, ist da Anstoß. Und ich glaube, im Studio bei Lena, Fabi und auch DJ Ferry gibt es gute Stimmung und viel Spaß bei unserem 030 Spieltagsshow. Tschüss, macht's gut, hau hier aus dem Stadion. In der Tat, gute Stimmung im Stadion. Hertha gewinnt gegen Freiburg, das erledigen wir hier gleich mal und holen mit einem 3:0, 3 Punkte, die Herthaner. Besser hätte es gar nicht laufen können. Und was für ein schönes Spielchen. Auch unser DJ steht hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht. Ferry, du bist happy. Ich bin absolut happy. Wenn man mir das vor dem Spiel gesagt hätte, mit der Mannschaftsaufstellung, dass wir 3:0 gewinnen, hätte ich alles unterschrieben. Ist natürlich eine Menge Arbeit vorher gewesen und bin aber echt wichtig, ganz wichtig. Und richtig happy ist auch Lena, wobei bei Lena ist es anders als bei uns. Wir sitzen einfach da und jubeln oder meckern, schauen halt das Spiel. Lena ist die ganze Zeit schon dabei, taktische und strategische Punkte sich zu notieren. Und Lena, deswegen kannst du uns jetzt auch sagen, woran es denn lag, ja, also dass wir das Spiel 3:0 gewonnen haben. Ich zeig das mal. Das ist die erste Halbzeit hier gewesen. Und das ist die zweite Halbzeit, ja. Also da schreibe ich mir meine Sachen auf. Und hier steht, ab der 61. Minute waren John Córdoba und Mateusz Kunja in der Partie. Ab der 70. Minute gab es dann die erste richtig gute Kombination mit Radonjic und Kunja. Und die haben umgestellt auf ein 4-4-2. Vorher war Freiburg die ganze Zeit am Drücker, ja. Also da hatte Schwolo die Parade auf der Linie und du musstest was tun. Pahl hat reagiert, hat Córdoba und Kunja vorne reingebracht, die natürlich immer ein, zwei Spieler binden, ja, und die nach vorne verteidigt haben, die nochmal Alarm gemacht haben. Weil, also es war ein bisschen ein Spiel mit dem Feuer, weil wir hätten natürlich Freiburg wieder reingebracht, hätten die eins gemacht. Ja, klar. So war es genau der richtige Kniff. Und sowieso kann man sagen, Pahl und das ganze Trainerteam hat alle so ein bisschen überrascht, ne? Und man war so ein bisschen hopp oder top, das kann heute alles kommen. Und im Endeffekt 3:0, das war eine absolute Top-Vorstellung. Ja, das war eine sensationelle Coaching-Leistung von Pahl Dardai. Und du sagst es gerade, weil es ist ja in der ersten Halbzeit hatten wir die Entlastung. Ja, da haben wir immer wieder Konter gefahren und Nadelstiche gesetzt, ja auch die beiden Tore geschossen. Aber von der 45. bis zur 70. hat eigentlich nur Freiburg das Spiel gemacht. Und Ferry saß die ganze Zeit da und sagte,
Jetzt müssen wir mal langsam ein bisschen hinten rauskommen, weil der Druck immer größer wird. Und irgendwann rutscht dann eben so ein Ding durch und dann kippt das Momentum komplett. Dann glauben die wieder dran. Wir merken wieder, ach ja, wir stehen ja hinten drin. Und das haben wir alles verhindert, oder Pal Dardai hat es verhindert, indem er die beiden Offensivspieler eingebracht hat und eigentlich eine defensive Lösung dafür gefunden hat. Wir haben den Ball ganz anders weg von unserem Strafraum gehalten. Wir haben selbst Chancen kreiert. Das hat den Freiburgern auch wieder gezeigt. Wir müssen auch weiter hinten aufpassen. Ja, und dann haben wir eben auch noch das Tor geschossen und der Pfosten war auch noch dabei. Also rundum, ich glaube, alle sind richtig zufrieden. Und ich gehe mal davon aus, dass unser Hertha-Fan, der uns jetzt zugeschaltet ist, Christoph. Christoph? Von der, er wird mit E am Ende geschrieben. Christoffe oder Christoph? Christoph. Hallo zusammen. Christoph ist richtig. Das so. E spricht man nicht aus. Christoph, was für ein geiles Spiel. Was für ein geiler Sieg. Bist du zufrieden? Oh, Hammer. Hammer einfach. Also so, besser kann man sich das eigentlich nicht wünschen. Ich glaube, das einzige Negative, was ich empfinde, ist, dass wir nicht im Stadion das erleben können. Aber das ist auch wirklich das einzige Negative, was ich jetzt da rausbringe. Okay. Eine kleine negative Sache ist natürlich auch die Verletzung von Matteo Guendouzi. Aber ansonsten ist das Spiel eigentlich genau perfekt für uns gelaufen. Besser hätte man sich das nicht vorstellen können. Ja, und dann muss man sagen, zeigt es ja auch, welches Potenzial und welche Möglichkeiten da sind. Wenn du einfach von dem Mainz-Spiel eine komplett neue Mannschaft hinstellst und die so ein Spiel abliefert, was hast du gedacht, als du die Aufstellung gesehen hast? Also ich hatte schon erwartet, dass viele Wechsel stattfinden. Das hat ja Pal Dardai in der Pressekonferenz so ein bisschen angedeutet. Aber dass er jetzt die gesamte Verteidigung zum Beispiel rausrotiert, das war schon ein bisschen verrückt. Also ich war echt gleichzeitig aufgeregt, weil es was ganz Besonderes war, aber auch ein bisschen nervös. Also ich hab echt ein bisschen Stress gehabt, ein bisschen Angst gehabt. Und dass wir das jetzt zu Null spielen, hätte ich so nicht erwartet. Also Respekt. Ich bin komplett bei dir, Christoph. Ich hätte auch gedacht, in der Offensive natürlich, aber da die eingespielte Dreierkette auch noch ein Systemwechsel. Also ich dachte jetzt so Klünter, Dardai und Stark, die haben sich eingespielt. Das ist eine Konstante hinten. So, daran wird nicht gerüttelt. Dass jetzt komplett alles neu ist, ist natürlich total überraschend und hat offensichtlich auch die Freiburger ein bisschen kalt erwischt, oder nicht? Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch einfach, es spricht für die Mentalität der Mannschaft, dass es egal war, wer auf dem Platz gestanden hat. Auch da waren ja auch Spieler dabei, die seit Wochen nicht mehr gespielt haben. Und trotzdem hat sich das nicht so angefühlt. Also ich fand die erste Viertelstunde gegen Mainz beispielsweise viel schwächer als die erste Viertelstunde jetzt gegen Freiburg. Und die Freiburger hat es sichtlich nicht gut getan, dass wir so schwer einzuschätzen waren in der Partie, glaube ich. Hast du denn den Eindruck, dass gemeinsam Hertha jetzt auch tatsächlich umgesetzt wird, dass da ein anderer Geist in der Mannschaft ist als, sagen wir mal, die ersten 20 Spiele? Also nach einem 3-0 würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Und es ist Wahnsinn. Und ich bin da voll gehypt. Ich will natürlich ein bisschen vorsichtig bleiben, aber ich habe wirklich das Gefühl, in dieser schwierigen Lage hat sich die Mannschaft zumindest wirklich näher gefunden. Und dieses Gefühl, dieses gemeinsam Hertha-Gefühl, was man jetzt auch in der Quarantäne gespürt hat zwischen Verein und Fans, das ist wirklich jetzt auf dem Platz auch zu spüren gewesen. Und ich hoffe, dass die Mannschaft da auf diese Welle quasi weiterreitet und uns so schnell wie möglich aus dem Abstiegskampf holt. Und dann können wir echt eine Riesenparty feiern, wenn das alles vorbei ist. Oh ja, das hoffen wir natürlich auch, Ferry. Wo kommt sowas her, so ein Mentalitätswechsel? Liegt das am neuen Trainerteam? Kommt das aus der Mannschaft selbst, an Spielern wie Khedira? Oder vielleicht sogar die sportliche Leitung um Arne Friedrich? Oder ist das ein Paket aus allem? Genau, also ich denke, dass es ein Paket ist. Neuer Trainer, neue Einstellungen, die Spieler sind motiviert. Dann das Motto von dem ganzen gesamten Verein mit Fans und Verein mit gemeinsam Hertha, das passt. Und wenn du das tagtäglich irgendwo kommunizierst, pflanzt du dir das automatisch in den Kopf ein. Und man sieht bei den Einwechslungen, wie die sich umarmen. Man sieht an den Außenlinien, wenn die Spieler sich warm machen, wie sie anfeuern, wie sie in die Hände klatschen. Und das ist alles eingepflanzt. Und super, dass es zur richtigen Zeit kam jetzt, ne? Ja, allerdings. Symbolbild ja für mich, ich hatte es auch schon mit Hermann Dörner im Vorlauf angesprochen, Arne Friedrich, der sich nach dem Mainz-Spiel auf die Brust haut. Und Pal Dardai hat ja auch gesagt, ey, normalerweise machen wir gar keinen Mannschaftskreis nach dem Spiel. Es geht zacki zack ab in die Kabine. Das sind Symbolbilder, die du dann natürlich auch produzierst. Das kommt ja auch bei euch Fans an, ja? Ich meine, ihr habt gemeinsam -hertha.de ins Leben gerufen. Ganz, ganz tolle Motivationsvideos, die wir heute auch in den DJ-Sets von Ferry gesehen haben. Ja, wirklich super. Wo Fabi auch meinte, Mann ey, der hat gerade 45 Sekunden freigesprochen und bringt es so dermaßen auf den Punkt. Dieser Schulterschluss außerhalb
und innerhalb, intern wie extern, das ergibt ein großes Bild gerade. Und ich glaube, das passt gerade alles zusammen. Christoph, nun ist es ja auch nur ein Augenblick, denn wenn wir mal hier den Kalender weiterblättern, dann ist schon in 3 Tagen Arminia Bielefeld. Da haben wir auch gar keine guten Erinnerungen ans Hinspiel. Das war wirklich grauenhaft. Und dann geht es ja weiter, dann geht es nach Gelsenkirchen, dann kommt Köln und über Hoffenheim brauchen wir hoffentlich gar nicht reden. Wie sieht denn jetzt deine Erwartung für die nächsten 6 Tage aus? Es ist schon irre, was man jetzt so erlebt, in kürzester Zeit so viele hochemotionale Spiele. Meine Erwartung ist jetzt schon quasi übertroffen durch diesen Sieg gegen Freiburg. Ich hätte das jetzt nicht erwartet. Das ist natürlich jetzt besonders, weil jetzt freuen wir uns und heute Abend können wir wirklich das genießen. Aber ab morgen geht es ja für die Mannschaft wieder los in die Vorbereitung für das wahrscheinlich noch wichtigere Spiel gegen Bielefeld am Sonntag. Da dürfen wir auch wirklich nicht verlieren. Und da im besten Fall siegen wir da auch und können uns da von Bielefeld distanzieren. Meine Erwartung ist auf jeden Fall, dass die Mannschaft unabhängig vom Ergebnis jetzt am Sonntag auf jeden Fall mit dieser Motivation weitermacht, mit dieser mentalen Stärke, die sie heute auch bewiesen hat, weitermacht und dass wir die auch so erleben, wie wir sie heute erlebt haben. Und dann sind wir, glaube ich, alle glücklich, ob es dann mit einem Sieg am Sonntag weitergeht oder mit einem Unentschieden. Hauptsache punkten und dann Schritt für Schritt da aus der roten Zone raus. Jetzt sind wir ja schon haben wir ein bisschen Luft schnappen können. Und noch ein Spiel weniger. Genau, richtig. Lass uns mal kurz auf die Statistiken schauen, präsentiert von Vivantes und dann, wie angesprochen, auch mal auf die Tabelle luken, denn da hat sich natürlich deutlich was getan. Torschüsse ist pari pari, 13-13, Zweikämpfe, 53%. Da sind wir also auch richtig präsent gewesen. Ein bisschen weniger Ballbesitz, hat uns aber nicht geschadet, denn wir haben trotzdem 3 Tore gemacht und 2x abseits, das ist irrelevant. Lass uns auf die Tabelle schauen, auf Platz 14 befinden wir uns dann nämlich jetzt. Ja, die erste, okay, Freiburg hat keinen Sprung gemacht, Europa wird immer schwieriger. Schauen wir auf die zweite, auf die interessante Tabellenhälfte. Und da sehen wir, dass wir auf Platz 14 sind mit 30 Punkten und einem Spiel weniger. Das heißt, auch der FC Augsburg ist nicht mehr sicher. Ja? Auch vorbei an Werder. Genau, richtig. Für die wird es natürlich jetzt auch echt eng. Wie glücklich, Christoph, bist du gerade? So Skala 1 bis 10? 10 ist mega geil. 12? Ja, jetzt gerade 12. Hören. So. Das wollte ich hören. Also ich muss auch zugeben, ich habe jetzt auch mal 12. Über 2 Stunden komplett den ganzen Scheiß rundherum vergessen. Da hast du vollkommen recht. Ja, also Pandemie und Infektionsgeschehen und sowas war überhaupt nicht da, sondern ich war echt fokussiert auf das Spiel. Und wir sind alle glücklich und wir sehen auch unser Fan Christoph, unser Hertha-Fan Christoph, ist absolut glücklich mit der gleichen Emotionalität wie wir hier alle. Vielen Dank, dass du dabei warst bei dem Gespräch. Danke, Christoph. Wir Danke wünschen dir viel Spaß am Sonntag. Das finde ich auch geil, dass es jetzt 3 Tage, gar nicht lange warten, sondern zack, zack, zack. Und wenn es so weitergeht, dann ist richtig gut, Ferry. Darf ich noch mal was fragen? Ist er auch Mitglied? Bist du auch Mitglied, Christoph? Natürlich bin ich schon Mitglied. Oh, hervorragend. Alles richtig gemacht. Sehr gut, Christoph. Wir wünschen dir noch einen schönen Abend. Feier noch ein bisschen, ja? Danke. Danke, mache ich. Ihr auch. Super, ciao. Top. Ja, jetzt haben wir schon eine erste Stimme von Christoph gehört. Lass uns mal in die sozialen Medien gucken. Ich glaube, da sieht die Stimmungslage ähnlich aus. Ja, tippe ich auch. Ja. Endlich mal wieder. Ja, endlich, wir hatten auch andere Zeiten hier. Da haben wir Social Media einfach gestrichen. Schauen wir mal. Yannick Höppner, der schreibt, der größte Unterschied zum Großteil der Saison besteht bei Hertha BSC im Teamgeist. Die Mannschaft ist durch all die Tiefschläge und Skandale zusammengewachsen. Ja, Skandale hatten wir auch. Das darf man nicht leugnen. Im Sommer braucht es keinen neuerlichen radikalen Eingriff. Viel mehr kluge Ergänzungen. Das also die Einschätzung von Yannick. Und dann schauen wir noch mal hier. Man muss auch mal sagen, und das stimmt ja auch, 5 Spiele bereits ungeschlagen. 6 Zähler gegen Leverkusen, Union, Mainz und Gladbach. Dazu heute nicht nur vielleicht, sondern weitere 3. Dardai wirkt. Team stabil, Abstiegskampf stark angenommen. Pünktchen, Pünktchen, KU, Corona. So, und dann für mich auch ein Bild, was diese Zeit irgendwie also zeigt. Wir haben gerade über Arne Friedrich gesprochen, der sich mit der Faust auf das Herz schlägt. Jetzt sehen wir Ingo Schiller. Ingo Schiller mit der Fahne in der Hand, weht er da einsam auf der Tribüne. Ja, da kann man nur sagen, Ingo Schiller, Fußballfangott, Chapeau. Und der das aus nächster Nähe sehen konnte, ist Udo Knirim. Er steht da und strahlt über beide Bäckchen. Hallo, lieber Udo. Ja, und über die Wangen. Auf jeden Fall habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ingo habe ich jetzt leider nicht gesehen, weil ich mich aufs Spiel konzentriert habe, weil es einfach so geil war. Und ihr habt alles schon erwähnt, genauso war
war's, kann man da tatsächlich nur sagen. Vorm Stadion waren sogar noch ein paar Fans, die haben irgendwie auch noch gerufen, die ganze Zeit 90 Minuten durch. Das hat man hier im Stadion sogar gehört. Und es war einfach eine tolle Stimmung. Und ich glaube, das, was auch eben in den sozialen Medien ja der eine Hertha-Fan geschrieben hat, dieser Zusammenhalt, der ist wirklich spürbar bis auf die Tribüne. Also was auch die Männer, die draußen geblieben sind am Anfang, dann hier in der ersten Halbzeit Gas gegeben haben und die Jungs unterstützt haben. Mateusz Kunja hat mehr gestanden als gesessen auf der Tribüne. Das war schon ziemlich überragend. Nach dem Spiel gab es natürlich auch dann den obligatorischen Spielerkreis, wo sich auch alle wirklich eingehakt haben. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, je schwieriger oder je widriger die Umstände außerhalb sind, umso mehr schweißt uns das im Kern zusammen. Und Niklas Stark, als er dann los musste zum Warmmachen Mitte der zweiten Hälfte, meinte dann, drehte sich auch noch so um, da saß ich dann halt mit dem Pressesprecher und noch zwei, drei anderen Leuten und er meinte so, jetzt müsst ihr aber mal richtig Gas geben. Und ich so, ja okay, mach mal, dafür musst du ein Tor schießen. Hat er nicht eingehalten, da gibt's also noch ein ernstes Wort, mit ihm zu reden, kann aber am Sonntag nachholen. Und ich hatte nur so ein bisschen Angst am Schluss des Spiels. Die sind ja immer noch rauf und runter gerannt. Ich dachte mir, ihr führt 2-0, schont euch doch. Und Nemanja setzt dann nochmal zum Vollsprint an. Was für ein geiles Solo. Und dann war der Deckel drauf. Und ja, geiles Spiel. 3 Punkte, die Tabelle sieht super aus. Und genau wie Fabi eben meinte, Sonntag geht's schon weiter. Und dann muss aber wirklich nachgelegt werden. Sonst war das alles nichts wert. Wir sind noch nicht am Ziel. Nee, wir sind noch nicht am Ziel. Lustig ist, dass du das so sagst, weil bei 2-0 war hier noch überhaupt nicht Sieg. Bei 2-0 saßen wir hier alle noch und haben gezweifelt, ja, und gezittert und gehofft. Total. Und beruhigt waren wir erst mit dem dritten. Der Freiburger Torwart hat auch die ganze Zeit gerufen, Jungs, noch ein, schießt ein Tor, dann sind wir dran. Und so, und da dachte ich auch so, was soll das denn jetzt hier? Das soll nicht nett, ja. Und es war auf jeden Fall ein tückisches Ergebnis, ein 2-0. Gerade wenn du unten drin stehst, dann kommen die Nerven ins Spiel. Ich meine, diese ganzen Fußballplattitüden kennt ihr ja. Und natürlich mit dem 3-0 und was für ein schönes. Und auch vorher noch der Pfostenschuss. Also wir haben ja wirklich gut gespielt und das hat echt Spaß gemacht heute. Und ihr habt gefehlt, die Fans haben wieder mal gefehlt. Wir hoffen einfach, dass es Sonntag weitergeht. Aber du bist ja unser Mann fürs Spezielle im Stadion. Sozusagen unser Ohr, unsere Augen, unser Spion im Stadion. Verrat uns doch mal, was Aldarete in den Tee gekriegt hat, dass ihr heute 3 oder 4 Mal als letzter Mann den Gegenspieler einfach mal austanzt. Ja, das möchte ich gerne lieber vielleicht nicht wissen, weil sonst schreite noch irgendwer ein. Keine Ahnung, aber als er dann als Innenverteidiger vorne links irgendwie erst den Mann mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen lässt, dann noch einen Tunnel ansetzt, da hat sich Max Jung, unser Pressesprecher, auch leider kurzzeitig ans Herz gefasst und ich hatte mir Sorge gemacht, dass ich dann hier wieder Reanimationsmaßnahmen ansetzen muss. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ansonsten bockstarker Auftritt auch von Omar Aldarete, der ja wirklich wenig gespielt hat, aber auch ziemlich robust zu Gange war und darauf können wir aufbauen und die ganzen Hackentricks und so, die brauche ich auch gar nicht. Auch Nemanja hat am Anfang eigentlich den einen oder anderen Hackentrick nach außen gemacht, wo ich mir denke, ach Junge, lass doch erstmal Basics machen und dann führen noch 2-0. Wir müssen noch nicht unnötig den Ball verlieren. Dachten aber wir auch. Es ist doch alles gut gegangen. Udo, wann ist das nächste Spiel? Am Sonntag. Ich bin ab 9 Uhr morgens hier. Wann ihr kommt, ist mir egal. Ich bin bereit. Okay. Ich werde das kontrollieren. Ja, du musst ja auch noch die Plätze schrubben, ne? Ach ja, richtig. Udo. Ja, richtig. Ich löse dann den Fabi ab, so war das, genau, ja. Danke für deine Einschätzung, lieber Udo. Und Ende gut, alles gut. Am Sonntag geht es schon wieder weiter, da sitzen wir hier wieder muckelig in dem Studio. Weil wieder keine Zuschauer dran sein dürfen. Genau, aber ihr dürft mit uns wieder Vorlieb nehmen. Ab 16.30 Uhr wieder die Hertha 030 Spieltagsschau. Ab 18 Uhr dann das Spiel, das wichtige Spiel gegen Arminia Bielefeld. Wir atmen alle mal durch, wir genießen den Moment. Wir haben alle gerade mal alles vergessen und haben uns einfach nur in dieses Spiel reinfallen lassen, wurden mit 3 Toren belohnt, mit 3 Punkten belohnt. Und wir machen jetzt Feierabend, wir feiern noch was mit DJ Ferry, der noch ein bisschen gute Laune Musik spielt. Dann gibt es hier noch die Pressekonferenz. Also am Sonntag, am Muttertag um 18 Uhr geht's hier weiter. Danke fürs Einschalten. Danke Fabi, danke Ferry, hat mir Spaß gemacht. Ja, auch. Uns auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.